Tech Talk 46. Heute verraten wir euch, warum Influencer teilweise nie genug bekommen. Zum anderen reden wir über eine neue eBay-Betrugsmasche, wie ihr euch davor schützen könnt oder eure Lieben davor schützen könnt. Und zum anderen auch reden wir über den Zensus 22. Da ist ja viel diskutiert worden wegen Datenschutz. Das alles gibt's nach dem Teaser. Bis gleich. So, da sind wir wieder nach langer, langer Abstinenz. Also die Abstände werden immer größer. Es tut mir wirklich leid, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ging die letzten Wochen, irgendwie ist da nichts zustande gekommen. Jetzt sind wir wieder da in der im Duett sozusagen zu eurer Rechten. Der Tobi ist heute mit am Start. Ihr seht es vielleicht auch schon am bisschen veränderten Layout. Wir haben eine neue Software hier am Start. Mal gucken. Wir haben alles neu. Neuer Server, neue Übertragungssoftware, alles neu. Mal gucken. Also bis jetzt läuft alles ganz gut. Aber ja, das muss ja noch nichts heißen. Ne? Also ich will jetzt mal den Tag nicht vor den Abend loben oder wie man so schön sagt. Genau. Ja, wir haben heute nochmal eine gewöhnliche Folge. Wir haben ja in der letzten Umfrage der Woche euch mal gefragt, was haltet ihr denn von dem neuen Konzept für die Leute, die nicht reingeschaltet haben, vielleicht in zwei Sätzen nochmal ganz kurz. Wir haben uns überlegt, ob wir die Folgen, die sind ja immer sehr lang, ob wir die nicht in zwei einzelne Folgen aufteilen, dafür halt regelmäßiger erscheinen, also nicht nur einmal im Monat, sondern dann auf jeden Fall zweimal im Monat und dafür halt dann eine kürzere Folge. Das Ganze fandet ihr recht gut, aber der Tobi hat für euch die Zahlen. Tobi, die erste Frage war genau das, die habe ich nämlich abgeschnitten, habe ich gerade gesehen in unseren Shownotes. Okay, also die erste Frage war, ob wir den Podcast aufspalten sollen und das neue Konzept halt eben dann. Genau, das neue Konzept durchführen, ja. Und der ist einstimmig mit 9 Stimmen zu 0 mit Ja beantwortet worden. Genau, also wer nicht abgestimmt hat, ist selbst dann schuld, aber ich glaube, das hätte so viel gar nicht dran geändert. Und man hat ja auch gemerkt, innerhalb des Teams, das war schon eine mehrheitsfähige Geschichte. Genau, dann haben wir euch ja noch gefragt, wie findet ihr eigentlich die Pre- und Post-Show? Und genau, und dazu war also die eigentliche Frage, ob jemand schon das Bonusmaterial überhaupt bemerkt hat, beziehungsweise wie es geschaut wird. Und 6 Leute sind, also haben es bemerkt und hören es. Dann 2 Leute wissen, dass es es gibt, aber interessiert sie nicht. Und eine Person hat davon noch überhaupt nichts mitbekommen. Ja, genau. Also ich denke mal, es wird weiterhin dabei bleiben. Ich finde es auch manchmal ganz lustig, weil es gibt ja teilweise Sachen, die bringen wir nicht unter im Podcast. Die können wir dann eben da irgendwie verwursteln noch mit. Und wen es interessiert, der hört halt einfach zu. Und wer sagt, boah, ist mir völlig egal. Und das Schöne ist jetzt, wenn wir dann den Podcast aufspalten, also wir nehmen den natürlich wieder am Stück auf, nach wie vor, machen daraus 2 Teile. Ein Teil, also der erste Teil, der dann sofort kommt, beinhaltet zeitlich relevante Sachen. Und der zweite Teil halt eben Sachen, die man auch ein bisschen später, eine Woche später veröffentlichen könnte. Zum Beispiel halt auch eure Zuschauerfragen und solche Sachen. Und da kann man dann immer schön die Post- und Pre-Show halbieren und dann eben auf diese 2 Teile aufteilen. Also ich finde es ganz gut. Ich bin da sehr zufrieden mit, wie es dann mit dem Arbeitsaufwand, der ist natürlich erstmal ein bisschen höher bei uns. Müssen wir halt mal schauen. Aber Arbeit hat uns bis jetzt noch nie abgeschreckt vor irgendwelchen Sachen. Ich denke nur an unsere ganzen Offline-Sachen, irgendwie Messen oder so. Da hat uns Arbeit noch nie abgeschreckt. Genau. Dann haben wir euch ja noch was anderes gefragt. Genau. Und zwar, was nochmal gerne im Podcast oder insgesamt also wieder gewünscht ist, neu. Und dazu haben wir auch 2 Antworten bekommen. Und zwar einmal: Ich glaube, wenn ihr wieder kurze Tutorials raushauen könntet, könntet ihr mehr Relevanz auf YouTube bekommen. Habe die früher eigentlich immer gefeiert. Der Podcast schließt andere Videos eigentlich nicht aus. Außerdem könnt ihr den zweiten Teil vom Podcast auch mal
Filme, Serien und Musikreviews mit reinbringen. Das würde ich alles auch noch mal ein bisschen mehr, würde das Ganze auch noch mal ein bisschen mehr auflockern. Ja, wir sind ja heute nur zu zweit hier, und deswegen will ich da jetzt nicht großartig was dazu sagen. Ich kann nur sagen, also ich sehe das sehr, bin da sehr offen für sowas. Wenn wir da intern eine Mehrheit für finden und da auch ein gutes Programm euch bieten können, warum denn nicht? Es darf halt einfach nicht zu lang sein, ne? Wenn wir jetzt eine halbe Stunde über einen Film oder eine Serie reden, das ist einfach too much. Das können wir, glaube ich, nicht bringen, weil sonst sind Nee. die zwei Teile sind dann genauso lang wie Wie vor dann der wieder ein Teil, Programmreform. beziehungsweise dann wir müssen dann den drei Teile aufteilen oder noch einen extra Podcast für Medien machen und je Ja, auf nachdem. Gottes Willen. Nee, aber auf jeden Fall ist das Thema auch mit den Tutorials ist bei uns nach wie vor in der Pipeline. Da wird was passieren. Bei uns dauert es halt immer ein bisschen. Es ist halt nicht unser Hauptjob, was wir hier machen. Das heißt, wir müssen halt immer gucken, wie wir das private, berufliche mit dem Podcast vereinbaren können. Aber letztendlich, ich denke mal, da wird es noch andere Videos geben. Ich habe sogar noch Sachen auf der Platte, die ich eigentlich nur noch hochladen müsste. Muss ich zugeben. Schande über mein Haupt. Ich habe noch das ein oder andere gefunden jetzt beim Aufräumen, was einfach schon produziert war, aber nie irgendwie veröffentlicht wurde, aber eigentlich immer noch völlig okay wäre. Können wir mal drüber reden, dass es dann auch online kommt. Genau. So, und dann zur letzten Anregung noch. Ich hätte mir bei der letzten Folge ein paar Tipps zum Schutz für Unternehmen vor Angriffen aus Russland und der Ukraine gewünscht. Stimmt. Das ist sogar was, da bin ich sogar darauf angesprochen worden, auch nochmal von einem Kollegen, der unseren Podcast hört und der gesagt hat, ihr habt jetzt hier eine halbe Stunde um den heißen Brei rumgeredet, habt aber keine konkreten Sachen formuliert. Und dann ist mir aufgefallen, warum ich das vielleicht nicht gemacht habe, weil ich habe an unsere Kunden bei Kurs of Your Services, habe ich was rausgeschickt, wo wir genau solche proaktiven Sachen eben formuliert haben. Und wahrscheinlich habe ich in dem Moment gedacht, hey, ich habe das schon gesagt. Würde ich jetzt ganz schnell nochmal nachholen in ein paar kurzen Sätzen. Man sollte eben zum einen mal wachsam sein bei Geschäftspartnern aus Russland, Ukraine, Belarus. Dann sollte man das Netzwerk auf Software prüfen aus diesen betroffenen Ländern. Ja, weil ein staatlicher Zugriff auf IT-Systeme dieser Hersteller ist natürlich nicht ausgeschlossen. Da ist natürlich, denkt jeder wahrscheinlich in erster Linie an Kaspersky, aber es gibt mit Sicherheit auch noch viele andere Produkte, die es da auf den deutschen Markt geschafft haben. Und da muss man einfach mal ein bisschen kritisch nachgucken. Zum Beispiel gibt es auch den Hersteller Dr. Web. Vielleicht kennt der eine oder andere den. Das ist jetzt auch Security-Bubble, ich weiß, aber es gibt auch andere Produkte noch in dem Bereich. Dann sollte man die Verfügbarkeit von IT-Mitarbeitern und IT-Dienstleistern im Ernstfall sicherstellen. Da gibt es eine ganz gute Liste auch vom BSI, wen man sich so als Notfallpartner mit ins Boot holen kann. Ich will jetzt hier auch keine Werbung machen für irgendwelche Dienstleister. Ihr habt jetzt indirekt, habt ihr auch schon welche bei uns bei den Itza-Videos gesehen. Da gibt es einige Unternehmen, die eben Notfallnummern anbieten für den Fall der Fälle, falls man irgendwie betroffen ist. Notfallpläne und Verfahren sollten überprüft werden. Also wenn es noch keine gibt, sollte man da mal ein paar formulieren und aufsetzen, weil wenn es dann mal soweit ist, dann ist es halt meistens zu spät. Das heißt, man sollte sich da ein Kochrezept in die Schublade legen. Was mache ich denn bei irgendwelchen Ransomware-Angriffen, wenn gar nichts mehr geht? Vielleicht auch den Ablauf ein bisschen beschreiben, auch die Dokumentationssysteme auf Offline-Medien oder auf Sticks oder auf irgendwelche Medien, die eben nicht im Zugriff die ganze Zeit sind, online in meiner Serverumgebung, sondern irgendwo extern hinterlegen, damit man da auch rankommt, wenn wirklich mal was passiert. Dann habe ich noch aufgeschrieben, Systeme aktuell halten, klar, der Klassiker, Härtung von Systemen, Zugriffsmöglichkeiten. Möglichkeiten aus dem Internet beschränken, also auch darüber nachdenken, ob das überhaupt sinnvoll ist, die im Internet bereitzustellen. Und da bevorzugt natürlich VPN verwenden, auch für sowas wie Outlook Web App, Intranet, File Server, Terminal Server Dienste, RDP, Citrix, wie sie alle heißen, möglichst über VPN bereitstellen, Multifaktor-Authentifizierung verwenden, sichere Passwörter, Trennung von Administratoren und Benutzerkonten,
zeitgemäßer Schutz vor Schadsoftware, also eben eine Next-Gen-Endpoint-Lösung, zeitgemäße Firewall-Systeme, Erschwerung von Lateral Movement durch Netzwerksegmentierung, regelmäßige Datensicherung und Wiederherstellungstests, auch ganz wichtig. Und zu guter Letzt auch das Thema Monitoring und Logging sollte nicht zu kurz kommen. Also auch mal überprüfen, ob die Systeme nicht nur so 2 Tage Logs aufheben, weil das bringt mir bei einem Sicherheitsvorfall überhaupt nichts. Und dann auch mal kritisch überprüfen, bei einer Ransomware vor allem, kann denn ein Angreifer auch zum Beispiel bei das SMB-Protokoll, wenn ich jetzt, gehen wir mal davon aus, ich habe einen Windows-Log-Server, dann auf den Log-Server zugreifen oder über RDP? Das sollte man auch segmentieren, dass eben nur dieses Logging-Protokoll zu dem Server kommt, weil sonst bringt mir mein ganzer Aufwand nichts, wenn dann auch der Logging-Server eben für die Forensik später mit verschlüsselt ist oder gelöscht wurde bei einem Wiper-Angriff. So, das war jetzt wirklich mal ganz kurz in ein paar Sätzen zusammengefasst, was so die Maßnahmen sind. Da kann man sich natürlich auch IT-Partner mit ins Boot holen. Kleine Werbung, die Course of Your Services kann sowas auch machen mit, bietet euch da auch eine Beratung an, unabhängige Beratung und mal so einen unabhängigen Blick auf eure IT, wenn ihr das wollt. Für kleine und mittlere Unternehmen machen wir das. Falls ihr da Interesse habt, info@courseofyou.services. So, Ende der Werbung und würde ich sagen, weiter im Text. Außer Tobi, du hast noch irgendeine Anmerkung dazu? Nö, nicht wirklich. Also da ist eher Für dein Metier. ja, für jeden was dabei. Ja, man merkt halt, dass es ein bisschen mehr ist und ich muss mich jetzt schon zusammenreißen, dass ich das relativ kurz zusammenfasse. Ja, wo ich mich auch zusammenreißen musste, das war die ganze Thematik mit Finn Kliman. Das hat mich so ein bisschen aufgeregt, deswegen habe ich das auch genannt, wenn Influencer nicht mehr genug bekommen oder nicht genug bekommen. Und mich frustriert es auch ein bisschen, weil das natürlich wieder die komplette Szene oder die kompletten Leute, die was mit YouTube machen, mit Medien machen, mit Internet machen, in Verruf bringt. Und das ist halt einfach schade, aber ja, man kann sich nur in den Kopf fassen. Was ist passiert? Also erstmal, wer ist Finn Kliman? Das ist so. Ja, so ein YouTuber, Influencer, Unternehmer, der halt vor einigen Jahren mal auch mit der Hilfe vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also mit Funk, mit dem Funknetzwerk vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das Klimansland aufgebaut hat. Das ist ja irgendwie so eine, ja, wie kann man das nennen, Tobi? Das ist so eine Kommune, ne? So kann man sich das fast vorstellen, so ein Hof, wo eben unterschiedlichste Leute teilweise ehrenamtlich da mit anpacken, tolle Sachen bauen, Projekte umsetzen. Also grundsätzlich nicht mal schlecht, muss man ganz ehrlich mal sagen. Und hat auch mich teilweise, ich habe da auch das ein oder andere Video mir angeguckt, doch durchaus entertained, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt hat halt Jan Böhmermann aufgedeckt. Man muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht immer der größte Fan von Jan Böhmermann, aber in dem Fall kann man ihm fast uneingeschränkt zustimmen. Er hat halt eben aufgedeckt, dass Finn Kliman in der Corona-Krise Maskendeals abgewickelt hat. Und was halt auch krass ist, jemand, der so für Idealismus steht und wir gehen hier auf dem Land, bauen einen Bauernhof wieder auf und alles Geld nicht so wichtig und Kreativität steht im Vordergrund und Ehrenamt und so weiter. Und so jemand, ja, wie Finn Kliman, macht dann eben Maskendeals. So, und dann habe ich erstmal, hä, was Maskendeals, Finn Kliman, wie passt das zusammen? Naja, er hat eine Maske rausgebracht, er hat ja auch Mode, die er rausbringt und verkauft und hat dann eben gesagt, hey, das Ganze ist doch alles nur für einen guten Zweck und so weiter, alles wird gespendet und so weiter. Dann hat er irgendwelche Spendenorganisationen angegeben, die gar nichts von ihrem Glück wussten. Und dann ging es ja noch weiter, auch mit einer, der vermietet ja auch Ferienwohnungen. Da hat er auch gemeint, ja, das Geld, wenn da jemand zum Beispiel mehr bezahlt als die Miete, das Ganze wird gespendet und davon können Bedürftige, so habe ich das zumindest gelesen, sollen Bedürftige dann halt mal die Möglichkeit bekommen, Urlaub zu machen in dieser Ferienwohnung. Und das Ganze geht dann eben, oder Urlaub allgemein, und das Ganze geht dann irgendwie über
die Tafel oder irgendwas. Und das Lustige war, die Tafel hat gesagt, hey, sowas können wir gar nicht anbieten. Und wir können gar keine zweckgebundenen Spenden überhaupt annehmen. Also lauter solche Sachen. So bei den Masken, um da nochmal drauf zurückzukommen, geht es dann noch weiter. Finn Kliman hat dann irgendwie das Problem gehabt, dass einige Masken halt einfach nicht den Qualitätsansprüchen genügt haben. Und mittlerweile weiß man auch, da geht es jetzt nicht einfach nur darum, wie er es dann in dem Interview gesagt hat, die waren zu groß, sondern die waren auch viel zu dünn, die sind gerissen, das war überhaupt eine beschissene Qualität, sondern ist er auf die Idee gekommen, hey, die könnte man doch auch an ein Flüchtlingslager oder an Flüchtlingshilfe spenden. 100.000 Masken oder irgendwas, hat sich dann damit auch in die Öffentlichkeit gestellt, hat gesagt, hey, wir haben hier Masken gespendet für einen guten Zweck. Und wir sind doch so sozial und alles. Und dann wurden auch Chats geleakt, also WhatsApp-Verläufe, wo dann so Aussagen getroffen wurden wie Krise kann auch geil sein. Ne? Also solche Aussagen von jemandem, der sich auf Nachhaltigkeit, diese ganze woke Bubble, diese ganzen ideologisch getriebenen Leute, dass sich so jemand eben zu solchen Aussagen hingezogen fühlt, hey, Krise kann geil sein. Sowas hätte ich eher jemandem zugetraut, der voll der krasse Investmentbanker ist, der richtig fett Scheine machen will mit irgendwie Corona-Krise, Krieg oder irgendwas, aber doch nicht jetzt so jemanden. So, und der bringt natürlich jetzt auch wieder diese komplette Bubble, diese ganzen Influencer alle in Verruf. Und was mich halt auch so ein bisschen fassungslos macht, dass er halt dieses ganze Image, das hat er sich ja über Jahre aufgebaut, dass er das halt sofort mit dem Arsch wieder einreißt und wie soll ich sagen, also der hat da wirklich es geschafft, innerhalb kürzester Zeit sein komplettes Image alles zu ruinieren, was er sich jemals aufgebaut hat, mit so einer beschissenen Aktion mit den Masken. Und da muss man sich halt auch die Frage stellen, ist das denn wirklich alles, was da jetzt schon aufgedeckt wurde? Mittlerweile wurde jetzt auch bekannt, für die Ukraine hat er jetzt auch, das ist zwar jetzt kein so großer Skandal, aber es hat auch ein Geschmäckle, hat er für die Ukraine, für die Nothilfe an die Ukraine Mützen verkauft, hat das Geld bekommen und dann hat einer mal nachgefragt, sag mal, ist das Geld jetzt eigentlich schon angekommen? Und dann hieß es bei der Hilfsorganisation, nö, da ist noch gar nichts angekommen. Dann hat man den angeschrieben und dann ist er, ja, wir überweisen ja noch. Gut, dass ihr was sagt, aber wir warten jetzt noch auf die ganzen, wir warten jetzt noch ab, die ganzen Retouren müssen erst noch durch. Also 14-tägiges Rücktrittsrecht und so weiter, ihr wisst Bescheid beim Onlinehandel. Ja, mein Gott, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich was Gutes tun möchte, so die Ukrainer brauchen das Geld jetzt und nicht erst in 3 Wochen, in 4 Wochen, in einem Monat oder was auch immer, sondern die brauchen es jetzt, dann pfeife ich doch auf die eventuell 5-6 Euro für irgendwelche Retouren, sondern dann gebe ich das Geld und sage, okay, wir gehen jetzt in Vorleistungen und unser Risiko, abgesehen davon, reden wir da auch bei den Maskendeals. Warte mal, lass mich jetzt mal kurz reingerätschen mit dem Rückgaberecht. Gerne. Die Sache ist ja auch die, wenn ich ein Produkt kaufe, das mit so einer Benefizaktion gekoppelt ist, dann, also ich weiß jetzt nicht, wer da auf die Idee kommen würde, es wieder zurückzugeben. Also selbst wenn mir das Ding jetzt weder gefallen noch passen würde, würde ich halt sagen, ja komm, scheiß drauf, ich habe es ja nicht gekauft, weil ich jetzt unbedingt das Produkt gebraucht hätte. Die Retouren, wie sagt man, die Retourmenge wäre wahrscheinlich sowieso nicht so hoch gewesen. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Wie du sagst, viele Leute hätten wahrscheinlich sowieso gesagt, naja gut, dann habe ich das halt gekauft, ist mir jetzt nicht so recht. Behalte ich es trotzdem, völlig egal. Klar, man muss immer damit rechnen, dass es Retouren gibt, aber das wird jetzt nicht der Regelfall gewesen sein. Also das sind lauter so Sachen. Dann stellt sich dieser Typ noch ich glaube, beim Stern war oder bei der Bild-Zeitung, na gut, gehört irgendwie auch zusammen, und dann bei Spiegel hin und verstrickt sich in Widersprüche, macht ein Video, macht den total ahnungslosen, also wo wir ja wissen, dass es eigentlich gelogen ist. Er hat über viele Sachen Bescheid gewusst. Er stellt sich jetzt als diesen harmlosen Handwerker hin, der doch einfach nur was Gutes tun wollte, der aber dann in den Chats von Krise ist geil und dann von einer Marge in 6-stelliger Höhe ist da die Rede, bei diesen Masken damals. Jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, also
Ach ja, und das wird ja noch bunter. Die Masken sollten ja alles made in Germany sein. Er hat sich damals ja auch noch hingestellt, hat gesagt, hier, Trigema kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist ja so ein deutscher Klamottenhersteller aus dem schwäbischen Familienbetrieb. Alles made in Germany. Hat er sich mit denen auf Twitter damals noch angelegt. Und er so, hey, die verkaufen ihre Masken viel zu teuer. Wir haben auch made in Germany, was gar nicht gestimmt hat. Die sind aus Bangladesch, das ist mittlerweile nachgewiesen. Er hat es nur etikettieren lassen. Und das sollte dann auch so aussehen für seine Partner wie About You. Das ist ja so ein Online-Versender von Klamotten. Die waren da irgendwie verbandelt, verpartnert. Die haben die Masken verkauft, auch im Glauben, dass es alles fair trade oder fair produziert, made in Germany ist, weil es umkartoniert oder umetikettiert wurde von ihm. Und er hat es auch alles in den Chatverläufen, die geleakt wurden, ist auch alles bekannt geworden, dass eben das... ja, dass er davon wusste. So, und das streitet er jetzt alles ab. Ja, das war ihm alles nicht so klar. Ey, was ist daran nicht klar, wenn ich sage, yo, wir etikettieren das um, damit About You oder damit halt nicht auffällt, dass die gar nicht aus Deutschland kommen, dass die gar nicht, oder Portugal oder halt irgendwie aus der EU kommen. Und also es ist völlig absurd. Und dann, du weißt das Ganze. Du weißt, dass du da eigentlich Dreck am Stecken hast. Und dann legst du dich noch mit so einer Firma wie Trigema an oder so und sagst, hey, eure Masken sind viel zu teuer. Unsere sind auch fair produziert und kosten nur ein Zehntel oder was weiß ich, die Hälfte. Also wie dreist kann man sein? Das ist wirklich was, wo ich sage, da fehlen mir teilweise die Worte. Da bin ich teilweise echt sprachlos. Und das ist halt eine Sache, die fällt halt wieder auf alle Influencer zurück. Ne? Wen kann man dann eigentlich noch glauben, ne? Wenn jemand so wie Finn Kliman über Jahre hinweg so ein Image aufgebaut hat und der Künstler, der Verpeilte, der Handwerker, der eigentlich gar nicht so materiell ist, der ja alles mehr oder weniger so ehrenamtlich macht und halt nur gerade, dass es so überleben kann und what the fuck? Also wer nimmt ihm das eigentlich noch ab? Du musst dir dann dazu auch noch sagen, dass das jetzt nicht nur wieder auf diese Content-Creator-Sache zurückfällt, sondern insgesamt, das ist ja auch wieder das, wo man immer wieder hört, was jetzt von irgendwelchen konservativen Leuten einem vorgeworfen wird, ja, ihr seid doch dann auch wieder die Generation, die sagt, ja, okay, wir machen nachhaltig, aber dann schaut doch mal, ja, ihr wollt doch nach Mallorca fliegen und so weiter. Ja. Beziehungsweise dann schaut doch mal an, weil... Ja, hintenrum wird es so gemacht. Das ist. Ja, dieses schwierig. Greenwashing also, halt ja, auch. Klar. Und dieses Woke-Washing, was ich jetzt auch gelernt habe. Ja, nee, ist ja im Grunde so. Aber dieses ja. Woke-Washing ist ja eigentlich eher sowas, wo du, ich sag jetzt mal so ein bisschen von Twitter und von der Großindustrie kennst, wo es dann irgendwie heißt: Ja, okay, ach, schau mal, wie toll wir sind. Und. Da habe ich neulich einen super Beitrag von Extra 3 gesehen. Da ging es um den nachhaltigen Hamburger Flughafen. Auch sehr guter Beitrag, wo dann hieß hier 100% klimaneutral. So, damit ist aber nur der eigentliche Betrieb am Boden gemeint. Also sprich das Verwaltungsgebäude, die Gepäckabfertigung, die Schalterhalle und so weiter. Und die Terminals an sich, aber die Flugzeuge sind ja deswegen immer noch nicht klimaneutral. Also das ist auch so eine nette Geschichte gewesen, wo ich sage, ja, in der Hinsicht ist halt dann auch wieder, wir haben halt nicht hundertprozentig die Wahrheit gesagt. Das ist immer aber, noch eher zu verzeihen, das ist halt dieser typische Image-Move gewesen. Ja. Aber hier bei Finn Kliman ist es ja, also da kannst du ja, wenn du es so willst, wirklich vom Betrug reden. Es ist ja nicht einfach Vorsatz nur... Vorsatz im Prinzip eben, auch. Also es ist jetzt einfach nicht nur gesagt, okay, wir haben jetzt mal für unsere Marketingabteilung mal was schön geredet. Das ist jetzt, also ich behaupte jetzt auch mal, wer der Werbung glaubt, insgesamt ist selber schuld. Das ist unter allerste Schiene, vor allem wenn es dann wirklich um Hilfe geht, also wenn es um hier Gewinn auf dem Rücken von Katastrophen gemacht Flüchtlingen wird. Flüchtlingen zum Beispiel halt auch, geht genau. Gar nicht. Also wie gesagt, es ist immer noch, es ist nochmal eine Schiene drunter, wenn du sagst, keine Ahnung, dass hier, keine Ahnung, Adidas sagt, wir produzieren in Deutschland und etikettieren es um. Da ist halt der reine Gewinngedanke dahinter gewesen. Und da ist es ja nochmal der Hintergedanke mit so einer gewissen Vorsatz, wo du sagst, dass... Ja. Noch mit dem vorgeschobenen Argument, ja, wir tun was Gutes.
Ja, und weißt du, und unser einer, also ich meine, es ist halt immer so ein schwieriger Grat, ne? Also ich möchte jetzt hier auch nicht den Moralapostel spielen und auch bei mir ist nicht alles grün und so und ich bin ja auch jetzt nicht das Vorzeigeobjekt für solche Sachen, ne? Also ein Beispiel, wo ich halt mich so ein bisschen oder uns angesprochen gefühlt habe, ist ja auch das Thema bei dieser ökologischen Nachhaltigkeit und bei dem ganzen mit dem 100% klimaneutralen Rechenzentrum, wo wir jetzt sind. Ne? Habe ich mir auch überlegt, ganz ehrlich, Steffen, bist du da hingegangen, weil es 100% klimaneutral ist? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, das ist ein schöner Nebeneffekt, den wir jetzt natürlich auch für Werbung mit benutzen können. Ne? Aber es ist jetzt nichts, wo ich gesagt habe, hey, ich gehe da jetzt hin, nur weil das Ding klimaneutral ist. Ne? Also wenn wahrscheinlich die anderen Dienstleistungen gestimmt hätten, dann wäre ich da auch hingegangen, auch wenn das, was weiß ich, aus Braunkohle betrieben worden wäre oder so. Also man muss da halt auch immer mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber das ist ja eine ganz andere Nummer, ne? Ob ich jetzt einfach, ich habe auch nie gesagt, hey, wir sind da nur hin, weil alles klimaneutral und natürlich ist es für uns auch wie sagt man, ein Werbepunkt, dass wir sagen, hey, lieber Kunde, wenn dir das wichtig ist, dass deine Server klimaneutral betrieben werden, 100% Windkraft und Wasserkraft, dann geht zu uns. Natürlich machen wir das auch. Aber wir gehen jetzt nicht hin und sagen, jo, wir sind durch die Bank alles klimaneutral, kannst du nicht bringen, wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst. Und ich finde es halt krass, er hat sich ja also wirklich bewusst, anders kann man es ja gar nicht sagen, dafür entschieden, die Leute zu täuschen und hat es durchgezogen und hat wahrscheinlich auch gedacht, er kommt damit durch. Und mittlerweile ist ja auch klar, dass dieses Konstrukt Finn Kliman, dass es ja auch zig Unterfirmen hat und dass er Umsätze macht, die wirklich im Millionenbereich sind und dass es nichts, absolut nichts mehr damit zu tun hat, mit dem, wie ich es eingangs gesagt habe, netten Handwerker, verpeilten Künstler, der da irgendwie was Kommunenähnliches so auf die Beine stellt, aber selber null finanzielles Interesse hat. Das ist einfach nicht so. Und dieses Image sollte er vielleicht mal, also es wäre wahrscheinlich alles halb so wild gewesen, wenn er das Ganze mal ein bisschen flacher gehalten hätte und vielleicht auch nicht sich zum Beispiel mit den Masken, die er damals gespendet hat, in die Öffentlichkeit gestellt hat und gesagt hat, hey, ich habe hier tolle Masken an Flüchtlinge und so weiter. Und ne, also mit Sicherheit auch das Rote Kreuz war es, glaube ich, das hat ja auch gemeint, es war besser als nichts, diese Masken rauszugeben, weil wir hatten ja damals nichts. Ne? Also es war schon wichtig, dass man da irgendwas rausgegeben hat. Ja, aber hallo, aber ich kann doch nicht sagen, ja, es sind kaputte Masken und ich stelle mich damit jetzt in die Öffentlichkeit und sage, hey, wie toll ich doch bin, ich habe hier 100.000 Masken gespendet und weiß eigentlich ganz genau, dass es. Ja, dass ich die eigentlich, wenn dann sowieso weggeschmissen hätte und damit nichts verdient hätte. Ja Naja. gut, das ist so ein bisschen die Geschichte, die so alt ist wie der YouTube-Influencer als Berufsstand selbst. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du alle paar Jahre mal so einen Skandal hast, der halt mal rumkommt, wo es halt dann wirklich sich herausstellt, dass halt irgendein Typ, der eigentlich ach so totale Fanbase und ach so toll war, dann irgendwo halt trotzdem Dreck am Stecken hat oder das Ganze halt eben nicht aus Gründen macht, so, ach, wir sind jetzt alle Kumpels oder ach, ich bin so toll, sondern halt eben nur diese Front von Vogue und Kumpelhaft vorschiebt, um halt eben im Hintergrund Gewinn zu machen. Ja, da gibt es ja noch ganz andere Beispiele, die halt auch wirklich ultra krasse Doppelmoral an den Tag legen, die halt auf der einen Seite ultra Vogue und alles sein wollen, aber sich dann teilweise selber widersprechen. Ja, wie es so schön immer bei der Bahn, kurze Störung im Betriebsablauf. Und jetzt geht's weiter. Genau, also Finn-Kliman-Thema. Ja, ich glaube, wir haben, Tobi, ich glaube, wir haben alles dazu Ja. gesagt, was man sagen kann. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie es euch zu dem Thema geht. Also mich ärgert es halt auch nachhaltig so ein bisschen, dadurch, dass halt die YouTuber-Zunft mal wieder
in Dreck gezogen wird. Vor allem, man hatte ja den Eindruck bis zu dem Zeitpunkt, dass der Finn einer von den Guten ist. Und ja, und letztendlich kommen sich natürlich auch die ganzen Partner und Marken komplett verarscht vor. Also ich frage mich, also ich meine, er ist juristisch, ist er natürlich auch richtig fertig, aber wenn man das jetzt mal finanziell sieht, bei einem YouTuber, der hauptsächlich von Placements lebt, und das sind halt nun mal die Großen, der ist geliefert, ne? Und Funk wird mit ihm auch nicht mehr zusammenarbeiten. Also ich bin mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und dieses ganze Klimansland ist halt auch so fraglich, ob das überhaupt noch... Also ich bin mal sehr gespannt. Er hat ja auch sich, was Krisenbewältigung angeht, hat er sich natürlich auch voll in Nesseln gesetzt. Also was Blöderes hätte man kaum machen können, als gleich mit irgendwelchen Medien zu sprechen und da halt Bullshit zu erzählen, der nachweislich falsch war. Also ja, was soll man dazu sagen? Ein PR-Desaster, und menschlich gesehen und wie sagt man, moralisch gesehen, ist es eine Katastrophe. Fassen wir zusammen, ein Desaster. Ja, das ist wirklich, also wie man aus dem Dreck wieder rauskommt, wird keine Ahnung. Wird interessant, aber ich bin halt froh, dass wir bei Kurs of You da ein bisschen, wir bohren zwar keine so fetten Bretter, aber dafür, sag ich mal, würde ich mir, glaube ich, eher die Hände abhacken, bevor ich so ein Bullshit machen würde, ganz ehrlich. Also da lieber dann auf Kohle verzichten, also und sich noch in den Spiegel schauen zu können. Falls das Angebot ist, Steffen, wenn es mal rauskommt, ich komme vorbei. Ja. Genau. Naja, letztendlich, ja, wir hatten gerade eine kleine Störung in unserer Cloud. Also alles war gerade weg, kurzzeitig. Kommt jetzt eher selten vor, aber vielleicht war es ja ein DDoS-Angriff. Nein, aber es gab jetzt einen relativ großen DDoS-Angriff auf einen der großen DDoS-Protection-Dienstleister. Was war denn da los, Tobi? Genau, da hat wohl mal jemand ausgetestet, was Cloudflare so aushält. Und die Antwort ist eine ganze Menge. Und zwar ist hier ein DDoS-Angriff mit 15,3 Millionen HTTPS-Anfragen pro Sekunde auf Cloudflare abgeschossen worden. Und ja, angeblich zielt das Ganze auf Fintech-Kunden ab. Ja, und wenn ich mir das jetzt so ganz angriffsvoll kann, ja, aus Rechenzentren war eine ganz schöne Hausnummer, die da abgefeuert wurde. Also das sieht man ja nicht alle Tage. Da waren Profis dahinter. Ja, wir werden ja dann später auch nochmal über das Thema Cloudflare in einem anderen Punkt reden. Deswegen glaube ich, müssen wir da jetzt nicht so groß drauf eingehen. Aber letztendlich, man sieht, dass die DDoS-Angriffe durchaus ein Problem sind. Das haben wir auch. Also wir haben Kunden, die regelmäßig angegriffen werden, wo wir regelmäßig DDoS-Angriffe abwehren müssen. Und das ist durchaus eine Aufgabe, die halt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich immer mehr kommt. Auch durch die ganzen Zombie-IoT-Devices, die dann auch gekapert werden und eben solche Angriffe dann möglich machen für Angreifer, für Kriminelle. Genau, kriminell ist auch das nächste Thema, wo wir schon fast wieder bei Influencern sind. Das wollte ich einfach mal ansprechen. Aktuell ist so eine Kampagne, das wurde mir zugeschickt, das ist so ein bisschen außerhalb unserer Filterbubble. Eine Kampagne läuft da aktuell von Influencern, die auf das Thema Wasser abzielt. Also so nach dem Motto, hey, Im Trinkwasser, im eigentlich was aus dem Wasserhahn kommt, sind irgendwelche Parasiten drin, irgendwelche Giftstoffe und man darf auf gar keinen Fall mehr Leitungswasser konsumieren und man soll sich so eine teure Wasseraufbereitung kaufen und teilweise werden da auch irgendwelche, also dieses Gerät, dieses Aqua Global oder wie das Teil heißt, das kostet über 1000 Euro teilweise und ist halt völliger Quatsch. Also ich habe auch ein Video von einer YouTuberin, von der Saskia, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist in den Shownotes verlinkt. Die hat es mal so ein bisschen gut erklärt. Letztendlich hätte ich es auch nicht besser machen können. Ich habe ja viel mit Stadtwerken zu tun. Das heißt, ich weiß auch, was für ein Aufwand betrieben wird, um
Trinkwasser aufzubereiten. Ich habe auch schon mal so eine Führung mitgemacht bei einer Kläranlage und bei einem Wasserwerk. Und letztendlich kann man sagen, das ist alles völliger Bullshit. In Deutschland kannst du wirklich bedenkenlos, sagen dir alle Experten, das Wasser aus dem Wasserhahn trinken. So, ob man es dann mag, der eine oder andere sagt, hey, ich will dann trotzdem Mineralwasser trinken. Aber letztendlich ist es mit am besten das am besten kontrollierteste Lebensmittel, was du in Deutschland bekommen kannst, ist einfach das Trinkwasser. So, und das Absurde ist ja, dass teilweise die abgefüllten Flaschen teilweise viel laxer kontrolliert werden als das eigentliche Trinkwasser, was aus dem Wasserhahn kommt. Dann gibt es ja dann noch so Argumente wie zum Beispiel, ja, was ist mit den Leitungen und so weiter. Da habe ich mich auch mal mit einem Experten drüber unterhalten, der hat gemeint, in Deutschland gibt es gar keine solchen Leitungen mehr. Und wenn man zum Beispiel früh am Morgen dann erstmal duscht und Toilette und Wasser rauslaufen lässt, bis das Wasser halt wirklich kalt aus der Leitung frisch kommt, dann kann es gar keine Rückstände mehr geben, die für den Körper in irgendeiner Form irgendwie schädlich sein können. Klar, wenn das Wasser über Monate in der Leitung steht, dann hast du aber auch das Problem mit Salmonellen und anderen Geschichten. Und das ist einfach eine Geschichte, da wird wieder Lug und Trug verbreitet. Und das ist jetzt auch sowas, das geht aktuell hauptsächlich bei den Lifestyle-YouTuber-Influencern rum. Aber da wird halt eben dieses teure Wasseraufbereitungsgerät, was wahrscheinlich nichts anderes ist als eine Osmoseanlage. Und da kommt ja, oder zum Beispiel auch dieses Thema, so viel Medikamente und so Rückstände im Trinkwasser, die sind zum einen, ja, ist nachweisbar, aber das kommt auch davon, dadurch, dass die Technik immer besser wird, um solche Rückstände zu messen. Und zum anderen sind die so hoch verdünnt, dass es überhaupt nicht für den Körper überhaupt keinen Unterschied macht, sag ich mal. Und also es sind so viele Sachen, die YouTuberin, verlinke ich euch mal, die hat es ganz gut zusammengefasst. Und dieses Aqua Global, das ist halt absoluter Bullshit. Und da ist das Gleiche wieder auch wie bei anderen Firmen, die wir schon vorgestellt haben, bei denen so, ja, bei denen so komisch zugeht. Ja, es ist einfach mal so Bullshit-Lifestyle-Geräte. Ja, genau, da ist auch das Impressum nicht gerade vollständig und solche Sachen. Also da gibt es schon ein paar Anhaltspunkte, wenn man was finden möchte, dann findet man bei denen auch was. Und was halt auch absurd ist, ich kaufe mir einen Wasserfilter, um dadurch mehr Mineralstoffe ins Wasser zu bekommen. Überlegt mal, rein logisch kann das gar nicht sein. Ne? Also ich meine, das Wasser, und das sagt auch beim SWR war neulich mal so eine Expertin, die hat auch gemeint, im Leitungswasser sind mehr Mineralstoffe drin, teilweise durch das Kalk und so weiter, als in manchen Mineralwässern, die man so zu kaufen bekommt. Und dann hast du noch einen Faktor, den vergessen auch viele und auch Schande über mein Haupt. Ich habe hier selber Plastik-PET-Flaschen. Wenn da das Wasser sehr lang drin steht, irgendwann geht dann Weichmacher und so weiter auf das Wasser über. So, und das vergessen auch viele. Also, wenn man zum Beispiel Thema Notfallvorsorge, wenn man Wasser zu Hause lagert, dann sollte man das auf jeden Fall in Glasflaschen machen und auch die nicht jahrelang dort stehen lassen und nicht verbrauchen, sondern immer mal tauschen. So. Also dazu vielleicht noch zwei kleine Sachen von mir, oder Gerne. paar Sachen. Einmal, ich wohne jetzt hier in einer Region, die relativ kalkhaltiges Wasser hat. Also hier Mainfranken, die Ecke, zumindest was ich von Leuten gehört habe und was man auch merkt, also das Wasser ist sehr kalkhaltig. Da kann man sich durchaus mal so einen Wasserfilter von nicht näher genannten Marken kaufen, aber nicht jetzt irgendwie so ein Bullshit-Osmose-Ding, sondern wirklich. Ich habe jetzt eine in der Küche stehen, wo halt wirklich ein Aktivkohlefilter oder was oder irgend so ein Filtermaterial drin ist. Ja. Und ja, der Geschmack ändert sich. Ist auch besser für die Kochgeräte. Also wenn ich jetzt damit, keine Ahnung, Tee oder was mache, Ja. hast du dann unten nicht so einen weißen Schleier drin. Kalk, ja. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ich glaube, kleineren Kindern sollte man eh überhaupt kein Leitungswasser oder nur abgekocht, also so Baby in die Richtung, aber da kenne Ja. ich mich jetzt nicht wirklich mit aus. Ja, der sich damit auskennt, der ist Ist im jetzt nicht Urlaub. da. Ja, das ist ein bisschen. Und weil du es noch gemeint hast, mit lange steht in Glasflaschen. Wir hatten letztens im Büro, weil ich einer der wenigen bin, die stilles Wasser im Büro trinken und wir halt Glasflaschen im Büro haben. Hatte ich mal so eine schöne Glasflasche, wenn man die umgedreht hat, haben sich dann schon so weiße Blättchen in diesem Wasser geschwommen. Ich habe dann das erst nach dem ersten Schluck bemerkt,
Ja, die Flasche ist dann auch eher zum Pflanzengießen verwendet worden. Ja, also man kann, also das mit dem Wasserfilter da vielleicht noch ein Hinweis. Ja, das kann man machen, definitiv. Man sollte halt aufpassen, dass der Wasserfilter nicht noch zusätzliche Bakterien, also man muss das Ding halt sauber halten, ne? Weil Genau, immer sonst mal züchtet man da austauschen und wieder Bakterien und so weiter. Aber dieses ganze Zeug auch, da gibt es auch so ein Messgerät, jetzt angeblich völliger Nonsens, was da gemessen wird. Guckt euch das Video an, ich möchte da jetzt nicht zu lange drauf eingehen. Aber man kann durchaus sagen, Leitungswasser in Deutschland eine tolle Sache und kann man durchaus genießen. Und diese Werbung von Influencerinnen und Influencern, absoluter Bullshit. Gut, jetzt kommen wir zu einer Plattform, auf der auch teilweise Bullshit verbreitet wird, nämlich zu Twitter und Elon Musk. Ja, wollen jetzt gar nicht so groß drüber reden, einfach mal unsere Meinung dazu kundgeben. Elon Musk hat ja sich Twitter einfach mal gekauft. Das ist Wollte. auch ein. Bitte? Wollte. Ja gut, er hat ja trotzdem, also es ist ja noch im Verfahren, also es ist ja Ja. noch nicht abgeschlossen, aber er ist dran und drüber, Twitter zu kaufen. Jetzt sind natürlich viele komplett aufgeschreckt, natürlich auch, sag ich mal, politische Lager, die jetzt unbedingt, also die sehr antikapitalistisch unterwegs sind und die mit Elon Musk jetzt nicht so viel anzufangen wissen, die sind natürlich jetzt völlig aus dem Häuschen und sagen, wie kann der nur und wie. Ich muss sagen, es ist schwierig. Elon Musk ist auf der einen Seite natürlich schon ein bisschen ein genialer Kopf. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, ob so ein genialer Kopf unbedingt auf so einer Social-Media-Plattform sitzen sollte. Vor allem halt mit der Prämisse. Also ich finde halt die Prämisse ziemlich krass, wie er es halt gekauft hat. Einfach, ja, mir passen Dinge nicht. Also kaufe ich den Laden halt einfach. Das ist so dieses typische, was halt so Reiche machen, wo man sich halt Ja, so vorstellt, ne? du willst mich nicht bedienen. Ja, ich kaufe den Laden. Genau, dann kaufe ich halt einfach den Laden, ne? Also es ist schon irgendwie absurd. Es hat so ein bisschen trotzdem Geschmäckle. Ich bin jetzt kein großer Elon Musk-Fan, aber auch kein großer Elon Musk-Feind. Ich muss halt ehrlich sagen, ich glaube jetzt nicht, dass es so krass wird, wie es viele befürchten. Aber ich glaube schon, dass es ein paar einschneidende Dinge geben wird. Was ich halt glaube, ich meine, Elon Musk ist ein Geschäftsmann. Das heißt, er wird versuchen, die Plattform zu monetarisieren. Ein paar Ideen sind ja schon gekommen, dass zum Beispiel Tweets teilweise kostenpflichtig werden sollen, dass halt Unternehmen, die Twitter nutzen, Geld dafür reinschieben sollen. Ehrlich gesagt wundert mich das nicht, weil Twitter ja in den letzten Jahren nicht wirklich, ja, nicht wirklich, was die Monetarisierung angeht, aus dem Pushen gekommen ist. Also Twitter hatte ja seit eh und je Probleme, die Plattform zu monetarisieren. Ich krieg teilweise Twitter-Werbung angezeigt, die mich absolut nicht interessiert. Das heißt also, das Targeting funktioniert nicht so gut. Und es war für mich jetzt nicht wirklich überraschend, dass das kommen wird. Was natürlich, was er schon angekündigt hat, was kommen wird, ist ja sein Edit-Button, den er gerne für Tweets hätte. Ja, sehe ich jetzt auch kein großes Problem, weil letztendlich die Medienvertreter, die Tweets irgendwie zitieren, die haben seit Jahren schon nicht mehr einmal wegen DSGVO diesen Einbettungscode verwendet, aber auch mit der Gefahr hin, dass das Ding gelöscht wird. Das heißt, es werden sowieso immer Screenshots dann verwendet, weil ja viele sagen, ja, das ist ein Problem, wenn Medien dann auf Tweets verweisen und so weiter, wenn die dann auf einmal weg sind. Sehe ich jetzt, also ich sehe das Problem jetzt nicht so groß, aber ja, es ist ein Punkt, aber der ist für mich jetzt nicht so groß, dass ich sage, das ist ein Riesenproblem. Und ja, was natürlich bei der. Was das Personelle angeht, weiß man natürlich auch nicht, in welche Richtung das geht. Und dann ein Kritikpunkt auch, den ich so sehe. Elon Musk hat ja schon so viele Baustellen. So, ein Social Network ist nichts, was man mal eben so nebenbei führt. Das hat man von anderen Leuten schon gehört, die in der Branche tätig sind, die sagen, hey, so ein CEO, der noch zig andere Firmen hat, der kann nicht einfach mal so ein Social Network nebenbei einfach führen. Und also ich finde es auch sehr schwierig. Ich frage mich, wie er das machen will. Vielleicht kann auch sein, dass er da irgendjemanden positioniert, jemanden Gleichgesinntes, der dann für ihn das Ganze übernimmt. Davon kann man ausgehen. Wobei
irgendwie hat man schon das Gefühl, er will da selber auch den Finger drauf haben und irgendwie mit drin rumfummeln in der Twitter-Infrastruktur. Also es ist schon eher schwierig. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, er hat sich darüber nicht so lange Gedanken gemacht, wie er das ganze Ding sich eingekauft hat oder versucht hat, über Aktienanteile da reinzugehen in die ganze Geschichte. Es wird ja jetzt auch nicht so einfach. Also man kriegt jetzt auch mit, dass es noch einige, wir müssen da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber es gibt noch einige Hürden, die das Ganze nehmen muss. Und so einfach wird das nicht, wie es denn dargestellt wurde. Und ja, was vielleicht auch Kritiker sagen, er redet ja auch davon, dass er Twitter öffnen will, also dass die, ja, dass die seiner Meinung nach die Meinungsfreiheit ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Weiß ich nicht. Also ist ein schwieriges Thema. Man hat, also es ist für mich immer so der Balanceakt zwischen ich erlaube Meinungsfreiheit und ich versuche irgendwelchen Bullshit von meiner Plattform fernzuhalten. Ich wollte gerade sagen, das ist echt schwierig. Das Problem ist, was man die letzten Jahre oft bemerkt hat bei Leuten, die plötzlich rumschreien, ich möchte eine Plattform der Meinungsfreiheit. Heißt, ich möchte eine Freiheit für meine Meinung und alle anderen sollen bloß schön die Klappe halten. Was ich dann auch so ein bisschen mitgekriegt habe, war auch noch, dass er ja auch Donald Trump von der Plattform entbannen will. Ja, was ich ist halt auch was, für, was man schwer diskutieren kann. Für eine eher schlechtere Meinung halt, weil er wurde ja nicht gebannt, weil er die Meinung, nicht gepasst wurde, sondern weil er einen terroristischen Akt gut gehießen hat. Das ist dann auch so eine Frage. Ja, ich sehe halt da wieder ein anderes Problem. Gerade Donald Trump ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Donald Trump baut sich oder will sich gerade ein eigenes Social Network aufbauen. So, jetzt hast du da praktisch eine Plattform, wo die alle in ihrer eigenen Filterbubble sind, ne? Wo die sich alle gegenseitig auf die Schultern klopfen. Während auf Twitter hast du dann vielleicht doch noch Leute, die halt dann dagegen halten, weil die halt eben aus einem anderen politischen Lager kommen. Deswegen muss ich ehrlich sagen, bin ich schon wieder fast dafür, dass ich sage, yo, lass den auf Twitter, da hat man wenigstens einen Blick und da gibt es genügend Leute, die auch dagegen halten, während wenn der da in seiner eigenen Bubble auf seiner eigenen Plattform ist, wo alle anderen ausgesperrt werden, die nicht seiner Meinung oder seiner Parteimeinung sind, dann ist es halt schwierig. Deswegen bin ich da eher dafür, dass ich sage, okay, es ist zwar blöd, aber auch solche Leute sollten da drauf bleiben, wenn sie halt gewissen, und da ist halt jetzt wieder das Problem, was du gerade gesagt hast, wie er sich eben ins Ausgeschossen hat, wenn sie halt gewissen Community-Richtlinien entsprechen. So, und da hast du halt wieder das Problem auch mit YouTube, wo halt im Moment, muss man ganz klar sagen, Overblocking passiert. Viele Sachen werden weggeblockt, die eigentlich total harmlos sind. Viele Sachen werden entmonetarisiert und man muss darum kämpfen, dass es wieder online kommt, weil irgendein Algorithmus da irgendwas Verdächtiges erkannt hat. Also auf YouTube ist es schon mittlerweile echt schwierig, journalistische Inhalte oder zu Nachrichtenthemen Inhalte zu bringen, weil halt YouTube da wirklich zu sehr blockt, zu rigoros irgendwelche Sachen blockt, weil sie Angst haben davor, dass da irgendwas veröffentlicht wird, was nicht 100% in Ordnung ist und was natürlich dazu führt, dass immer mehr seichter Content, also so Lifestyle, Entertainment Sachen super monetarisiert werden und die Leute, die journalistisch arbeiten, die vielleicht auch Kriegsberichterstattung machen, jetzt um mal auf die Ukraine zurückzukommen oder über IT-Sicherheitsthemen berichten wie wir, dass die teilweise echt Probleme haben, gegen diesen scheiß Algorithmus anzukämpfen und teilweise echt Probleme haben, den Content zu monetarisieren und vielleicht bei Verlägen, bei Firmen halt dann Probleme bestehen, eben weiterhin ihr Medium zu finanzieren. Und das ist so eine zweischneidige Geschichte. Also es ist wirklich sauschwer. Ich kann mich da auch nicht wirklich auf eine Seite schlagen, aber ich bin halt eher dazu geneigt zu sagen, okay, lass den Spezialisten dann halt trotzdem auf Twitter seinen Mist rausgöbeln. Es sind auch viele Leute von der AfD auf Twitter, da lass die Leute da drauf. Da gibt es genügend Leute, die in den Antworten bei den Tweets dagegen halten, da Sachen kommentieren. Die sind aber dann auf einer im öffentlichen Raum findet es statt und nicht irgendwo in der geschlossenen Gemeinschaft. Genau. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar der bessere Weg, aber es ist natürlich nicht schön.
Aber ich sag mal so, auf meinem Gehsteig vorm Haus laufen auch Leute rum, die ich nicht gut finde, aber ich muss es trotzdem tolerieren. Oder die benutzen die gleichen Straßen oder im Zug sitzen auch Leute, die ich nicht mag, die halt sehr schlimm sind oder speziell sind. Aber letztendlich sind die da unter Kontrolle und dann, also das wird auch nochmal eine riesen Herausforderung. Wenn ich denn mehr zulassen möchte von Elon Musks Seite, dann muss ich aber auch viel mehr kontrollieren und schauen, dass es nicht aus dem Ruder gerät. Und das ist halt echt ein Balanceakt und das sieht man ja auch bei Facebook, dass es mittlerweile schon echt teilweise auf der Kippe stand, dass halt Facebook nur noch eine Plattform ist, wo irgendwelche Boomer unterwegs sind, die so ein bisschen rumschwurbeln wollen. Und also ich muss sagen, also Facebook ist teilweise echt grenzwertig bei den Nachrichtenportalen, wenn man sich da die Kommentare anguckt, was da kommentiert wird, das ist oftmals wirklich schon kurz auf der Schwelle zur Verschwörungstheorie oder Volksverhetzung oder Rassismus. Also wirklich ganz, ganz haarscharf. Und also da muss ich wirklich sagen, das kriegen die aber mittlerweile trotzdem einigermaßen in den Griff. Aber man merkt halt trotzdem, dass da viele Leute unterwegs sind, die einfach schwierig sind. Und da merkt man halt auch wieder, dass viele, denen das zu blöd war, die sind jetzt zu Twitter gegangen, jetzt kommen die Leute auf Twitter nach, wohin gehen die dann? Jetzt habe ich ja schon gelesen, jetzt es gibt ja auch so offene Lösungen wie Mastodon und so offene Social-Network-Lösungen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und Elon Musk hat ja auch schon mal durchblicken lassen, dass er auch gerne das hätte, dass man zum Beispiel seinen eigenen Twitter-Server mitbetreiben kann und so weiter. Das hat er ja auch schon mal durchblicken lassen. Wie auch immer das dann aussehen soll, finde ich spannend als ITler, aber ehrlich gesagt glaube ich noch nicht, dass es überhaupt kommen wird. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass du dann so einen föderalen Ansatz hast, dass du da deine eigene Instanz irgendwie am Laufen hast, wo deine Tweets dann drauf sind. Und das dann halt mit der großen Plattform irgendwie verbunden ist über eine Schnittstelle oder mit eingeklinkt wird, mit verlinkt wird. Es bleibt spannend. Ich kann es mir noch nicht wirklich vorstellen. Wäre natürlich schon eine schöne Lösung, gebe ich zu. Aber so wirklich dran glauben kann ich da nicht, weil sowas lässt sich natürlich auch schlechter monetarisieren. Und letztendlich... Ja gut, was ich halt da monetarisieren lassen würde, ist, wenn du einen eigenen Server willst, musst du halt zahlen. Ja. Lizenzgebühren oder irgendwas. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und sollte Musk das wirklich durchbekommen, dass er das Teil bekommt, dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Was ich jetzt auch schon für böse Zungen gehört habe, aber ist jetzt auch mehr oder weniger auch wieder nur Spekulation, dass, weil ja die Kurse auch relativ stark eingebrochen sind, ob nicht vielleicht auch hier der gute Herr Musk auf Short-Selling gegangen ist. Also sprich, es wird auf den Verlust der Aktie gerettet, beziehungsweise verkauft. Das ist dann auch wieder eher schon so eine Mischung an übler Nachrede und Vermutungen. Die Sache ist die, zutrauen würde ich es in der Position jedem, aber das würde ich auch irgendeinem Bahnvorstand oder sonst irgendjemandem, in der Gewichtsklasse von Eigenkapital. Ja. Dass vielleicht solche Insider-Deals da vorgehabt gewesen wären, aber das ist dann auch einfach nur wieder ich und also ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Diskutiert mit. Diskutieren, einfach mal eure Predictions raushauen. Können wir dann in der nächsten Folge mal besprechen, wie denkt ihr, wie wird sich Twitter verändern, wenn das wirklich so durchkommt. Ich kann nur noch ein was sagen, dieser Mastodon-Trend, der jetzt so in der Tech-Szene, also in der Nerd-Szene so um sich greift, das ist halt, erstmal ist es nicht gut gemacht, programmiert aus meiner Sicht und zum anderen, ich glaube halt, das wird eine absolute Totgeburt, weil den Otto-Normalverbraucher wirst du nicht darauf. Das ist die gleiche Diskussion wie mit WhatsApp und Signal oder WhatsApp und Threema und so weiter. Du wirst Probleme haben, den Otto-Normalverbraucher auf diese Lösung zu bekommen. Und vor allem, du musst es halt dann auch wieder schaffen, diese ganzen Mastodon-Instanzen irgendwie zusammenzuführen, dass du halt dann trotzdem irgendwie einen Feed hast, wo der ganze Mist reinkommt. Also
Es ist echt schwierig und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das durchsetzen wird. Ich meine, es wäre natürlich ein cooler Gedanke, dass man sagt, jede Firma hat so einen eigenen Twitter-Server laufen. Da muss man sich halt dann auch wieder die Frage stellen, warum macht man das nicht mit einer eigenen Website? Also es ist einfach sehr spannend, wo die Reise hingeht, aber ich glaube nicht, dass es so schlimm wird, wie viele es befürchten. Und Elon Musk ist ja dafür bekannt, dass er oftmals ein bisschen dick aufträgt und dann von den 100%, die er da liefern will, kommen dann vielleicht 20% oder noch weniger. Deswegen muss man immer Elon News ein bisschen, ja, ein bisschen Verwässert das sehen. verwässerter sehen, genau, und sollte da nicht alles auf die Goldwaage legen. Und noch hat er ja noch nicht alles jetzt und es stehen ja auch noch viele Und Sachen es wollte aus. gerade sagen, es war ja auch noch überhaupt im Gespräch, ob er überhaupt den Kauf durchziehen will, da ja ihm angeblich zu viele Bots auf der Plattform Ja, noch lurken. und was halt auch beeindruckend war, war halt auch, wie er das Geld mobilisiert hat. Das sieht man auch mal wieder. Also ich habe mir da neulich ein sehr interessantes Video angeguckt, wo es halt nur darum ging, wie er diesen Deal eingefädelt hat. Weil man anders, wie es vielleicht so mancher Punk denkt, die Reichen haben das Geld ja nicht einfach irgendwo auf dem Girokonto und warten, dass es da vor sich hinschimmelt, sondern die haben das überall investiert. Das heißt, er hat die Kohle ja nicht einfach mal ebenso übrig. Das heißt, er braucht Banken, die ihn da finanziell unter die Arme greifen, die ihm das Geld vorschießen, denen er dann irgendwelche Sicherheiten, was er ja über Tesla-Aktien unter anderem auch gemacht hat, zur Verfügung stellt. Und dann hat er ja auch so dermaßen Druck ausgeübt, dass es möglichst schnell über die Bühne geht, hat vieles Sachen eingefädelt. Also ultra interessant, was er da im Hintergrund alles gemacht hat, wo man schon sagen muss, okay, also er meint es sicherlich schon ernst, weil sonst hätte er nicht so einen Aufwand betrieben. Aber da spielen ja auch noch die anderen Aktionäre mit eine Rolle und so weiter. Also so einfach ist es gar nicht, sich da mal eben so reinzukaufen mit Aktien in Unternehmen. Also da müssen auch die anderen Aktionäre dann mitspielen. Zum Teil natürlich nur, also es geht jetzt, also sie haben Mitspracherecht auch. Also bleibt spannend und dann gibt es ja auch noch so kartellrechtliche Bedenken, die es da eben nebenbei auch noch gibt. Und wir werden sehen, ob dann irgendwann mal ja bei Elon Musk Twitter aufgeht oder ob er vielleicht irgendwann sagt, ich würde ihm sogar zutrauen, dass er irgendwann sagt, ach wisst ihr was, Leute, ist mir alles zu blöd, ich mache eine eigene Plattform auf, wie Trump, dass er dann einfach sagt, hey, ich kaufe mir ein paar Programmierer, miete mir ein paar Server an und dann bauen wir da was Eigenes auf. Würde ich ihm zutrauen. Gut, ja, dann kommen wir von einem Großunternehmer zu einer großen Firma, nämlich Microsoft. Microsoft hat ja den Edge-Browser, der ja gar nicht mal mehr so schlimm ist wie früher mal der Internet Explorer, muss ich ja neidlos anerkennen. Und Microsoft schraubt sich da jetzt auch, oh Gott, wie viele, ein VPN mit in den Browser rein. Und Microsoft arbeitet dabei mit Cloudflare zusammen. Also heute wird echt eine Cloudflare-Sendung. Und da soll man dann über den Browser, also Opera macht es ja auch schon länger, dass sie da einen VPN drin haben. Und darüber soll es dann eben möglich sein, den kompletten Datenverkehr zu verschlüsseln. Das Ganze läuft alles über Cloudflare. Man muss allerdings dazu sagen, dass es noch so ein bisschen umstritten ist, weil zum einen natürlich muss man sagen, vieles ist ja schon verschlüsselt im Internet und zum anderen muss man sich mit einem Microsoft-Konto da anmelden. Das heißt also, es besteht die Gefahr, dass da eben dann die Also Sache ein bisschen wollte gerade sagen, also mitkommt. verschlüsselt, aber nicht anonymisiert. Aber nicht anonymisiert passieren. Genau. Und das hat so ein bisschen ein Geschmäckle. Es gibt sicherlich Leuten, denen ist es egal. Ist ja auch okay dann. Aber man sollte doch wissen, was man da macht. Und ja, also ich würde es wahrscheinlich nicht benutzen, aber ich bin auch in der guten Situation oder wir bei Cursor4U, dass wir halt unsere eigenen VPN-Server haben und wissen, was wir tun. Das heißt, wir können da auf eigene Ressourcen zurückgreifen. Ja, mal gucken, wie das Ganze denn genutzt wird. Aber auch die Kooperation finde ich interessant, weil Cloudflare schon länger mit Microsoft in einzelnen Projekten zusammengearbeitet hat. Das heißt, also für mich ist das jetzt auch kein rotes Tuch, dass da Cloudflare mit drin arbeitet. Und du Aber musst ja dazu auch sagen, dass Cloudflare jetzt weniger einer von diesen eher etwas,
ja, was ist betrügerisch, aber eher so ein bisschen shady Betreiber ist, die Ja, es so gibt. Also das ist ja die jetzt. genau, also Cloudflare würde ich da wahrscheinlich noch eher meine VPN-Daten anvertrauen als NordVPN oder CyberGhost und wie die alle heißen, die dann irgendwo in Panama sitzen. Cloudflare ist mittlerweile ein riesen IT-Sicherheitsunternehmen, ist auf allen großen Messen vertreten, hat mittlerweile so viele Produkte im Portfolio, die einfach für IT-Sicherheit da sind. Also das ist schon mal eine andere Nummer, wie wenn jetzt halt so ein VPN-Anbieter, der Zehntausendste, irgendwo rausfällt und dann einfach mal sagt, hey, wir machen ein bisschen VPN zusammen mit Microsoft. Das ist dann doch noch mal eine andere Hausnummer. Gut, ja, mehr möchte ich dazu erstmal gar nicht loswerden, weil zu Cloudflare gehen wir dann noch mal im Detail ein. Da gibt es nämlich auch noch mal was vom Bund in Verbindung mit Cloudflare. So, kommen wir noch zu einem schönen Event, was dieses Jahr noch ansteht, in Genau. Verbindung mit ein paar Influencern. Genau. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das Thema schon die ganze Zeit immer mal ein bisschen vor uns hergeschoben haben. Und zwar, es geht um die Spielesause 2 mit Gronkh, Papa Platte und Trimax. Und die ist für den Herbst 2022 angekündigt, also für den Herbst dieses Jahres. Und zwar, so wie ich es verstanden habe, hier ist das Ganze ja eigentlich im Zuge der Gamescom immer gemacht worden. Da die ja letztes Jahr aufgrund von etwaigen Corona-Pandemien ausgefallen ist, wurde das Ganze jetzt eben auf den Herbst verlegt. Und ja, das Ganze soll auch eben in den Hallen der Kölnmesse stattfinden. Und ja, wie gesagt, soll übertragen werden und Wir verlinken ist euch das auch offiziell wieder alles. angekündigt und so weiter. Also da kann man sich, wenn man sich das anschauen will oder auch die letzten Jahre drauf gefreut hat, sich darauf wiederum freuen. Genau. Und also ich finde es trotzdem immer ganz cool, diese ganzen, unabhängig jetzt von wer das macht und so weiter, auch Trimax oder Papa Platte und so, oder also Gronkh, glaube ich, ist der unumstrittenste in der Reihe. Aber die sind ja dann trotzdem vielleicht für den einen oder anderen noch ein bisschen rotes Tuch. Aber man muss wirklich neidlos anerkennen, ich finde es ganz beeindruckend und toll, welche Events mittlerweile aus dieser YouTuber-Szene und Streamer-Szene da entstehen. Und was die da auf die Beine stellen. Vor ein paar Jahren gab es da eben nur diesen Video Day, den Thomas, genau, den Christoph Krachten damals veranstaltet hat mit seiner Mediakraft und so. YouTube-Netzwerk, lang ist es her, gibt es glaube ich mittlerweile auch gar nicht mehr. Und da gab es nichts weiter oder sehr wenig. Und mittlerweile gibt es halt so viele Events, die halt auch wirklich professionell produziert werden mit Kamerateams und so weiter und so fort. Und ich finde es eigentlich einen ganz, ganz tollen Trend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das bietet halt den Leuten nochmal ein bisschen eine andere Möglichkeit, ihre YouTuber zu erleben und ist halt auch teilweise wirklich ein gutes Entertainment. Und ja, Es ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen, dass auch, ich sage jetzt mal, YouTube und Videospiele in eine seriösere Sphären gruppen werden, als so wie es vielleicht noch vor Jahren war. Also ich weiß noch, wie wir hier mit YouTube an oder wie YouTube Deutschland aufkam, war das so ein bisschen die Sache, ja, das sind diese ganzen verpeilten Aus Kellerkinder. der Und Nerd-Ecke ist es so ein ja. bisschen erwachsen geworden, ja. Das stimmt. Ja, und du merkst halt auch, dass durchaus, wenn ich mir dieses, hat mich zwar null interessiert, aber dieses Box-Event von Trimax und wer da alles, ich glaube, Trimax hat es veranstaltet, angucke, das kann durchaus mit einem Schlag den Star oder irgendwas mithalten. Da, die haben das, die Lanxess Arena in Köln, haben die voll bekommen und haben das live übertragen mit Pre-Show und allen drum und dran, Moderation und hast du nicht gesehen? Also da sieht man schon, dass da wirklich was entsteht da draußen und ich finde es ganz toll. Klar, um auch mal ein paar gescheiterte Beispiele zu nennen, also der Deutsche Webvideopreis ist halt einfach tot mittlerweile, aber ja, vielleicht ist auch YouTube oder anders gesagt, vielleicht sind auch so Preisverleihungen allgemein gesehen einfach für den normalen Zuschauer nicht interessant. Und man sieht halt auf YouTube oder auf diesen schnelllebigen Plattformen,
da sterben Formate viel schneller als im linearen Fernsehen, weil da wird halt so eine Preisverleihung entweder über GEZ-Gebühren einfach weitergetrieben, obwohl sich keiner mehr dafür interessiert, oder durch irgendwelche anderen Sachen gehypt, oder es läuft halt zu dem Zeitpunkt nichts anderes. Aber im Netz habe ich halt tausend Möglichkeiten, was anderes zu gucken. Und deswegen haben sich vielleicht solche Formate wie der Webvideopreis einfach überholt und sind einfach nicht mehr zeitgemäß und interessiert halt einfach keinen mehr. Aber gut, das nur mal so am Rande. Und ja. Ja, zu was keine interessiert, zu was, wo wahrscheinlich einige Leute interessiert. Und zwar ja. Bei Fendt standen letztens die Bänder still, und zwar durch einen Ransomware-Angriff. Und zwar nicht direkt auf Fendt an sich, sondern auf den Mutterkonzern AGCO in Amerika. Und ja, damit hat es dann auch in Deutschland die Lieferketten unterbrochen. Muss man erklären, was Fendt eigentlich ist? Ich weiß nicht. Ja, kennt, gut, ich erkläre es vielleicht nochmal dazu. Fendt ist ein deutscher Landmaschinenhersteller. Also, was mir aber auch nicht klar war, dass der Mutterkonzern. Oder beziehungsweise hier Leitkonzern. Also schätze mal, dass Fendt durchaus ein deutscher Konzern ist, aber halt eben von AGCO mit eingekauft wurde irgendwann mal. Habe ich gerade nochmal gegoogelt, weil mir das auch ein bisschen komisch vorkam. Also 1930 gegründet und in Deutschland ist ein bayerisches Unternehmen in Markt Oberdorf. Und 1997 ist allerdings die Marke in Besitz von dieser Firma. Und die ist halt jetzt 2009 umfirmiert worden, eben auch in eine deutsche GmbH mit dem gleichen Namen, aber es ist nach wie vor halt eben ein deutsches Unternehmen, also, und bekannt halt eben für Landmaschinen. Genau, also hauptsächlich für Traktoren, denke ich. Also wenn man sich mal so umguckt, das sind diese grün-schwarzen Traktoren, die man eigentlich grün, schwarz, grün, weiß. Also ich glaube, wenn man als Franke oder Bayer irgendwo mal draußen war im Sommer, gibt es bestimmt irgendwo auf dem Land einen Bauer, der immer einen Fendt-Traktor hatte. Also was so markant ist, ich glaube, das ist auch so ein Fendt-typisches Ding. Der hat auch einen speziellen Namen. Das ist dieser Traktor mit der Ladefläche vorne. Das ist immer ein Fendt, weil der ist, glaube ich, patentiert. Da habe ich irgendwas mal mitgekriegt. Wahrscheinlich werden mich jetzt die ganzen Bauern hier in den Kommentaren. Aber ich meine, ich habe mal was gelesen, dass dieser Traktor, der vorne diese Ladefläche hat, dieser heißt der Fendt Geräteträger oder irgendwie sowas, dass der eben patentiert ist von der Firma Fendt und dass es halt irgendwie sowas Einzigartiges ist von denen. So, das nur mal am Rande. Gut, zurück zur IT-Sicherheit, zum Thema Ransomware. Da sind wir wieder bei dem Thema Supply Chain Attacks oder halt eben über den Mutterkonzern oder den Beteiligungskonzern. Und was halt auch krass ist, aber durchaus nachvollziehbar, dass das wahrscheinlich einige Monate dauern wird. Die schreiben hier bis zu 2 Monate in ihrer Mitteilung, bis der Geschäftsbetrieb von den Produktionsanlagen wieder voll funktionsfähig ist. Also das ist schon krass, aber das sieht man, das sieht man mal wieder, was halt eben sowas anrichten kann. Und man weiß natürlich nicht, ob die jetzt ein Notfallkonzept hatten. Man kann vielleicht schon davon ausgehen, und einige, die haben auch geschrieben, dass der File-Server dann betroffen war und dass halt dann Leute nicht mehr darauf zugreifen konnten. Was man vielleicht dazu auch noch sagen kann, also diese 2 Monate Ausfall, das ist nicht einfach nur das Wiederherstellen, das ist ja auch, man muss ja auch schauen, dass das System danach, ich sage jetzt mal, virenfrei ist. Genau, also dass das nicht noch ein Angreifer noch sich irgendwo im System befindet. Irgendwas drin festgezeckt ist, sondern die müssen ja da alles mit dem feinen Kamm durchgehen, um zu schauen. Das Schlimmste wäre ja, ist das ganze Ding entwurmt. Genau, das Schlimmste wäre ja, du gehst wieder in Produktion und der Angreifer befindet sich noch im Netzwerk und
macht einen zweiten Angriff und weiß, hat jetzt vielleicht noch viel mehr Informationen, wie sieht dein Notfallkonzept aus, wo liegen die Backups und so weiter und so fort, und startet dann nochmal einen Angriff. Und der ist dann natürlich erfolgreicher und man kann noch viel, viel mehr Lösegeld fordern. Und also das ist schon eine Hausnummer, was da passiert ist. Und ja, und natürlich auch die Kommunikation ist natürlich auch nachhaltig gestört. Nur noch per Handy möglich. Also die Telefonanlage hat es wahrscheinlich auch mit erwischt. Also das hat schon eine Tragweite. Und da muss man wirklich sagen, Thema wieder zurück zur Ukraine-Geschichte. Also nicht nur deswegen, wegen Ransomware, sondern eben auch, oder nicht nur wegen Ukraine, sondern auch wegen Ransomware und normalen Angriffen, sollte man so ein Notfallkonzept in der Schublade haben, auf das man dann jederzeit zurückgreifen kann. Hier sieht man es mal wieder ganz gut. Gut. So, ja, kommen wir jetzt mal zu einem weiteren Thema in Bezug auf Cloudflare. Jeder kennt ja oder hat vielleicht schon was von der Volkszählung vom Zensus 2022 gehört. Das soll ja seitens der Regierung werden da eben Daten erfasst und da kommt zu einer Volksbefragung. Ja, da soll wohl so ein bisschen, Hintergrund ist ja, man möchte so ein bisschen Gefühl bekommen, wie viel Kindergärten werden zukünftig gebraucht, welche Infrastruktur und so weiter und so fort. Ja, da streiten sich seit Jahren Datenschützer drum, muss es über den Zensus passieren, kann man das nicht anders machen? Letztendlich bist du halt dann auch verdonnert dazu, also wenn du angeschrieben wirst, den Fall habe ich jetzt bei meiner Mutter, die ist angeschrieben worden, ich habe nichts bekommen, dass du halt auch Antworten geben musst. So ist es. Und jetzt hast du die Möglichkeit, entweder du kannst es halt komplett offline machen, also deutschlandmäßig, und du kannst es online machen. Und da hat der Zensus halt eben ein Portal aufgelegt. Das läuft ja alles über das Statistische Bundesamt. Und es ist scheinbar wohl so, dass auf dieser auf dieser Seite oder über diesen Dienst, dass der über Cloudflare bereitgestellt wird. Und jetzt ging die Diskussion los von Datenschützern und auch den Blog möchte ich auch nicht unerwähnt lassen vom, wie hieß der, QCATS, heißt der, glaube ich, IT-Security-Blog. Und der hat sich das Ganze mal angeschaut und hat gesagt, Moment mal, teilweise wird ja die Seite aus den USA ausgeliefert, so diese Fragebögen. Und jetzt gab es für mich einige, muss ich ganz klar sagen, einige Ungereimtheiten, die eben seitens der Journalisten da rausgehauen wurden. Und da wollte ich ein paar Sachen klarstellen, weil man muss natürlich sagen, Cloudflare ist jetzt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Cloudflare ist jetzt nicht irgendein Unternehmen, irgendein dahergelaufenes, sondern ist ein fest etabliertes IT-Sicherheitsunternehmen. Und es gibt auch einige handwerkliche Fehler, die da einfach passiert sind von einigen Journalisten, die mich aufgeregt haben. Aber jetzt erstmal fangen wir mal bei den Basics an. Was macht jetzt der Staat oder das Statistische Bundesamt, um dieses Portal online zu bekommen? Die haben irgendwo einen Server stehen, Cloud, Rechenzentrum von denen selbst, wie auch immer. Und da wird dann Cloudflare als sogenannter Reverse-Proxy da vorgeschaltet. Ein Reverse-Proxy stellt praktisch eine Verbindung zwischen dem Internet zum Beispiel und einem Webserver da und hängt da in der Mitte dazwischen. So, was macht Cloudflare da? Einmal bringen die da Performance rein, dadurch, dass die Caching machen. Das ist das sogenannte Content Delivery Network. Das heißt, die speichern Daten zwischen, laden die auf bestimmte Nodes in verschiedensten Rechenzentren. Cloudflare hat weltweit überall Rechenzentren, in denen sie teilweise halt dann eingemietet sind. Ich glaube, eigene haben sie noch nicht. Und dann, je nachdem, wo du halt gerade sitzt, wird dann diese Seite ausgeliefert
über dieses Rechenzentrum. Jetzt wird denen ja vorgeworfen, dem Statistischen Bundesamt, dass sie gegen den Datenschutz verstoßen. Jetzt, ich bin kein Jurist, ich habe aber in den letzten Jahren durch meine Tätigkeit in der IT-Sicherheit und auch für Kunden oder mit Juristen zusammen einiges mitbekommen, was so Datenschutz angeht, auch die DSGVO, und weil wir auch selber mit Cloudflare zusammenarbeiten und auch Kunden, das will ich nicht verschweigen, weiß ich, wie man damit umgehen muss. So. Und jetzt ist da ein großer Fehler passiert, erstmal, dass es nicht bekannt gegeben wurde in der Datenschutzerklärung, dass Cloudflare genutzt wird. Dazu ist man verpflichtet. Man muss mittlerweile in der Datenschutzerklärung den Leuten erklären, über welche Server, über welchen Dienst werden diese Daten verarbeitet. Das muss da drinstehen. Das ist nicht passiert, das haben die, glaube ich, mittlerweile jetzt nachgebessert, nachdem dann nachgehakt wurde, aber am Anfang stand es eben nicht in der Datenschutzerklärung. Und jetzt kommt ein Riesenfehler, der mir bei einigen Journalisten aufgefallen ist, den die gemacht haben. Die sind hergegangen, haben die Seite von dem Zensus angepinkt. Oder haben sich über einen NSLookup die IP-Adresse besorgt, haben diese IP-Adresse wiederum dann in ein Tool reingeworfen und haben geguckt, wo ist denn diese IP-Adresse registriert. Das Problem bei Cloudflare ist, das ist ein bisschen eine Eigenheit, Cloudflare hat alle IP-Adressen im US-Raum angemeldet. Also auch wenn dir der Server in Frankfurt antwortet, kriegst du diese IP-Adresse bei diesen ganzen IP-Adress-Datenbanken immer über USA ausgeliefert. So, und das ist ein Problem, was da Leute beschrieben haben, was gar kein Problem ist. Das hätte man nicht das hätte man nicht so lösen müssen über so ein Tool, sondern vielleicht über einen Traceroute, dass man guckt, über welche Router geht der Traffic und wo schlägt er dann bei Cloudflare ein. So, und das ist das eine. Den anderen Fehler, dadurch, dass wir ja mit Cloudflare sehr viel arbeiten, der andere Fehler, der vom Statistischen Bundesamt oder von der Agentur oder wer auch immer das für die gemacht hat, passiert ist, ist auch noch, ich kann in Cloudflare selber einstellen, welche Datacenter sollen meine Seite ausliefern. Da kann ich das einschränken. Ich weiß nicht, welche Lizenz man dafür braucht. Vielleicht ist es in der kostenfreien Lizenz nicht dabei. Bei den Lizenzen, die wir bei Course4U haben, bei den Serviceplänen, da ist es mit dabei. Businessplan oder so, da muss es, glaube ich, mit dabei sein. Also bei uns, wir können es auf jeden Fall auswählen. Wir können sagen, es sollen nur die Server in der EU zum Beispiel die Seite ausliefern. Auch wenn jemand aus, was weiß ich, aus Nordamerika auf die Seite zugreift. Das hätte man da noch machen können. Und also man muss wirklich sagen, da wird Cloudflare vielleicht auch sehr zu Unrecht in ein shady, schlechtes Licht gerückt, weil letztendlich, wenn man dieses Tool richtig benutzt, dann ist es völlig okay. Und vor allem, jetzt mal ganz ehrlich, welches Unternehmen nutzt nicht irgendwelche US-amerikanischen Cloud-Dienstleister? Also ganz ehrlich, wer sagt von sich, ich habe alles in der EU, in Deutschland, der werfe den ersten Stein oder das erste Patchkabel. Ich, also ganz ehrlich. Du kannst ja, was das angeht, sogar noch weitergehen. Und wenn du sagst, okay, ich habe jetzt, wie es die Jahre immer war, wo sie sich dann über Huawei Hardware echauffiert wurde, haben die Cisco-Hardware drinstehen, haben die HP-Hardware drinstehen, haben die eventuell, wie gesagt, Huawei oder Huawei, Huawei. Hardware drinstehen. Wenn du danach gehen willst, also ich sage jetzt mal, biodeutsches Serverzentrum wirst du nicht finden. Das andere ist ja auch noch, diese Anbieter, diese großen Anbieter, auch Cloudflare, die haben ja teilweise Sitze in Deutschland. Ne? Aber wenn ich mir dann angucke, wenn ich sage, ich will gar nichts von US-amerikanischen Firmen haben. Überleg mal, wie viele Leute nutzen Office 365? Das ist die Mehrheit mittlerweile der deutschen Unternehmen. Adobe Cloud, AWS. Microsoft. Also, Microsoft Azure. Windows, überhaupt das Betriebssystem. Ja, also irgendwelche IT-Security-Clouds, die mittlerweile auch die Verwaltungsoberfläche in AWS liegen haben. Also ganz ehrlich, wer sowas nicht am Laufen hat, der werfe den ersten Stein. Das gibt es nicht. So,
da muss man die Kirche mal im Dorf lassen. Das andere ist, Cloudflare hat wie so viele Unternehmen mittlerweile auch in Deutschland eine Niederlassung und man kann das Ganze auch eben auf deutsche Systeme oder deutsche Server, die das dann ausliefern, begrenzen. Das andere ist auch noch, dass Cloudflare ja die Daten selber nicht hält, sondern die Daten nur durchleitet. Klar, man kann natürlich sagen, die Daten haben die natürlich auch unverschlüsselt. Klar, weil die da drin sitzen und Security machen. Die sind ja auch ein Anti-DDoS-Protection-Provider, hatten wir ja vorhin auch schon besprochen. Und Cloudflare ist halt mittlerweile mehr als einfach nur, ich mache hier ein bisschen CDN, ein bisschen Reverse-Proxy. Das ist eine ernstzunehmende IT-Sicherheits-Company. Anders kann man es bei Cloudflare nicht mehr sagen. Und ja, wenn man was Deutsches hätte haben wollen, dann hätte man zu Link11 gehen müssen. Die schützen zum Beispiel Spiegel Online oder noch ein paar andere deutsche Seiten. Aber entweder waren die zu teuer oder die Agentur oder wer das auch immer gemacht hat, hatte das nicht auf dem Schirm. Aber wie gesagt, ich sehe das alles jetzt nicht so wahnsinnig kritisch, was natürlich im Moment noch ein bisschen schwierig ist. Es gab ja mal so ein Abkommen mit den USA, fällt mir der Name gerade nicht mehr ein, schade, dass wir jetzt unseren Juristen hier haben. Das gab da so einen tollen Begriff für so ein Abkommen, so ein Datenschutzabkommen, das wurde ja gekippt. Dann ist ja dieser Cloud Act oder Digital Service Act und wie diese ganzen Dinge heißen, das ist ja alles noch nicht abgegolten, das ist alles noch nicht geklärt, aber deswegen nutzen Millionen Unternehmen trotzdem US-Clouds weiterhin, weil es eben teilweise keine Alternative gibt. Also es gibt kaum nutzbare Alternativen, zum Beispiel zu Office 365 oder irgendwas anderes. Es ist schwierig. So, wenn man es gewollt hätte, hätte man sicherlich, bin ich von überzeugt, mit Link11 und ich kriege kein Geld von denen. Schön wär's. Also wenn ihr Sponsoring machen wollt, Link11, meldet euch gerne. Aber nein, jetzt mal im Ernst, aber die hätten sicherlich mit dem Statistischen Bundesamt gerne zusammengearbeitet. Aber wahrscheinlich entweder hatte man es überhaupt nicht auf dem Schirm oder es war halt einfach zu teuer. Und aber da hätte es auch eine deutsche Lösung gegeben. Und die hätten auch DDoS Protection gemacht, die hätten auch ein CDN gehabt und die sind jetzt auch nicht so klein. Und was man so hört von Kunden, ich habe einen Kunden, der ist auch mit Link11 zusammen oder macht auch mit Link11 zusammen Projekte und die sind eigentlich sehr zufrieden. Also ja, wäre auch eine Lösung gewesen. Wie gesagt, Cloudflare ist jetzt auch nicht schlecht. Das ist letztendlich eine Geschmacksfrage und mir ist das Ganze so ein bisschen zu sehr aufgepauscht worden. Und wie gesagt, das mit den IP-Adressen ist einfach... Es ist ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aber du kannst, egal welche IP-Adresse du reinwirfst in so ein Tool, in so ein Lookup-Tool, du wirst immer rausbekommen, oder du wirst immer Amerika rausbekommen, weil vielleicht Cloudflare seine IP-Adress-Ranges nicht richtig einträgt in diese Datenbanken, keine Ahnung. Oder die wollen sich nicht in die Karten gucken lassen, wo diese IP-Adresse letztendlich rauskommt. Aber über Trace-Routing und natürlich auch über das Portal von Cloudflare siehst du ja, an welchen Rechenzentren deine Seite ausgeliefert werden und du kannst es auch beschränken. Wie gesagt, ist vielleicht eine Lizenzthematik. Bei unseren Lizenzen, die wir haben, da ist es möglich, da bei diesen Business Plans, da siehst du das und kannst es eben auch einstellen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin gespannt, was dabei noch rauskommt. Aber letztendlich hätte man das auch ein bisschen anders machen können. Gut. Würde ich sagen, kommen wir mal zu einem etwas seichteren Thema. Aber mich ärgert es trotzdem ein bisschen. Ja. Und zwar, also ich glaube, dass den Leuten, die hier zuhören und zuschauen, Conrad Electronics ein Begriff ist, also der deutsche... Sprichst du sogar englisch-amerikanischen Slang aus, hey? Ja, was heißt... Electronics. Ja, wir haben mittlerweile Business-Sprache in der Firma nur auf Englisch. Also wenn ich da das irgendwas... Das färbt dann ab, ja. Es färbt, ist aber, glaube ich, eine deutsche Firma. Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Das ist Conrad. Ja, Conrad ist eine deutsche, aber wahrscheinlich der Titel halt...
Fun Fact am Rande: Georg hatte sich bei denen ja mal beworben. Okay. Das nur mal am Rande. Und dann mussten wir denen sagen, wie die ihr, was waren das? War das SAP oder Salesforce? Auf jeden Fall hat ihr Bewerbungsportal hat E-Mails, also da war der E-Mail-Server nicht richtig konfiguriert, der SPF-Record war nicht richtig eingetragen, deswegen hat unser Spam-Filter dann die Antwort-E-Mail blockiert. Also da, Das nur mal so als Anekdote. da würde ich aber für Konrad sagen, wenn jemand sich bei mir bewirbt und den Vorschlag macht, ist es eigentlich so das Ding mit, okay, die nächste Antwort ist nett, wir brauchen sie nicht, sondern wann kommen sie zum Gespräch? Aber das ist meine Meinung dazu. Genau, ne, aber das war witzig, da musste ich schmunzeln, dass das da Und eben. weil du gemeint hast, weil ich es Englisch ausspreche, also hier zumindest auf Golem, wo ich den Artikel her habe, ist es mit C geschrieben, also nicht die deutsche Schreibweise. Ah, okay, dann eben Konrad Electronic. Ja, aber genug des Dummschwätzens. Ja. Um was geht's? Und zwar Konrad macht seine physischen Filialen zu. Zumindest für, so wie ich es gelesen habe, für normale Geschäftskunden. Also, stationär, genau. Also als Privatkunden Privatkunden, meinst genau, du? Privatkunden kann man nicht mehr rein. Ja, Geschäftskunden können nach wie vor im physikalischen Handel einkaufen. Aber als Privatperson ist man nur noch darauf auf die angewiesen, auf den Online-Plattform. Online-Handel. Ja, Finde ich schwierig, ist muss ich ehrlich schwierig. sagen. Also, Ja. ich war jetzt auch nicht so wahnsinnig oft bei Konrad. Ich glaube, die haben in Nürnberg ein Geschäft, ne? Fürth Fürth, war genau. das, ja. Also ich war jetzt nicht oft dort, ich war ein, zwei Mal dort. Also ich glaube, das ist so für den, auch wieder für den bayerisch-fränkischen Hobby-Elektroniker und Nerd, so zumindest einmal war man dort. Das reicht bei mir gar nicht. Also Ja, als Kind weil, auch, dadurch, dass mein Vater eben. ja Modelleisenbahner ist, Ja, ich glaube, gut, wir waren ja. mindestens einmal im Jahr so in der Weihnachtszeit, da war dann so ein Nürnberger Christkindlesmarkt und dann nochmal zum Und dann nochmal Konrad. bei Konrad Ja, vorbei. Nee, genau. also bei mir jetzt Das, weniger, weil ich schon eher immer, also weniger mit Modelleisenbahnen, sondern dann eher mit anderem Zeug, wobei Konrad jetzt nicht so war, aber halt dann technikmäßig und so weiter, war mal schon Werkzeug mal dort. auch und so weiter. Werkzeuge. Ja. Ja, wir sind eigentlich schade, das ist so ein bisschen. Vor allem, man muss ja auch ehrlich sagen, wenn du so einen Laden oder wenn du jetzt nichts online einkaufen willst, dann gibt es eigentlich kaum noch Läden, wo du das Zeug bekommst, ne? Weil in einem Mediamarkt brauchst du Also, da für sowas gar nicht reingehen, oder vor allem ne? so Kleinbauelektronik. Also, es ist jetzt auch nicht, dass du irgendwie zum Elektriker im Ort oder was gehen kannst oder in der Nee, Stadt nee. und sagen kannst: Ich, keine Ahnung, ich brauche mal eine Tüte voll LEDs und keine Ahnung, 203, Kondensatoren wollte gerade oder sagen, irgendwie Kondensatoren sowas. und 230 Ohmwiderstände oder sowas. Ja, genau. Der Der sagt dann höchstens, ja, wollte ich gerade sagen, der bestelle jetzt was und dann bestelle kommen ich sie in was 3 Tagen und wieder. kommt in 3 Tagen, kostet dreimal so viel. Wenn Ja. sie es überhaupt machen, oder du wirst halt nur irgendwie komisch angeguckt und Geh weg, geh ja. weg. Was bist du für ein komischer Mensch? Geh Ja, weg. wollen sie einen Sprengsatz bauen, oder? Ja, genau. Was wollen sie denn damit machen? Das ist Genau. doch nicht normal. Ja, das. Schwierig. Also ich finde es echt schade, dass es da dann, das wird definitiv dann ein Loch reißen und klar, irgendwo auch verständlich, der Onlinehandel boomt und Konrad hat sich da, finde ich, jetzt nicht sonderlich schlecht aufgestellt und ist halt ein deutsches Traditionsunternehmen, kann man nicht anders sagen. Die haben halt viel, also sind ja viele so Versandhändler, sind ja auch pleite gegangen oder wurden auch von Konrad gekauft. Ist auch interessant, oder von der Otto-Gruppe, dass mittlerweile bei vielen steht zwar immer noch der Brand drauf, aber im Hintergrund ist dann eigentlich eine andere Firma. Was mich halt irgendwie immer fuchsig macht, dass sich aber so eine Bude wie Pearl dann wieder die bleiben, ne? Die eigentlich aus meiner Sicht nicht gerade die beste Ware haben, aber die bleiben. Aber so Ja, jemand wie Konrad, anscheinend lohnt sich's. ja, ich weiß, gibt es Pearl TV noch? Das war ja auch so Keine absurd, Ahnung. einer der Absurditäten, wo dann so leicht bekleidete Damen dann irgendwelche China-Elektronik irgendwie präsentieren Also und das seit Jahren. ich kenne nur den Pearl-Katalog. Das Ja, ist. der ist auch, das ist auch Wahnsinn. Naja, letztendlich schade drum, könnt ihr auch mal schreiben, wart ihr Konrad Kunde oder Wäre ist eigentlich mal euch was für die eigentlich Umfrage, völlig, ne?
Ja, machen wir Umfrage der Woche. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Wart ihr Konrad-Kunde? Oder seid ihr Konrad-Kunde, also auch Ja, wieder oder seid ein. ihr Konrad-Kunde, genau. Und ja, würde uns mal interessieren. Ja, dann habe ich. Wolltest du noch was sagen Nee, oder? ich wollte eigentlich die Überleitung machen. Ich wollte sagen, vom einen Online-Handel zum nächsten. Onlinehandel? Oder? Online-Handel? Ach, nee. Wir sind Ah. jetzt bei Tesla. Ja, ich bin verrutscht. Das, Ja. es wird spät. Nee, genau. Also Giga Factory in Berlin oder in Grünheide bei Berlin. Das ist einfach mehr oder weniger, das hätte schon fast in die Kategorie gepasst, zum Videotipp, den ich dann noch am Ende habe. Da gibt es eine, das ist eigentlich eher so Fraktion David, so eine wirklich geniale Drohnentour durch die Gigafactory, also was schon in Betrieb ist, wo dann auch in diese Verarbeitungsstanzpressen da reingeflogen wird teilweise und so mit so einer Drohne. Das ist schon echt geil gemacht und ist in den Shownotes verlinkt, wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen. Und dann wollte ich noch was loswerden, weil ich das ist ja auch durch Jan Böhmermann ist es ja auch so ein bisschen aufgekommen, das Thema mit diesen, ja, mit dieser Chemikalie, die kurz nach der Eröffnung von der Gigafactory da ausgelaufen ist, also nicht sein sollte, sondern sie ist wirklich ausgelaufen. Und da wurde ja dargestellt, ja, die Umwelt wird verschmutzt, das Grundwasser und bla. Was dann sich letztendlich herausgestellt hat, das fand ich ja schon ein bisschen entlarvend, leider wurde darüber nicht mehr so berichtet, war auch, dass eigentlich diese Flüssigkeit in eine dafür vorgesehene Vorrichtung abgelaufen ist und die Werksfeuerwehr das aus dieser vorgeschriebenen Vorrichtung in dieser Abflusswanne dann abgepumpt hat und dann der ganz normalen Entsorgung zugeführt hat. Also da wurde mal wieder was aufgepauscht. Das hat wahrscheinlich gerade ganz gut so in die Köpfe auch mancher Leute gepasst, dass man gesagt hat, hier ganz schlimmes Tesla hat da irgendwie ja Chemikalien abgelassen und dann hat sich rausgestellt, es war in einfach eine vorgesehene Abflussvorrichtung ist das Ganze aufgefangen worden. Und es gibt ja dafür auch Vorschriften, jetzt, wenn man mal denkt, in Werkstätten zum Beispiel oder Autowaschanlagen, da wird das Wasser ja auch nicht einfach in die Natur abgelassen, weil da können natürlich auch Ölrückstände und so weiter dran sein, wenn man das Auto wäscht. Ja, und mal wieder viel Wind um nix. Deswegen muss man auch ganz ehrlich sagen, bei Böhmermann, manchmal muss ich auch wirklich sagen, ist mit Vorsicht zu genießen. Und man sollte halt dann wirklich nochmal im Nachgang sich das Ganze angucken, ob das denn wirklich auch so ist, wie er das denn da dargestellt hat oder ob sich da was Neues ergeben hat, bevor man sich da pausenlos über sowas eben aufregt. Gut, aber worüber man sich aufregen könnte, wäre, wenn ein Admin einen ganzen Konzern lahmlegt, Genau. mutwillig. Und das ist nämlich auch vorgekommen. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, in China hat ein IT-Admin, der von der Firma, also von seiner Firma entlassen wurde, aus einer Racheaktion Sabotage begangen. Der hat, so wie das aussieht, zentrale Daten, also zentrale Komponenten in der Infrastruktur gelöscht. Und damit einen relativ großen Ausfall provoziert. Ja. Genau, hier hat ein Milliardenkonzern angeblich lahmgelegt. Also ich habe jetzt hier keinen Namen für den Milliardenkonzern Ist vielleicht auch gefunden. besser so. Ist, ja, wollte gerade sagen, ist vielleicht auch besser so, dann auch wieder da, dass in China passiert ist, Würde einem wahrscheinlich sowieso nichts sagen, würde schätze ich wahrscheinlich mal. nichts sagen. Und B ist das Ganze für den Admin ist auch nicht so glücklich ausgegangen, weil der nämlich auch deswegen dann auch belangt wurde und zwar mit mehr, hier, ich sehe gerade, rund 6 Milliarden Dollar Schaden hat er angerichtet. Und ja, das Ganze geht auf 7 Jahre Haft in China raus, die Verurteilung. Und also ich weiß jetzt nicht, wie ein chinesisches Gefängnis aussieht, aber jedes Jahr da drin ist meiner Meinung nach zu viel. Ich würde mal behaupten, Boris Becker geht es aktuell in London besser im Gefängnis als in einem chinesischen Gefängnis. Ja. Aber ja, aber dieses Thema ist halt trotzdem, deswegen habe ich es auch mal mit reingenommen, es ist trotzdem eine
sehr entscheidende Frage auch für Unternehmen. Wie geht man damit um, wenn man halt eben Leuten kündigt, die in der IT beschäftigt sind? Die haben ja trotzdem sehr viele Möglichkeiten. Das ist nach wie vor schwierig. Und wir hatten vor ein, zwei Jahren mal den Fall mit einem holländischen Hosting-Unternehmen, wo halt eben dann auch ein gekündigter Mitarbeiter zum Beispiel auch Backups gelöscht hatte und so weiter. Also das ist nach wie vor, ist es immer noch ein Thema. Und da muss man halt sagen, das kann man auch nur mit einer vernünftigen Berechtigungs- und Eintritts- und Austrittsprozess-Geschichte lösen, dass eben sowas nicht so einfach möglich ist. Oder auch mit Mehraugenprinzip, dass es gar nicht möglich ist, dass sich jemand da irgendwo Backdoors reinschraubt. Aber unmöglich ist es natürlich nie, muss man halt ganz klar sagen. Was man da vielleicht auch noch sagen muss, dass man, wenn man eben dann auch Leute im bösen Blut entlässt, sage ich jetzt mal, dass man da auch vielleicht schnell reagiert, also jetzt auch auf was auch immer das war. Also es ist jetzt normalerweise nicht so, dass wenn man von der Firma entlassen wird oder selbst kündigt, das Ganze in einer Phase tut, in der man sagt, ich zünd denen jetzt die Bude an, so auf die Art. Ja. Dass man da vielleicht bei solchen Personen auch ein bisschen darauf achtet, dass eben hier, keine Ahnung, die Person eben nicht nochmal, vielleicht nochmal nur mal kurz, um den Schreibtisch auszuräumen, nochmal zurück ins Büro darf. Hm. Oder halt dann wirklich nur in Bekleidung mit irgendjemandem. Es kann ja sein, wir sind ja eh alle nur Menschen, also von daher. Ja. Und es muss ja auch nicht unbedingt vom Arbeitgeber her ausgehen, sondern kann ja auch irgendwie vom Mitarbeiter sein, dass der dann irgendwie, keine Ahnung. Ja. Naja, also das ist eine Geschichte, die halte ich für nicht unwahrscheinlich in manchen Bereichen. Und da muss man einfach als Unternehmen sich auch Gedanken machen, was wäre, wenn sowas eben passiert. Ja, auch ein Awareness-Thema ist das Thema eBay-Kleinanzeigen mal wieder. Das geht jetzt eher wahrscheinlich auch, also zwar auch in eure Richtung, aber eher so in euer Umfeld, Leute, die nicht im IT-Bereich tätig sind. Es passiert jetzt immer mehr, dass Betrüger auf eBay-Kleinanzeigen versuchen, mit irgendwelchen Bezahldiensten dann, also nicht wie man es halt macht über den Bezahldienst von eBay direkt, sondern auf irgendwelche Seiten verlinken, wo man dann einfach mal seine Kreditkarte eingeben soll und damit die Ware dann bezahlen soll. Und da sollte man auf jeden Fall nochmal sein Umfeld auch drauf sensibilisieren, dass man doch immer die sicheren Zahlungsmethoden verwendet und sich dann nicht irgendwie einlullen lässt und dann halt eben diesen shady Dienst eben benutzt, auf dem einen diese Betrüger dann lotsen. Und was auch besonders tragisch ist, das hat man jetzt beim, ich glaube, das war SWR gesehen, das Thema wurde mir auch zugeschickt von Bekannten, dass teilweise dann halt auch ein Support-Chat existiert, dass teilweise die Leute angerufen werden von irgendeiner freundlichen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, der dann hilft bei der Transaktionsübertragung und so weiter. Also da sollte man sich wirklich nicht drauf einlassen, sondern immer über diese Bezahlmethoden, die eben vorgegeben sind, das Ganze zu bezahlen. Neu ist halt, dass jetzt diese Angreifer oder Betrüger eben jetzt auch Portale bauen und Webseiten bauen, auf denen sie dann eben diese Transaktionen abwickeln, und man kriegt halt den Eindruck, okay, das ist jetzt irgendwie ein neuer Zahlungsdienstleister. Als unbedarfter Nutzer von so einer Plattform denkt man das vielleicht, den man noch nicht kennt, und fällt dann halt voll drauf rein und gibt da seine PIN-Nummer ein und bestätigt dann auch noch eine Transaktion. Teilweise wollen die dann telefonisch auch die TAN abrufen und eine Freischaltung von irgendwelchen Test in Anführungsstrichen Transaktionen mit dir zusammen durchführen, und es kann halt richtig nach hinten losgehen, und das ist es auch bei einigen Leuten schon. Und meistens geht es halt dann eben auch so aus, dass auch die Bank dann nichts mehr tun kann und auch das Geld nicht mehr zurückholen kann, weil man es halt eben selbst autorisiert hat über eine TAN. Also es macht das Ganze sehr schwierig, und meistens geht es halt dann auch direkt ins Ausland, und dann ist sowieso nichts mehr zu holen. Also da vielleicht das Umfeld mal sensibilisieren, gerade so ältere Leute, die jetzt nicht ständig im Internet sind, die keine Digital Natives sind, wie man so schön sagt, dass man dir einfach mal auf sowas hinweist, weil das kann eben jeden treffen. Und
ja, man muss auch ganz klar sagen, das ist ähnlich wie bei der Ransomware, solange es sich für die Betrüger noch lohnt, werden sie diese Masche halt weiterhin durchziehen. Und wenn es sich eben für die Leute nicht mehr lohnt, dann ist zumindest das eine weg. Da müssen sie sich erstmal wieder was Neues ausdenken. Und deswegen ist sowas halt immer wichtig, dass man sowas auch versucht zu unterbinden, aus meiner Sicht. Gut, ja, kommen wir nun von eBay zu einem anderen Global Player, nämlich zu Atlassian. Genau, und da gab es letztens einen Ausfall von Jira und Confluence. Also vielleicht nochmal eine kleine Erklärung. Jira ist ein Ticket, also Atlassians Ticketsystem, und Confluence ist so ein Firmen-Intranet-Wiki-Gedöns. Ja, und Jira ist auch Projektmanagement mehr oder Genau, weniger also und ja. Ticketsystem, Projektmanagement, so eine eierlegende Wollmilchsau für die ganze Operations-Geschichte. Genau. Und ja, da kam es zu einem Ausfall. Und das Ganze war, so wie ich das hier genau, in der Legacy-App, also in der älteren Version. Also Legacy ist, für die, die es nicht wissen, immer so ein bisschen die leicht schlecht gefühlt immer leicht schlecht gepflegte, also leicht schlecht gepflegte Lösung, die halt noch irgendwo in einem Serverschrank läuft, die man noch nicht so richtig abschalten will. Und das Problem lag wohl daran, dass während der ganzen Sache falsche IDs übergeben wurden. Also da hat ein Bug vorgelegen, der intern falsche IDs übergeben hat und sich daran die Software verschluckt hat. Die Wiederherstellung musste manuell durchgeführt werden, und das Ganze hat sich über 5 Tage hingezogen. Wenn man sich jetzt natürlich überlegt, wer alles oder was alles an Atlassian dranhängt, ist es mit 5 Tagen ein ganz schöner Ausfall. Also das ist Ja. nicht trivial. Ja, vor allem Atlassian ist ja auch eine Firma, die jetzt, wir hatten ja schon vor vergangenen Folgen mal drüber geredet, die auch immer mehr versucht, ja, Leute in die Cloud zu treiben. Und das macht die Sache natürlich auch nicht einfacher, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn es dann halt mal scheppert, dann ist es halt umso schwieriger. Und ja, deswegen. Immer ärgerlich, wenn dann sowas passiert und ich muss halt auch sagen, ich bin zwar großer Cloud-Fan und so, aber man sollte sich halt echt überlegen, was man in die Cloud packt, was wo man vielleicht selber noch die Hände drauf haben möchte unter Umständen und vor allem, was noch viel wichtiger ist, wie kriege ich die Daten dann wieder raus? Und da machen sich halt die wenigsten Leuten Gedanken, wenn man halt irgendwohin migriert. Ich will vielleicht in 5 Jahren oder 10 Jahren da mal wieder raus. Wie kriege ich denn meine Daten da wieder raus und vielleicht in ein anderes System migriert? Und wenn es dann halt keine API oder irgendwas gibt, dann wird es halt echt schwierig. Und ja, da sollte man sich einfach nochmal drüber klar werden, über diese ganze Geschichte. Gut, ja, worüber sich auch manche mal klar werden sollten, ist auch so, dass das Thema Homeoffice mittlerweile eigentlich nicht mehr weggeht. Und ausgerechnet Apple ist da im Moment, sag ich mal, dabei, von einem Fettnäpfchen ins andere zu steigen. Apple hat jetzt schon Mitarbeiter verloren, mehr oder weniger. Auch Führungskräfte, Experten für künstliche Intelligenz sind mittlerweile abgewandert, weil sie gemeint haben, also ohne Homeoffice habe ich eigentlich keine Lust mehr bei Apple zu arbeiten. Ist zwar alles ganz schön, aber scheinbar ist Apple da, man mag es nicht glauben, trotz so einem Technologiekonzern sehr konservativ unterwegs und möchte gern möglichst viele Leute vor Ort haben. Ich meine, klar, Apple hat sehr viel investiert in den Headquarter, wer sich das Firmengebäude mal angeguckt hat, das ist natürlich was Besonderes, ganz klar. Aber man muss auch ganz sagen, also Homeoffice oder mobiles Arbeiten ist halt einfach nun mal da, gerade in diesen Bereichen. Und wenn jetzt nicht jemand unbedingt irgendwo in einem Labor sitzen muss und an Hardware rumdoktert oder irgendwas Physikalisches machen muss und Werkzeuge dafür braucht oder so, warum sollte der nicht dann auch Homeoffice bekommen? Oder zumindest ein Hybridmodell, was ja in Deutschland wahrscheinlich eher so überall Einzug halten wird oder eher so der Standard werden wird, ist so hybrid, dass man halt ein paar Tage im Homeoffice ist, ein paar Tage in der Firma. Und also für mich völlig unverständlich. Aber ich habe auch schon mal gelesen, dass Apple scheinbar
viele Sachen sehr konservativ angeht, was auch ein bisschen, ja, irgendwie nicht so ganz zum Firmenimage dazu passt, weil Apple ja trotzdem sehr innovativ unterwegs ist auf der einen Seite, aber dann halt auch wieder so, ja, so schwierige, konservative Ansätze hat, was das Arbeiten angeht. Wobei man muss wahrscheinlich sagen, würde Steve Jobs noch leben, wahrscheinlich wäre er auch so eher der Fan von Leute lieber vor Ort und kein Homeoffice. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber naja, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall haben sie jetzt schon ein paar Mitarbeiter verloren, wo die Richtung dahin geht. Andere große Technologiekonzerne, nehmen wir jetzt mal eine Microsoft zum Beispiel, aber auch Google, die sehen das völlig entspannt und die sind eher dafür, oder auch SAP, um mal ein deutsches Beispiel zu nennen, die sind da eher sehr, sehr flexibel und sind so, ja, ein Unternehmen, was eben das mobile Arbeiten vorantreibt. Und deswegen hat mich das schon ein bisschen überrascht. Naja, was nicht überraschend kommt, ist dieses Jahr die Gamescom 2022. Die scheint ja wieder in irgendeiner Form stattzufinden. Genau, also man versucht jetzt wieder die Gamescom auf den Plan zu bekommen. Und das Ganze soll als eine hybride Spielemesse oder als eine hybride Messe veranstaltet werden. Also auch wieder eher so eine Mischung aus digitalem Bereich und analogem Bereich, auch weiterhin aufgrund von Corona, beziehungsweise vielleicht auch als Konzept an sich. Muss man jetzt sehen, ich weiß ja nicht, wie die Planung damals noch war, und man jetzt weiß, okay, jetzt Corona ist ja auch wieder am Abflauen, oder vielleicht kommt es nochmal, wer weiß. Ich lehne mich da weniger aus dem Fenster. Ja. Und ja, also es soll eine hybride Spielemesse aufgezogen werden. Wollen wir mal schauen, wie das Ganze schlussendlich ausschaut. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt noch nicht ganz festgelegt. Vielleicht, weil Zuschauer das vielleicht auch wissen wollen. Also wir haben jetzt bis jetzt noch keine großartige Vor-Ort-Berichterstattung geplant mit Course of You dieses Jahr. Vielleicht werde ich mal hinfahren und ein paar Videos drehen oder so, Impressionen vielleicht mal oder ein bisschen über die Messe laufen, aber das ist noch alles noch nicht fest und ich kann mir auch vorstellen, dass es dieses Jahr so das erste Jahr, wo das wieder stattfindet, dass es noch ziemlich auf Sparflamme alles ist. Also man sieht es ja auch bei den ganzen Festivals. Es ist zwar jetzt nicht grottenschlecht, aber man merkt schon, dass vieles noch mit angezogener Handbremse läuft, weil das natürlich auch ein großes Risiko für die Aussteller, für die Bands, für die Veranstalter einfach ist. Und da muss man einfach mal abwarten und mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass halt erst die Gamescom 2023 wieder richtig in die Vollen geht und dass da richtig der Bär steppt, aber dieses Jahr, glaube ich, wird auch alles so ein bisschen, vor allem wird es auch für die Leute ein bisschen komisch sein, jetzt so völlig ohne Abstand. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das alles so aus den Köpfen raus ist, also was jetzt so 2 Jahre lang auch von Karl Lauterbach über die Leute gekippt wurde und indoktriniert wurde, dass das Ganze dann eben komplett vergessen ist, das glaube ich nicht, aber warten wir es mal ab, wird sehr spannend, auch hybrid. Da ist auch wieder die Frage, was ist die Zukunft der Messen? Das kann man natürlich jetzt so noch gar nicht sagen. Ne? Oder wie denkst du, wie könnte die Zukunft der Messe aussehen? Also ich bin, ist überhaupt noch zeitgemäß, so eine Messe vor Ort zu machen? Ich bin bei sowas eher so ein bisschen zwiegespalten, dass ich denke, so das Event Gamescom, sage ich jetzt mal, hat schon noch nach wie vor seinen Platz. Ähnlich wie jetzt Festivals und dergleichen. Ob das Konzept Messe, also dass ich sage, ich gehe jetzt als Aussteller hin und stelle da groß was vor oder wie auch immer, ob das sich zeitgemäß ist oder hält, darüber kann ich ehrlich gesagt keine Aussagen machen. Das, glaube ich, muss dann eher so eine Mischung aus Community- und Marketing-Leuten klären. Und da bin ich ehrlich gesagt auch komplett raus. Das ja. ist... Also da denke ich, dass es noch einen gewissen Platz hat, einfach auch, weil dieses Look and Feel, sage ich jetzt mal, dieses Gaming und dieses Hobby anfassen, doch dann auch irgendwo seinen Platz hat. Ja. Und die Games kommen ja in dem Sinn auch nicht
die klassische, ich sage jetzt mal, altbacken trockene Messe bisher schon immer war. Also vielleicht der Businessbereich ja, Ja. aber ich sage jetzt mal, der Privatbereich war ja schon mehr, ich sage jetzt mal, Gaming-Festival eher Du als eine hattest Messe. ja Also auch nicht. eher eine klassische Messe an sich. Genau, du hattest ja auch nicht die großen Ankündigungen. Das fand ja alles auf der E3 zum Beispiel statt. Also ist es von Jahr zu Jahr vielleicht noch die deutschen Publisher, dass die irgendwie die zwei, dass die halt irgendwo mal was rausgelassen haben oder was veröffentlicht haben. Oder vielleicht im allerhöchsten Fall, dass da irgendwie ein Gamescom-DLC oder irgendwas rausgelassen wurde. Aber so wirklich Ankündigungen und so Großes, das war ja auch der Grund, warum wir die Berichterstattung bei der Gamescom dann immer weiter zurückgeschraubt haben, weil da halt immer weniger Substanzielles kam, sondern das war halt immer mehr ein Community-Event. Leute haben sich getroffen, was ja nicht schlecht ist, was ja okay ist. Aber dann muss ich halt sagen, dann brauche ich da keine großartige Berichterstattung und Interviews und Zeug, wenn da nichts Neues kommt, sondern das Zeug halt dann einfach nur zwar anzockbar ist, aber jetzt nicht wirklich was Neues rauskommt und die ganzen Journalisten eh schon seit Monaten Zugriff auf die ganzen Daten haben oder auf die ganzen Spiele, ja, was muss ich dann da noch auf diese Messe gehen? Und klar, es gibt vielleicht den einen oder anderen Deal, der da noch für irgendwelche Reseller oder irgendwas geschlossen wird auf der Gamescom, aber das ist auch nichts, was jetzt den Otto-Normalverbraucher interessiert. Also es bleibt spannend. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, irgendwann mal eine Spaltung in eine Business Gamescom, wo eben dann dieser Business-Bereich stattfindet, wo halt eben keine normalen Besucher reinkommen und dann vielleicht so eine reine Community-Messe, Veranstaltung, wie auch immer man das nennen möchte. So die Teilung könnte ich mir vorstellen, aber mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickelt. Das ist ja alles noch sehr neu für uns jetzt wieder nach Corona. Gut. Ja, meine Stimme verlässt mich so langsam. Wir sind aber auch bald beim Ende. Was uns hoffentlich auch bald verlassen wird, ist dieses ganze Thema Stream On und Vodafone Pass, also diese ganzen Zero-Rating Mobilfunktarife oder Datenvolumen-Optionen, die wurden jetzt von der Bundesnetzagentur nochmal deutlich verboten und die ganzen Anbieter, also konkret Telekom, T-Mobile oder halt dann auch Vodafone, die haben jetzt die Möglichkeit oder die müssen bis zum 1. Juli das Ganze aus dem Vertrieb rausnehmen, aus den Angeboten. Wer allerdings noch so einen Zero-Rating-Tarif hat, der kann den weiterhin benutzen. Letztendlich, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, ist es natürlich was, was völlig gegen die Netzneutralität spricht. Im Internet sollte das keine Rolle spielen, was für ein Datenpaket eben übertragen wird. Auch wohl wissend als ITler, dass in vielen Bereichen schon so ein bisschen getrickst wird, um Daten eben besser zu verbreiten. Also da denke ich jetzt eher mal so an CDNs, wie eben auch Cloudflare oder Akamai oder so. Aber da habe ich ja dann eben keine abrechnungstechnische Bevorzugung, sondern ich sorge einfach durch Technik dafür, dass der Kunde die Daten eben schneller erreicht oder besser erreicht, indem der Server eben näher bei ihm steht. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber zu sagen, hey, ich habe mit dem Anbieter einen Deal, zum Beispiel Spotify oder Netflix, und deswegen kannst du dir da eine Option buchen für 10 Euro, 5 Euro, wie auch immer, und dafür wird es nicht an dein Datenvolumen angerechnet. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Nummer. Oder was ja bei der Telekom sehr stark war, auch die Vermarktung von eigenen Produkten. Dass man sagt, die eigenen Dienste werden eben nicht darüber geratet, sondern eben die sind kostenlos mit drin, wenn ich dann einen gewissen Tarif habe. Also das Ganze kann man sehr, sehr kritisch sehen, was ich auch mache. Und es ist auch gut, dass es da jetzt eben Urteile gibt. Also letztes Jahr gab es ja schon im September ein Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof, der eben schon gesagt hat, dass der Grundsatz eben der Gleichbehandlung von Datenverkehr dadurch eben, dass es damit nicht vereinbar ist und dass man eben das nicht weiter vertreiben darf. Das hat die dann erstmal nicht weiter gestört. Und jetzt gab es eben die Geschichte von der Bundesnetzagentur. Und ich könnte mir vorstellen, wenn dann noch nichts passiert, dass es dann eben auch Sanktionen geben wird und dann glaube ich, wird das Ganze auch Schritt für Schritt verschwinden. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass bei den
Kauftarifen, so geht es mir zumindest, das Datenvolumen, ich bin Telekom-Kunde, auch immer weiter ansteigt. Das heißt, sie wollen die Preise nicht senken. Dafür gibt es halt dann einfach mehr Datenvolumen. Keine Ahnung, ich hatte für den Tarif oder diesen Tarif, den ich da habe, hatte ich am Anfang irgendwie mal so, keine Ahnung, 4 Gigabyte oder so. Und jetzt bin ich schon bei 12 Gigabyte, zahle immer noch den gleichen Preis. Naja, klar, das sind regelmäßige Einnahmen und die möchte sich die Telekom natürlich auch nicht nehmen lassen. Das heißt, die sagen, okay, bevor du einen billigeren Tarif bekommst, bekommst du halt mehr Datenvolumen. Dann ist der Kunde glücklich und die Telekom muss auch ihre Geschäftszahlen nicht nach unten schrauben, weil sie immer noch das gleiche Geld bekommen vom Kunden. Ja, und ich meine, sind wir mal ehrlich, der Trend geht auch immer mehr in Tarife, die halt eben unbegrenztes Volumen haben, die auch mittlerweile langsam bezahlbar werden. Aber wir sind natürlich da immer noch in einer Region, die schon echt wehtut. Also so 80 Euro für einen Unlimited LTE-Tarif. Ich meine, die Finnen lachen uns aus. Die kriegen das für 25 Euro hinterhergeworfen. Wie es halt immer so schön heißt, netzwerktechnisch ist Deutschland nach wie vor halt Entwicklungsland. Genau. Aber das nur mal am Rande. Würde mich mal interessieren, das ist auch was für die Umfrage der Woche. Wollt ihr, bräuchtet ihr einen Unlimited LTE oder 5G-Tarif? Ist es für euch attraktiv oder sagt ihr, hey, ich habe mich schon so daran gewöhnt, dass ich eben alles, was bandbreitenhungrig ist, über WLAN mache, dass ich das eigentlich gar nicht bräuchte? So, was man braucht, ist ein Backup und das hatten hoffentlich auch ein paar Kunden von Hetzner. Genau, also kommen wir mal zu einer unschönen Sache, und zwar es gab im Datencenter in der Hetzner Cloud einen Datenverlust, und zwar von 1500 Snapshots. Und die sind auch unwiederbringlich verloren, da wohl eine unglückliche Verkettung an Festplattenausfällen dazu geführt hat, dass eben die Daten unwiederbringbar verloren gegangen sind. Es gibt so ein kleines, eine kleine Entschädigung, und zwar ein 20-Euro Cloud-Gutschein. Die Frage ist jetzt, inwiefern das die Daten, die da drauf wieder aufwiegt. Genau, also 20 Euro, wenn ich da irgendwelche Unternehmensdaten liegen habe, dann ist das wahrscheinlich nicht mal ein Promille von dem Wert, was manche Unternehmen da vielleicht liegen haben. Aber die haben hoffentlich dann Backup und nicht nur Snapshots. Also da ist, kann man nur hoffen, dass da Backups da sind. Ja, also das ist mal wieder, deswegen habe ich es auch reingenommen, ein Paradebeispiel dafür, nur weil ich in der Cloud bin, heißt es nicht, dass ich mich um nichts kümmern muss. Das heißt es nicht. Auch in der Cloud brauche ich einen Schutz, brauche ich ein Backup, brauche ich vielleicht auch Schutz vor Schadsoftware, Schutz vor anderweitigen Angriffen, denke ich jetzt auf Webserver zum Beispiel. Also da muss man sagen, da sollten sich die Leute auch drüber im Klaren sein. Und das ist natürlich maximal blöd. Und ich könnte mir, also ich hoffe mal, dass Hetzner daraus auch Konsequenzen zieht, weil Hetzner ist halt nicht eben mal so eine Frickelbude irgendwo um die Ecke, so ein 2-Euro-Hoster oder so für Game-Server, sondern das ist ein riesen Cloud-Unternehmen mittlerweile. Und da hoffe ich auch mal, dass die da irgendwelche Qualitätsmechanismen oder irgendwas noch mit drin haben, die das in Zukunft verhindern. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, wenn da irgendwo ein Bug in der Software ist, wonach es ja aussah mit diesem Erasure-Coding, dass man da halt einfach dann irgendwo auch nichts mehr machen kann und dann nur noch hoffen kann, dass es halt irgendwo davon noch ein Backup gibt. Naja, gut. Dann gehen wir weiter zu unseren Videotipps. Die sind auch ganz gut, hoffe ich zumindest. Ich habe für euch einmal ein Video, da geht es um eine Funkreportage. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Es ist auf jeden Fall sehr sehenswert von den Kollegen von Massengeschmack TV. Die haben sich da mal eine Funkreportage genauer angeguckt, also auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk auf YouTube, wo es eben um das Thema Alkoholproblem geht. Und scheinbar hat die Reporterin irgendwie auch, wir hatten in der Pre-Show schon drüber diskutiert, ich meine, wir sind da jetzt nicht das Maß aller Dinge, also wir beide hier trinken überhaupt keinen Alkohol mehr, aber ich muss ehrlich sagen, so Aussagen wie zum Beispiel,
Naja, also meine Freunde, ob die mich dann überhaupt noch angucken, wenn ich einen Monat lang mit denen zusammen nicht mehr Alkohol trinken gehe, das ist Also halt schon da was, wo ich. ist, wie heißt es so schön, eine also das ist dann das Paradebeispiel für toxische Freundschaft, wenn sowas der Ja, Fall genau. wäre. Also was ist das für eine Freundschaft? Oder so eine Aussage zum Beispiel, der Abend in der Bar, der wäre wahrscheinlich ohne Alkohol nach 2 Stunden vorbei, weil man nicht mehr wüsste, was man noch machen soll, außer saufen. Wo ich mich dann frage, also ganz ehrlich, wenn ich mit meinen Freunden irgendwo in der Bar sitze oder so, man verquatscht sich über Stunden, man hat immer Themen, sind es Leute, die sich nicht wissen, irgendwie zu beschäftigen. Aber guckt euch das Video an, das ist sehr absurd und das sieht man auch mal wieder. Dieses Funknetzwerk, also das sind teilweise wirklich gute Sachen dabei, das will ich nicht abstreiten, aber dann findest du wieder solche Sachen, wo man denkt, sag mal, hat da niemand mehr drüber geguckt, hat da niemand mehr gesagt, sag mal, irgendwie sollte man darüber nachdenken, ob man das so überhaupt ins Internet schickt, weil es wird auch so ein bisschen unterschwellig suggeriert, na, so 2-, 3-mal die Woche Alkohol trinken, völlig normal. Also, wo ich mir sage, Ja, also für aber mich ist was das. ist denn das nicht, Steffen? Wir sind hier in Bayern, da ist Ja, mit einer das, Maske kann man auch Auto wollte gerade fahren, ne? sagen, eine Das Maß kannst du noch ist. locker Auto fahren und Freitag das Feierabendbier ist Kulturgut. Also Ja, das ist also bedenklich. das ist einfach eine andere Welt, aber letztendlich muss man halt sagen, man hat schon den Eindruck, dass diese Frau wirklich ein Alkoholproblem hat und das versucht die in dieser Doku irgendwie die ganze Zeit schön zu reden, als ob das kein Problem wäre. Dann das zweite Video, was wir euch empfehlen würden, das wäre das Thema nochmal zu dem VPN-Debakel. Also ich kriege langsam echt die Krise. Immer mehr auch renommierte Medienhäuser, wie zum Beispiel das CT-Magazin, macht jetzt einfach mal Werbung für NordVPN. Und da wird dieses ganze Thema NordVPN, Placement vom Kanal, Moment. Vom Kanal Ultralativ ganz gut beschrieben, kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich sehenswert und ich meine, wir haben jetzt schon zigmal erklärt, warum das alles Bullshit ist und warum man sich überlegen sollte, wann man VPN einsetzen, wie man es einsetzt und vor allem von wem man den VPN bezieht. Aber hier wird nochmal ganz gut beschrieben, warum jetzt aktuell NordVPN so krass in die Influencer-Szene reingeht und warum das halt so gut funktioniert. Und das könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Link ist in der Shownote oder in den Shownotes, ist sehr zu empfehlen. Ja, und dann noch ein anderes Thema, ESC, also Eurovision Song Contest. Wen wundert's? Wir haben es mal wieder geschafft, auf den letzten Platz zu kommen mit der Nummer. Und die Leute, die unseren Podcast verfolgen und die Leute, die in der Metal-Szene unterwegs sind, die wissen ja auch ganz genau, wir hätten eine gute Alternative gehabt, die außen Rahmen gefallen wäre und die wahrscheinlich auch eine Chance gehabt hätte, weiterzukommen als auf dem letzten Platz. Also zumindest unter den Top 10 wären wir da auf jeden Fall gelandet. Also jetzt nicht Platz 1, wäre unwahrscheinlich gewesen, weil letztendlich hatte da halt die Ukraine natürlich einen gewissen Bonus, muss man ja ganz klar sagen. Aber dieses Desaster wäre halt eben ausgeblieben. Und Holger vom Massengeschmack hat das mal ganz gut zusammengefasst, das ganze Dilemma. Und man muss auch sagen, leider nach wie vor, also beratungsresistent hoch 10, der NDR, der weiterhin sagt, jo, also wir wissen gar nicht, woran das liegt, das war doch alles toll und das tolles Lied und so. Und da fragst du dich halt echt, sag mal, kriegen die überhaupt noch was mit oder sind die einfach in ihrem GEZ-finanzierten öffentlich-rechtlichen Büros und arbeiten wie in einem Amt. Sehr wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Voll überbürokratisiert. Und also da muss man sich echt fragen. Ich glaube gar nicht mal, dass das in dem Fall so überbürokratisiert ist, sondern eher einfach nur absolut von der Realität entfernt. Also weniger, dass man sagt, okay, ich muss jetzt durch 5000 Gremien durch, sondern einfach so auf die Art so, ja, was ist denn da dran falsch? Also Ja. die erkennen den Wald vor lauter Bäumen nicht, schätze ich. Oder wollen den nicht erkennen. Also das. Ich fand es ja ganz gut. Ich weiß jetzt nicht mehr, guckt euch den Beitrag an, da wird es Genau. erklärt, welches Land das war. Irgendein Land hat auch eine Medienagentur beauftragt und die sind dann irgendwie auf dem dritten Platz oder so gelandet, weil die halt geguckt haben, hey, was kommt gut an, so ein bisschen Marktforschung betrieben hat. Vielleicht wäre das auch eine Idee gewesen, als diese Leute, die da in der GEZ oder öffentlich-rechtlichen
Struktur stecken, die vielleicht so ein bisschen betriebsblind auch sind. Das mag ja alles natürlich auch sein. Wir haben da auch Leute, ohne denen jetzt zu nahe zu treten zu wollen, aber die sind ja schon etwas höheres Alter, die vielleicht auch nicht verstehen, wie sowas wie virale Videos im Internet funktionieren und so, weil die hätten wahrscheinlich sofort gesagt, Electric Callboy, die Band, die geht viral durchs ganze YouTube, ist in zig Ländern aufgeschlagen und das sind ja auch die Leute, die anrufen sollen. Es sind ja nicht die Deutschen, die können ja gar nicht für ihr eigenes Land anrufen, sondern wir müssen die anderen Länder überzeugen und da haben auch viele schon gesagt, hey, dieser klassische Dudelbeitrag, der im Radio läuft, du musst beim ESC auffallen und das bringt halt nichts. Der Song war jetzt, der war nicht grottenschlecht, das muss man wirklich sagen, der war jetzt nicht absolut schlecht, aber der hat sich halt nicht abgehoben. Das war 0815. War halt 0815 Radiopop. Genau. Und das hätte man mit Electric Callboy nicht gehabt. Aber guckt euch den Beitrag an, der fasst es schön zusammen. Und da sind einige Aspekte drin, die ich so auch noch nicht kannte. Deswegen habe ich das mal in den Videotipp mit reingenommen. Dann noch am Ende ein kleiner Hinweis für unseren geschätzten YouTube-Kollegen, den Alex Prinz, besser bekannt als Dunklen Parabelritter. Der veranstaltet dieses Jahr nämlich wieder das Sternenklang-Festival. Und für den Kollegen mache ich doch gerne mal ein bisschen Werbung. Unter anderem sind da auch so Headliner dabei wie Feuerschwanz. Das ist so eine Mittelalter-Power-Metal-Gruppe. Genau, aus Deutschland. Bands, ja. Und das Ganze ist eben ein Festival, was nicht nur Musik, sondern auch so ein bisschen Mittelalter, oder was heißt ein bisschen Mittelalter als Hauptaufhänger hat und Mittelaltermarkt und zig Attraktionen, die da eben mit am Start sind. Und ist auf jeden Fall sehenswert, den Dunklen Parabelritter, den kennen viele wahrscheinlich eher durch die Politikvideos, aber wer dafür Interesse hat, aktuell gibt es noch Tickets, vom 9. bis 12. Juni findet das Ganze statt, inklusive Camping und das Ganze solange Vorrat reicht und das Ganze findet auch auf einer Burg oder auf einer Burganlage statt, also ist auf jeden Fall für Leute, die so Mittelalter-Fans sind und auch so ein bisschen diese Musik geil finden, ist es auf jeden Fall sehenswert und das wollte ich einfach nochmal erwähnen und ist auf jeden Fall jemand, ein YouTuber, den ich auf jeden Fall nur unterstützen kann, auch wenn ich jetzt nicht immer seiner Meinung bin, aber das ist ja auch nicht wichtig, ist es auf jeden Fall jemand, den ich als eine der seriöseren abstempeln würde. Der gute Arbeit macht und seriös auftritt und arbeitet. Richtig. Genau. So, dann kommen wir heute noch zu den Zuschauerfragen und Kommentaren. Wie wir das schon die letzten paar Mal gemacht haben, hängen wir das jetzt immer ans Ende ran. Wer es gucken möchte, wen es interessiert, der kann sich's anhören und alle anderen könnten dann halt eben abschalten. Das ist so der Hintergrund. Tobi, was haben wir denn so reinbekommen? Genau, fangen wir mal an mit Nummer Uno. Schöne Grüße aus Österreich. Schöne Grüße zurück. Ja, da kann man nicht viel dazu sagen. Genau. Aber es ist schön, wenn die Leute grüßen, dann wissen wir wenigstens, es hören noch Leute. Genau, es hören Leute und auch außerhalb von Deutschland. Genau. Also solange ich noch hier was zu sagen habe, könnt ihr auch noch gern Österreich bleiben. wir haben ja in der Pre-Show schon einen Witz drüber gemacht, den wir nicht wiederholen. Genau, der ist nicht YouTube-tauglich. Der ist überhaupt nicht tauglich, das geht gar nicht. Ja. Okay, dann Nummer 2. Im Grunde bin ich mit eurer Arbeit sehr zufrieden. Als ich die Empfehlung bekommen habe, hatte ich nie gedacht, dass mich der Podcast mal so entertainen könnte. Vermute mal, ihr seid mindestens 5 bis 8 Jahre älter als ich und meine Freunde. Ja, wir wissen natürlich nicht, wie alt deine Freunde sagen, du bist, aber kann gut sein. Kann gut sein. Also ich behaupte jetzt mal hier, ich sehe zwar älter aus, aber ich bin 27, also von daher. Ja, ich bin 2 Jahre älter. Naja, das Ding ist halt, ich habe bei Spotify mal reingeguckt, das ist die einzige Plattform, wo wir das so ein bisschen sehen. Gut, YouTube stimmt nicht ganz, also YouTube auch, aber das sind halt die Plattformen, also Spotify ist die Plattform, wo es am meisten läuft eigentlich, da haben wir die meisten Hörer. Das ist da ein vierstelliger Anzahl an Hörern über Spotify und da kann man es eher ablesen. Also wir haben sehr, sehr viel junge Zuhörer, auch so ab 15 bis 25 sind sehr, sehr viele und
jetzt muss man überlegen, 15 bis 25, wie ich reingeguckt habe. Und dann ging es weiter, glaube ich, so ab 30 nochmal ein ganzer Schwung bis 40. Und dann wird es halt immer dünner nach hinten raus, klar. Ja, du hast halt die so ein bisschen, ich sage jetzt mal, gaußsche Normalverteilung, was das angeht. Genau. Aber wir haben trotzdem, also relativ durch die Bank Zuhörer, aber die Mehrheit ist halt eben von 15 bis 25. Deswegen kann ich das schon durchaus unterschreiben, was du da festgestellt hast. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber schön zu hören, dass mir da ankommen und nicht irgendwie die Boomer. Komischen alten... Boomer sind wir ja noch nicht, aber... Das sind aber die komischen alten Nerds sind, die da... irgendwelchen komischen Mist labern und sich darüber aufregen, dass früher alles besser war. Was sind wir eigentlich? Generation Y sind wir, glaube ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Generation Z ist, glaube ich, jetzt. Ich weiß gar nicht. Also ich schätze mal, also zumindest wird's, ich habe mal geguckt, wird es bei mir passen, ist auch mit 94 Millennial und so weiter noch passend. Ja, genau. Also in dem, wie gesagt, in dem Ding sind wir eigentlich alle, in der Generation schlagen wir also alle rum, von daher. Ja, das passt. We are fucked together, so auf die Art. Also das, besser wird's nach uns auch für die Generation auch nicht mehr, aber wir versuchen wenigstens nicht alles komplett einzureißen. Ja, gut. Dann, zur nächsten Frage. Meine Gott, sind auch alles so Riesenfragen. Oder so riesen Aussagen. Okay. Haben wir einfach zu lang nichts mehr gemacht, ja, podcasttechnisch. Deswegen hat sich das aufgestaut. Das wird sicherlich wieder eine 10-Stunden-Folge. Vor allem, weil unser Zeug zwischendrin abgekackt ist und ich weiß es gar nicht, wie lange wir eigentlich schon aufnehmen. Ja, genau. Zu lang oder zu kurz, je nachdem. Genau. Also, nächste Frage. Oder nächste Aussage, sagen wir es mal so. Ich muss mal ein großes Lob an euch loswerden. Danke. Danke, ich werde schon ganz rot. Es liegt nur daran, dass es bei dir wahrscheinlich warm wird. Ja. Da hat er wahrscheinlich, entweder hast du ein Wort beim Kopieren vergessen oder... Ich habe das 1:1 okay. So rüber. Ja, dann gehe ich mal davon aus, ich höre den Podcast seit Mitte letzten Jahres regelmäßig. Bis jetzt habt ihr immer super unterhalten, auch da, wie gesagt, immer noch danke fürs große Lob. Für die Lorbeeren. Ich finde gerade eure unterschiedliche und intelligenten Humor gepaart mit den Informationen aus meiner Branche sehr gelungen. Ich bin wahrscheinlich mit 43 einer der älteren Hörer, kann euch aber nur ermutigen, weiter durchzuhalten. Von daher haben wir auch vorhin schon gesagt, kommt in etwa hin. Ach, du bist der 43-Jährige, der bei Spotify in der Statistik ist. Der eine Spike ist. Genau. Ich empfehle euch, meine Kollegen, immer weiter. Sehr schön, ist auch immer zu hören. Beruflich bin ich SAP-Consultant und war früher Entwickler für ERP-Systeme. Schöne Grüße, Anno Ostlüren. Ja, schöne Grüße zurück. Das schöne ist Grüße doch zurück. Nettes Feedback, auch wenn ich jetzt mit SAP nicht so viel anfangen kann, aber ich... respektiere und schätze die Kollegen, die sowas können. Das ist doch mal interessant. Also ihr seht, wir nehmen das auch wahr und wir finden es auch wahnsinnig interessant, wer uns da so hört und so. Das ist, man sieht es ja bei einem Spotify. Ihr merkt schon, es ist wirklich warm hier. Bei einem Podcast sieht man das ja noch viel weniger als bei YouTube oder so. Wer hört uns eigentlich und was machen die Leute? Was treibt die an? Was gefällt den Leuten? Das ist immer ganz interessant. Genau, dann würde ich sagen, weiter im Text. Dann weiter im Text. Hat sich Sophos eigentlich bei euch nach dem letzten Podcast gemeldet? Nee, ich glaub, bei uns kann hat sich Steffen, keiner gemeldet. Dafür sind wir einfach nicht so groß. Also das ist. Ja, und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, da müsste ja dann schon jemand aus der Unternehmenskommunikation von Sophos irgendwie davon Wind bekommen. Also die Frage ist halt auch, haben die überhaupt ein Interesse daran, mit mir darum zu diskutieren? Weil wir haben ja schon, also das, was passiert ist, das können die ja nicht mehr schönreden. Das ist ja passiert. Das habe ich ja im Ticket stehen, das habe ich in E-Mails. Also da kann man ja nicht irgendwie sagen, ja, das ist nicht so, wie ihr es dargestellt habt. Ne? Deswegen, ja, was sollen die mit uns diskutieren? So, ich meine, ja. Ich wollte gerade sagen, dazu auch nochmal vielleicht gesagt, also ich glaube, da, ich weiß jetzt nicht, ob da einfach nur die Schwungmasse von unserem Podcast so ein bisschen überschätzt wird, aber also wenn jetzt mal da einer in der Community sich da mal echauffiert, also das sind Tech-Unternehmen,
Ich glaube, also Tech- und Videospielbranche ist meinem Gefühl, die entweder am schnellsten auf Kritik reagiert oder die so ziemlich kritikresistenteste Branche aller Zeiten. Also da hat man Gefühl, es gibt nur so die zwei, die sagen, okay, wir geloben Besserung oder haha, wir machen, was wir wollen. Und vor allem, man hört ja auch, dass Sophos im Moment sehr investorengetrieben ist durch diese Übernahme von dieser Thoma Brava oder wie die hießen. Also von daher, ja, das können sie nicht abstreiten und was man da überall liest und so. Und man sieht auch bei anderen Portalen, zum Beispiel auch bei Kununu, wo ehemalige Mitarbeiter halt sich sehr kritisch äußern, dass da halt auch kaum drauf reagiert wird. Also die haben da gar kein Interesse, da irgendwas gerade zu rücken oder irgendwie. Vielleicht auch, weil sie wissen, dass es auf absehbare Zeit gar nicht so einfach möglich ist, da mal eben jetzt den Schalter umzulegen, weil sich da 5 Leute beschweren. Aber wenn es halt größer wird, irgendwann kriegst halt den Kanaldeckel nicht mehr zugehalten, wenn die ganzen Ratten von unten klopfen. Das nur mal am Rande. Ja, so, dann eine weitere Frage. Was halten wir vom 9-Euro-Ticket im ÖPNV? Da sage ich schnell meine Meinung dazu Genau, an gerne. sich eine gute Idee. Was ich aber da immer noch wieder wie jedes Mal zum deutschen ÖPNV sagen muss, bitte um Gottes Willen, baut eure Bahnsteige und Zeug nicht für Behinderte wie Takeshis Castle. Ich würde ganz gern wesentlich mehr mit der Bahn fahren. Aber zum Beispiel allein schon der Bahnhof Ebersdorf, wo Steffen wohnt, Gott, ja. ist eine Fehlplanung Gottes Gnaden. Also wer ihn den Bahnhof nicht kennt, ist, um die Gleise zu wechseln, muss ich warten, bis die Schranken aufgehen und außen rumlaufen. Das Blöde ist halt, teilweise geht die Schranke schon 10 Minuten vor Abfahrt runter. Das heißt, du kommst gar nicht mehr aufs andere Gleis. So, wenn du jetzt von der falschen Seite, auf der falschen Seite stehst. Beziehungsweise, und dann, wenn du halt in irgend so einem oder irgendwo auch mal umsteigen musst, dann ist es halt zum Beispiel für jemanden wie mich, der jetzt nicht so gut Treppen laufen kann, unmöglich, den Zug, der eine Minute später geht, von Gleis, keine Ahnung, 1 auf Gleis 27 in Hamburg oder was zu erwischen, weil ich halt erst 3 Treppen rauf oder runter muss oder eben auf den Fahrstuhl warten, der von 1897 gebaut ist und halt noch ewig braucht. Ja. Das ist halt an sich eine sehr, sehr gute Idee. Und falls irgendjemand, der in der Bahnplanung damit zu tun hat, ich fahre sofort mit der Bahn, wenn ihr mir garantieren könnt, dass ich da als Gehbehinderter vernünftig mit rumkomme. Ja. Ja, also ich greife jetzt mal direkt das 9-Euro-Ticket auf. Also ich sehe, also ich finde es klar, für die Leute, die es nutzen können, das ist eine tolle Sache. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich glaube halt, dass es nachhaltig nichts bringt. So, ich meine, ist kein Geheimnis, dass ich natürlich auch politisch der FDP sehr nahe stehe, aber ich kann das, was die da gemacht haben, jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Erstens mal weiß ich nicht, ob das vielleicht für die Leute, die das jetzt mal testen wollen, einfach zum Beispiel zu pendeln mit dem 9-Euro-Ticket und die dann merken, hallo, es läuft ja gar nichts. Und es läuft gerade nichts, weil die Züge überlastet sind, weil so viele Leute mit 9-Euro-Ticket da unterwegs sind. Also man hätte das ein bisschen smarter machen können. Ne? Also man hätte vielleicht, also ich habe neulich ein Video gesehen, da hat einer gemeint, hey, was hätten dagegen gesprochen, wenn man es ein bisschen teurer macht, dass man sagt, hey, man nimmt den Pendler vielleicht trotzdem noch mit zum Beispiel 365-Euro-Ticket. Aber dafür halt das ganze Jahr dann, wie es die Österreicher, glaube ich, machen oder die Schweizer. Und dafür kann ich dann für 365 Euro pendeln zu meiner Arbeitsstätte oder wie auch immer. So, und dann wäre das teurer. Es würden weniger nutzen, aber die Leute, die es nutzen, es wäre vielleicht ein bisschen nachhaltiger, weil die sagen, okay, 365 Euro ist immer noch billiger als für 150 Euro im Monat so ein Abo zu haben, so ein Jobticket. Also finde ich wahrscheinlich, wäre das der bessere Weg gewesen. Und vor allem, man muss ja sagen, mit diesem 9-Euro-Ticket wären diese ganzen Probleme, also Tobi hat ja schon was beschrieben jetzt, geht ja noch weiter, dass die Züge oftmals viel zu kurz sind, viel zu wenig Sitzplätze haben, zu den Stoßzeiten.
Verspätungen und so weiter, das wird ja alles noch vervielfacht dadurch, dass es eben dieses 9-Euro-Ticket dann in dem Moment gibt. Das heißt, man hätte vielleicht eher diese Milliarden, die dieses Ticket jetzt kostet, in die Infrastruktur stecken müssen. Ja gut, das sind aber Probleme, die wir vor Jahren hätten schon anfangen müssen. Ja klar, das ist nichts, was die jetzt mal eben von, was wir jetzt in der aktuellen Kriegssituation, in der Krisensituation jetzt lösen können. Also diese Infrastruktur, das ist ja das Blöde bei ÖPNV, jetzt bei der Schiene, bei den Bussen braucht man nicht reden, da ist noch viel mehr im Argen, zumindest hier. Bei der Schiene, wenn du da irgendwas anpackst, das dauert ja Jahrzehnte, bis so eine Strecke gebaut wird, allein schon die Genehmigungsverfahren und so weiter, bis eine Zugstrecke gebaut ist, boah, das ist eine Generationenfrage. Das ist keine Sache, die von heute auf morgen passiert. Und dann geht es ja weiter mit den Bahnhöfen, ne? Also Barrierefreiheit ist auch ein Riesenthema in vielen Bahnhöfen und man kriegt es immer wieder mit, dass halt Leute, die darauf angewiesen sind, dass die halt sagen, das ist eine Katastrophe. So, aber das geht dann noch weiter, Fahrgastinformation, Ticketbuchung und so weiter und so fort, Service. Also es sind so viele Baustellen bei der Deutschen Bahn, die kriegst du gar nicht innerhalb von einem Jahr gelöst, wahrscheinlich nicht mal in 10 Jahren gelöst. Damals bei der Privatisierung oder auch bei, wo Medorn damals, wir erinnern uns, zigtausend Ausweichgleise einfach wegrationalisiert hat. Ja, diese Ausweichgleise, die fehlen jetzt, um einfach in Stoßzeiten mehr Züge auf die Strecken zu bekommen, um vielleicht auch mal bei Baustellen irgendwie auszuweichen. Weil es gibt halt einfach keine Ausweichgleise mehr oder kaum noch oder Abstellgleise. Alles wegrationalisiert, weil jede Weiche kostet paar Euro im Jahr Wartungsgebühr. Natürlich kostet es die, aber das ist halt, das schwächt halt dann auch die Resilienz von so einem Unternehmen. Die andere Sache ist dann auch wieder, wenn du es auch wieder damit argumentieren willst, es fahren ja weniger Leute Bahn, weil es eben nicht mehr attraktiv genug ist. Und warum? Und damit lohnt sich dann natürlich auch eine größere Infrastruktur nimmer, also nicht mehr, weil weniger reinkommt. Es ist alles, also wie, was Kreislauf, ÖPNV, genau, Kreislauf, eben eine Spirale nach unten oder eben nach oben, je nachdem. Ja. Wie gesagt, also ÖPNV ist, denke ich, also da hat man sich so ein bisschen ins eigene Knie geschossen. Ja, also ich bin ja ein großer Zugfan und so, aber ich muss halt ehrlich sagen, ich glaube halt, dass dieses Problem halt viel weitgreifender ist und dass man das mit dem 9-Euro-Ticket, dass es halt nichts bringen wird. Das ist jetzt, da wird und was jetzt gemacht, um Aktionismus zu zeigen. Letztendlich für die Bahn an sich, es werden kaum Leute sagen, nach dem 9-Euro-Ticket, yo, jetzt bleibe ich beim ÖPNV. Da muss mehr passieren als dieses 9-Euro-Ticket. Auch allein, wenn man jetzt sagt, okay, es ist halt eben, um Sprit zu sparen und so weiter, da hat man jahrelang insgesamt die komplette Infrastruktur verpennt. Allein so Sachen zu sagen wie, okay, ich ermögliche in größeren Städten per Rad zur Arbeit zu fahren. Oder ich ermögliche eine insgesamt eine andere, also ich sage jetzt mal Alternativen zum Pkw. Und das ist einfach Dinge, die jahrelang verpennt wurden und einem jetzt halt wieder auf die Füße fallen. Und ich sehe gerade, Steffen ist bei mir kurz weg gewesen. Kurz Nase geputzt. Okay. Also, ja, also das holst du halt auch nicht nach das ist, schnell, was du da Projekt, jahrelang, das auch, ewig dauert. Auch der Fernverkehr, wenn man jetzt, es wird ja immer wieder, wird drüber diskutiert, Inlandsflüge abzuschaffen, zu verbieten, wie auch immer. Ja, das Problem ist aber, es gibt aktuell kaum funktionierende Alternativen. Ich meine, klar, es gibt so die Paradestrecke München-Berlin oder so. Das mag alles mittlerweile funktionieren oder Richtung Frankfurt vielleicht. Aber es gibt noch so viele Verbindungen, die einfach nicht machbar sind in angemessener Zeit oder wo du 3000 Mal umsteigen musst und wenn da ein Glied in der Kette irgendwie falsch hängt, weil da irgendein Zug Verspätung hat, dann kannst du eigentlich deinen Termin nicht mehr wahrnehmen und deswegen, also ich meine, ich finde es jetzt auch nicht toll, diese Inlandsflüge, nicht, dass wir uns da jetzt falsch verstehen, aber ich kann nachvollziehen, dass es manchmal halt einfach nicht anders geht, wenn es wirklich zuverlässig sein soll. Und da muss halt, und diese Zuverlässigkeit, die schaffst du nicht von heute auf morgen. Das wird Jahrzehnte dauern. Da brauchst du andere Projekte genauso.
Wir hatten es ja mal versucht beim Transrapid und so weiter. Der ist ja auch schlussendlich im Sand verlaufen. In Japan fährt er jetzt rum. In Ja, was Japan heißt in ist er Japan? jetzt. Ja, Japan hatte ja schon immer eine relativ große Schwebebahnkultur und so weiter. Und die Dinge Ja. sind ja auch wahnsinnig effektiv. Na Und klar. für so ein dicht besiedeltes Land wie jetzt Japan oder Deutschland wären das alternative Lösungen gewesen, Wer hat's vergeigt? Die CDU. wenn man halt vor Jahrzehnten mal schon mit angefangen hätte. Ja, es ist Aber einfach. ich glaube, das ist das artet jetzt langsam aber Ich sicher glaube, das aus. artet aus, aber ich glaube, unsere Punkte sind ganz gut klar geworden. Und auch ein Thema Umfrage der Woche: Habt ihr euch ein 9-Euro-Ticket? Das haue ich jetzt hier noch mit rein. Habt ihr euch ein 9-Euro-Ticket gekauft? Du kannst so lang schon mal Genau. So, und weitermachen. jetzt dann zum letzten. Das ist ein Kommentar von YouTube von MT oder MT, je nachdem. Zur letzten Und Folge genau, muss man dazu zur sagen. letzten Folge. Zur Casus Drachenlord kann ich euch nur zustimmen. Ich bin persönlich befangen, weil ich den Content um Drachenlord schon seit 2 Jahren intensiv verfolge. Ich gehöre aber auch zu den Menschen, die sich eigentlich wünschen, dass Rainer ein besseres Leben bekommen wird. Aufgrund meiner Erfahrung kann ich aber sagen, dass es nie einen Online-Rainer geben wird, der wirklich akzeptiert wird. Er ist ja nur durch den Hate groß geworden. Ich gehöre auch zu denen, die den Knast als Chance für Rainer sehen, weil er somit eine Offline-Neustart hätte machen können, aber er dort auch medizinische Versorgung etc. bekommen hätte. Nun hat der Richter entschieden, das Game zu verlängern. Es bleibt abzuwarten, wie es mit Rainer weitergehen wird, besonders wenn er seine aktuelle Beziehung in die Brüche geht und er einen neuen Tiefpunkt erreichen wird. Ich habe kein wirkliches Mitleid mit ihm. Ich bin einfach enttäuscht, dass er seit 8 Jahren mit dem Kopf gegen die Wand rennt, weil er sich durch nichts und niemand belehren lässt. Ja, also grundsätzlich irgendwie nachvollziehbar. Und da muss ich ja sagen, das sind halt wieder Beispiele von Leuten, die in diesem Drachen-Game drin sind, die halt wirklich sich vernünftig artikulieren können, die diskutieren können, die eine Meinung haben. Und das finde ich auch, deswegen habe ich auch den Kommentar jetzt mal mit reingenommen, wo ich auch sagen muss, okay, das in vielen Punkten stimme ich auch zu. Also ich glaube, es ist wirklich schwierig mit dem Charakter, den er jetzt so hat, was ich jetzt auch so mittlerweile bei vielen Sachen mitkriege, so die letzten Wochen jetzt auch, mit diesem Charakter überhaupt online irgendwie Content. Das der einzige Content, der aktuell von ihm kommt, ist die Hater. Die Hater, die Hater, die Hater. Aber ist wirklich mal, also, und es gibt ja auch Leute, was mich fassungslos macht, die dafür halt auch YouTube Premium Abonnent sind bei ihm und so weiter, aber für die liefert er gar kein Content. Der einzige Content ist einfach nur zu erzählen, was die Hater wieder gemacht haben, wie blöd die doch sind. Und das ist halt schon, klar, er hat ein psychisches Problem, deswegen kommt er da auch nicht raus. Aber es ist halt wirklich schwierig und ich also bin echt gespannt, wie das weitergeht. Ist natürlich als Beobachter immer wieder interessant, was jetzt noch passiert, weil du denkst, es kann eigentlich nicht noch schlimmer kommen. Ja? Jetzt hat er dann das Thema mit seiner Freundin, mit der er jetzt schon wieder nicht mehr zusammen ist. Kein Wunder, weil ich meine, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so der umgänglichste Mensch und dann wurde sie ja auch noch mit in den ganzen Hate mit reingezogen, was natürlich jetzt auch nicht gut ist, aber es ist halt passiert, es war auch absehbar. Und das geht jetzt immer weiter. Er hat jetzt keinen Führerschein mehr. Also es wird absurder, absurder geht nicht. Er hat jetzt auch angekündigt, glaube ich, dass er jetzt ins Ausland will, nach Madeira. Das ist auch was, wo ich mir sage, ganz ehrlich, das würde ich selbst als jemand, wo ich sage, ich habe schon sehr viel mit Behörden zu tun, ich möchte es gar nicht machen, so eine Auswanderungsgeschichte in ein anderes Land zu organisieren. Und er mit seinem Intellekt und mit seiner Art, also das kann ja nur schief Also gehen, ne? eine komplette Auswanderung ist eh schwierig. Aber Und dann hat er Bewährungsauflagen, das kommt ja noch dazu. jetzt mal nochmal auf den Kommentar zurückzukommen, also weil du gemeint Ja. hast, im Drachengame mit drinnen. Also ich sehe seh jetzt hier MT eher weniger als jetzt wirklich Hater an, weil Nein, im nee. Grunde, im Grunde ist es ja in dem Fall artikuliert, ob jetzt was jetzt die Intention dahinter ist, den Content zu verfolgen, sei mir jetzt mal dahingestellt, ob es. Ja. Ich sage jetzt mal, das gewisse Interesse von Autounfall ist so, ich kann nicht weggucken und Hm.
so diese bisschen Informationsgeilheit, das ist jetzt auch nichts Verwerfliches. Also das Nee, das. ist genauso, wenn man, keine Ahnung, die Bunde liest. Also das Ja. ja, und also das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass er mir dann doch auch leid tun. Mitleid ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber ich möchte halt, dass dem Kerl geholfen wird. Also es ist halt jetzt, du siehst ja, dass das alles so nicht. Genau, Also also das. das kann ja nicht gut enden, Genau. also ohne Hilfe von außen. Richtig. Also, und da war ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt seine neue Freundin, die er dann angeblich, man weiß ja nicht, ob stimmt, auch seine Verlobte war. Keine Ahnung, der wollte ja auch jemanden heiraten, den er Ja, persönlich noch nie wirklich wie schon gesagt, getroffen da hat. bin ich absolut außen vor und Ja. mir Aber. auch komplett geht mir auch komplett vierspurig, also von daher. Ja, aber. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch ein gutes Ende nimmt. Und letztendlich, er hat ja auch noch die ganzen Bewährungsauflagen. Klar, jetzt gibt es dieses Revisionsverfahren, wo wahrscheinlich rauskommt, okay, es gab keine Verfahrensfehler. Also ich meine, da müsste schon wirklich mit dem Teufel zugehen, dass da jetzt juristische Verfahrensfehler ja gefunden werden, dass eben dieses Verfahren neu aufgerollt wird. Wenn das natürlich passieren sollte, dann könnte es natürlich noch mal ganz anders ausgehen. Und aktuell hat er ja seine Auflagen, wo ja auch eine Therapie mit dabei ist. Und da muss man halt einfach mal gucken. Aber ich glaube, es ist auch nicht so einfach, jemanden, der so eingefahren ist in seinen Denkmustern. Ich bin kein Psychologe, Gottes Nee, Willen. aber Aber so jemanden das wieder heißt, umzubiegen, das hast du wird ja eh schwierig. schwer bei, ich sage jetzt mal, bei psychischen Problemen, dass die Person sich überhaupt erstmal helfen wollen lassen muss. Ich glaube, Ja. zwar kein deutscher Satz, aber okay. Aber wir verstehen alle, was du meinst. Also Ja. oder insgesamt ist es ja so, wenn ich jetzt nicht zum Arzt gehe oder mich nicht vom Arzt helfen lassen will, also mich kann ja keiner zur Behandlung zwingen. Richtig. Ja, genau. Also es bleibt spannend und ja, ich find's gut, dass man so auf dieser Ebene, auf dieser seriösen Ebene über sowas diskutieren kann, muss ich ganz klar sagen. Kriege ich halt bei vielen anderen Leuten aus dem Drachengame ist es halt leider nicht so. Ja, Und das ist deswegen finde ich es so. halt gut, wenn es halt Leute gibt, wo man merkt, okay, die sind, würde ich mal sagen, auf Augenhöhe, mit denen kann man sich darüber austauschen. Und ich habe ja neulich einen Kanal gefunden, muss ich jetzt am Ende nochmal erwähnen, das ist der heißt, glaube ich, Ofenkäse. Der Kanal, der heilige Ofenkäse. Das ist ja auch jemand, der das ganz seriös, ganz trocken, ganz nüchtern alles analysiert. Da nehme ich auch viele News raus, weil ich gucke mir die Original-Streams nicht an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir, also da ist mir meine Zeit zu schade und es ist mir einfach zu dumm, muss man ganz ehrlich sagen. Aber der fasst es ganz gut zusammen, der bereitet es schön auf. Und das ist halt auch jemand, wo ich sage, okay, das hat schon fast journalistische Züge alles. Und das finde ich auch völlig legitim, solche Leute. Und das ist halt auch was, wo ich glaube, dass Rainer Winkler, der Drachenlord, das nicht mehr unterscheiden kann zwischen Leuten, die das wirklich seriös aufarbeiten, die einfach nur drüber berichten und Leuten, die wirklich haten. Der hat da mittlerweile Paranoia und das merkst du ja auch, dass er ständig irgendwo Hater sieht und so weiter wo gar keine vielleicht sind, ne? Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass es auch darum geht, dass, also jetzt zum Beispiel aus dem Kommentar, ich habe Ofenkäse, kenne ich jetzt weniger, aber dass da halt da zum Beispiel auch noch gewisserweise auch eine Person gesehen wird und nicht einfach nur diese abstrakte Figur, die man eben haten möchte, kann, will. Also das ist alles Ja, so ein bisschen. genau. Es ist Also kompliziert. er Ich wird bin nicht entmenschlicht. weder Soziologe noch Psychologe. Von daher. Also ich glaube, da werden sich noch einige Leute die Zähne ausbeißen, auch was Da seine wollte gerade Bewährungsauflagen sagen, da angeht. kann man Doktorarbeiten drüber schreiben, wenn man möchte, denke ich. Genau, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Am Ende nochmal möchte ich auf die Umfrage der Woche hinweisen, die neue. Da könnt ihr jetzt abstimmen und uns auch wieder anonym irgendwelche Sachen zukommen lassen. Natürlich auch die Kommentare jederzeit gerne. Oder wenn ihr irgendwas per Mail loswerden wollt, techtalk@qso4u.com, könnt ihr da auch hinmailen. Und es wird auf jeden Fall gelesen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber es geht auf jeden Fall nicht unter. Dann, wie immer, der Hinweis: Ihr könnt uns auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, überall folgen, liken. Empfehlt uns weiter und den Podcast, wenn ihr hier auf einer Videoplattform guckt, den gibt es natürlich überall, wo es Podcasts auch als Audio gibt, könnt ihr das als Audio auch
abonnieren und uns dann auch unterwegs zum Beispiel hören. Das wird ja auch ganz gerne gemacht. Ja, und am Ende vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Von mir auch. 55% CPU-Last. Das geht klar. Der Ofen muss gewarmen. Schicke ich dir schon mal die URL für den YouTube nicht gelisteten Stream. Da müssen wir hier. Hole ich mir das nämlich auch gleich so. Aufs Tablet. Dann den schalten wir mal auf stumm, dass ich mich nicht doppelt höre, weil sonst glaube ich, wäre ich irgendwie wahnsinnig, beziehungsweise wahnsinniger als ich eh schon bin. Ich glaube, das geht ganz gut. Ich habe gerade mal reingehört, tonmäßig, das ist glaube ich okay. Witzigerweise, ich habe letztens mein Mikro mal getestet und da hörst du, wenn ich in meinem Bad die Waschmaschine anmache, hörst du die, also das Drehen von der Waschmaschine auf dem Audio. Also Premium. Mhm. Also, dann haben wir jetzt den Stream. Den lege ich mir aufs Tablet. Und das Gute ist, das Tablet hat einen anderen Internetanschluss, weil das geht über meinen Starlink. Okay. Warte mal, ich muss mal meiner Mutter schreiben. Ja, mit den Masken, ne, dass der... Ja, und mit dem Spendenskandal auch. Nee, das, also war da jetzt noch was? Ja, der hat jetzt auch noch Spenden für die Ukraine gesammelt und hat die dann erst überwiesen, nachdem die Leute gesagt haben, Moment mal, du hast du da irgendwie Spenden, wolltest du doch überweisen. Ich meine, also wie beschissen kannst du laufen? Also ich muss auch, deswegen wird der Titel auch sein, wenn Influencer den Rachen nicht voll bekommen oder irgendwie sowas. Oder das ist unglaublich. Also da fragst du dich echt, wie tief kann man denn sinken? Und was halt auch schlimm ist, ich weiß nicht, ob du das Video vom Parabelritter dazu gesehen hast. Nee. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, die Politik oder beziehungsweise diese... Meinungsvideos. Diese Meinungsvideos von Parabelritter sind mir meistens immer dann doch ein bisschen sehr langatmig für abends nach der Arbeit zum Entspannen. Das ist. Ja, vor allem, du musst halt auch die Zeit haben. Ich habe bestimmt 10 YouTuber abonniert, die genauso arbeiten. Und wenn ich mir alles von jedem angucken würde, ich komme ja gar nicht mehr rum. Das ist ja eben. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, ich schätze die Kollegen sehr, die sich so viel Arbeit machen und Parabelritter. Ja, ist ein Paradebeispiel dafür. Der macht ja eh extrem gute Arbeit, was das angeht. Ja. Aber es ist halt viel. Ja. Mensch, wer hätte gedacht, dass der mal so durch die Decke geht? Also ich habe den ja damals mit Georg, habe ich den ja auf diesem Tuber-Camp persönlich mal kennengelernt. Und wirklich super sympathischer Typ, auch ohne Kamera, ohne alles. Also der war wirklich super freundlich. Und aber damals hat er irgendwie... Also damals hat er wirklich nur Musik-Content gemacht, daher kannte ich den halt. Auch die Leute haben mal alle blöd geguckt, hä, woher kennt er den eigentlich? Weil niemand außer ich kannte den dort. Es war auch lustig. Und ja, sind wir dann auch ziemlich ins Gespräch gekommen, auch mit seiner Firma damals. Ich weiß nicht, ob er diese Mode-Geschichte noch macht. Und ja, aber ich hatte den mittlerweile eher so ein bisschen mehr noch
In praktisch Plattenlabel mit dem Festival, wo man aufziehen wollte vor Jahren oder was, oder Das wo er hat dann er noch gemacht hat, aufgezogen. oder wo er immer noch Das. gemacht hat. Hat er das da Ach, nicht auch siehst so du ein das? bisschen umgemodelt? Ja, siehst du, da Also wollte auch ich auch noch in mal. so ein Mini-Imperikon, sage ich jetzt mal. Da wollte ich ja auch noch mal Werbung für machen. Ja, das ist dieses Sternenklang-Festival. Ach, ich wollte ja mal gucken, ob die Aufnahme funktioniert hat, ne, dass es da noch irgendwo klemmt. Ich habe heute irgendwie, also bis jetzt läuft es ja ganz gut, aber ich habe irgendwie Bedenken die ganze Zeit, dass da irgendwas noch übersehen wurde, dass da irgendwas nicht läuft. Es ist nicht, na sag's. Chitzi, also noch Ja, geht alles. der Aufnahmeserver ist ja auch komplett neu. Also wir haben heute wirklich bis auf unser OneNote ist alles neu, komplett Ja, alles. wollen wir noch ein OneNote schnell umstellen? Hast du noch irgendwas Zu Evernote oder wollte gerade irgendwie sagen, sowas. Evernote oder Oder keine Ahnung. Joplin oder wie das Ding heißt. Google Docs. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber ich bin schon mal begeistert. Also Ton ist gut, Bild ist gut. Also ich bin Also so happy gerade. für die Kohle, die ich fürs Mikro hingeblättert habe, sollte der Ton auch gut sein, beziehungsweise Ja, für die Kombi. der Ton muss ja erstmal da ankommen, Eben. in den Server rein, in das File rein, das da erstellt wird. Und das ist ja die große Kunst. Und die Kunst, die funktioniert im Moment. Und ich hoffe jetzt, dass die Firma bitte nichts ändert an der ganzen Webkonferenzlösung. Nicht, dass dann irgendein Update kommt und dann wird das alles kaputt Ja, gepatcht und. wart's mal ab, es kommt dann nächstes großes Update Ja. und zack, alles tot. Ja, dann stehe ich halt wieder da, ne? Das ist halt. Aber im Moment alles gut. So, jetzt hole ich mir hier noch den Task Manager hin. So. Ich bin jetzt auch noch am Überlegen beim neuen Büro, ob ich da noch ja, bildschirmmäßig noch mal ein bisschen aufdrehe. Ob Okay. ich mir da eine Vier-Bildschirm-Lösung Ja, hinbastel. oder was du auch mal gucken kannst, ist, das hat ein Arbeitskollege von mir gemacht, der hat sich jetzt so ein riesen, also ein relativ, was eigentlich als Fernseher gedacht ist, und dann aber halt teilweise halt auch aufgeteilt. Also der hat, das ist glaube ich ein 84 Zoll oder so, also so wirklich so ein riesen Brügel und halt dann nur ein Bildschirm. Ja, muss man halt gucken, wie das mit Windows und Fenstermanager und so, wie das halt alles so Ja läuft. gut, wir sind ja alles Linux-Menschen, also von Ja, daher. genau. Ja. Wir sind ja alles Pinguine. Ja, siehst du, den Pinguin hätte ich, dann hätte man hier hinten mal einen Luftfilter, hätte man dann nicht gesehen, Ja, hier hinten noch den Tux wie hinsetzen gesagt, können. ich hab nur die Eule, aber sonst. Ja. Nee, der Pinguin, der ist nämlich gerade in irgendeinem Karton, bis das Zeug alles umgezogen Siehst du, ist. ein Tux oder sowas müsste ich mir auch noch besorgen. Ja, den habe ich mir damals auf der CeBIT noch gekauft. Gibt's So. ja auch nicht mehr. Nee, gibt's auch nicht mehr. Lange ist es her. So, also. Ja, okay, deutlicher könnte es eigentlich gar nicht sein, ne? Also die neue Konzeptidee ist mit 9 Ja-Stimmen abgestimmt worden. Kein einziger fand das schlecht. Also mit dem, dass wir das auf zwei Auf zwei Folgen und so. Spalten. Ja, genau. Ja, ist ja fast wie so eine russische Wahl. Ja, genau. Hast die Wahl zwischen Zustimmung und Arbeitslager. Ja. Ja, gut, ich sag mal so. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts anderes erwartet, Nee, aber wir ich haben auch mal nicht groß. abgestimmt. Ah ja, schöne Grüße aus Österreich, hat da jemand geschrieben. Okay. Um Gottes Willen, Österreich. Bleibt Ist da es schon wieder unten. soweit? Behaltet eure Bartmode für euch. Ja. Wie gesagt, muss ich jetzt über den SharePoint oder kann ich es direkt über OneNote? OneDrive ist es eigentlich. Diese Microsoft. Schön. Diese schöne Cloud-Umgebung aus Ja, Redmond, das ist doch wunderbar. das ist ungefähr genauso toll wie, keine Ahnung, eine Wurzelbehandlung oder Ja. Schleifpapier abzulecken. Jetzt ist halt echt die Frage, machen wir jetzt schon eine Folge mit dem neuen Konzept oder machen wir jetzt nochmal nach dem alten Konzept? Was meinst du? Ja, ich würd heute nochmal eine alte machen, weil wir jetzt ja wissen, wie es ist. Ja. Und dann. Nee, ist okay. Also Das. wäre jetzt meine Idee, sondern du sagst, wir machen Dadurch, dass das jetzt gleich sowieso neu. alles so Freestyle ist, glaube ich, das kriegt man gar nicht so unbedingt schnell hin, ehrlich gesagt. Also,
Ja, wir machen nochmal eine alte Folge und dann lieber auch gleich mit David richtig, richtig auf die Kacke hauen. Es war halt witzig, wie er das gesagt hat, mal so beiläufig. Ja, da bin ich nicht da, da habe ich Klausurtagung und übrigens dann habe ich erstmal Urlaub und dann bin ich weg. Ja, wo bist du? Keine Ahnung. Urlaub. Urlaub. Irgendwo im So. tiefsten Kasachstan versumpft, weißt du? Ja, David ist so das Zwischending zwischen Malle-Urlauber und Sauftourist und zwischen dem, was ich, wie ich Urlaub mache. So dazwischen ist David so eine Mischung aus Pauschalurlaub mit einem 20-prozentigen Kulturanspruch. So kann man sich ihn vorstellen, Um Gottes was Willen. Urlaub angeht. Und ich bin halt eher derjenige, der halt Urlaub macht, um irgendwas anzugucken. Und ich bin weniger derjenige, der sich dann irgendwo an den Strand pflätzt. Und so unterscheidet sich das halt. Aber jeder, wie er macht, ganz ehrlich. Also da. Ja gut, ich bin halt immer nur, weil jetzt aufgrund von Behinderung wurde ich halt immer bei meinen Eltern mitgeschleift, ob ich jetzt gewollt habe oder Ja. nicht. Und jetzt lasse ich es erstmal, aber ich will mal schauen, wenn ich jetzt dann irgendwann mal ein bisschen halbwegs Kohle habe, Ja. will ich mal mit einer Bekannten nochmal schauen, dass ich vielleicht mal in den Urlaub gehe oder so. Aber dann müssen wir uns noch entscheiden, wo wir hingehen. Weil wir sind beide jetzt nicht so, dass wir sagen, es ist so, dass es so elend warm ist, am liebsten mal irgendwie mal irgendwo rauf an die See oder so. Ja, Skandinavien auch ganz schön. Kann man nur hinfahren. Aber ein was muss ich Microsoft lassen. Zwischen den Produkten lässt sich schön copy-pasten. Die Ja, Formatierung und alles. wenn das nicht noch gehen würde, dann wüsste ich auch nicht, was wir noch machen. Also dann Was kannst du kriegt ja, ihr dann überhaupt hin, so nach genau. dem Motto? Brot kann schimmeln, was könnt ihr? Ja. So, dann haue ich jetzt noch schnell unsere Umfrageergebnisse rein. Ja, dann machen wir da Klassikfolge nochmal. Und Legacy. genau. Es Legacy-Produkt. Ja, und ich glaube, das ist auch besser. Wir starten dann mit David in die neue, ins neue Format. Das ist auch noch so ein Ding an alle Brillenträger, immer noch alte Brillen aufheben. Weil es ist, ich habe eine, du lachst, es ist, wenn ich die verlieren würde oder die kaputt gehen, hätte ich ein Riesenproblem. Ich könnte kein Auto fahren. Also Ich kenne jetzt. es ja von meinen Großeltern, da ist es ja auch so gewesen. Die hatten ja dann auch so im Nachlass so gefühlt 40 Brillen oder so irgendwo noch in einem Schrank drin. So nach dem Motto, man könnte die ja nochmal gebrauchen oder zumindest, keine Ahnung, wenn mal die Brille kaputt geht, dann kann ich sie wenigstens noch wie so ein Monokel hier vor mir halten und kann dann Eben. halt was sehen. Ja, also ich Ja, das verstehe ist. euch Brillenträger schon. Ja, Also wie gesagt, das es kommt ist. dann darauf an, wie je nachdem, wie blind du bist, weil wie so die eine Ja. Bekannte von mir da, die kann sich zum Beispiel ins Kino setzen ohne Brille und so weiter und sagt, okay, da ist ohne Brille besser. Das kann ich Okay. zum Beispiel nicht. Also wie gesagt, ich bin ja eh blind wie ein Maulwurf. Ja. Aber da kannst du dann einmal sagen, okay, ich brauche nicht unbedingt eine Zweitbrille, aber also ich kann ja nicht ohne. Ich habe die ja direkt auf dem Nachttisch liegen. Es gibt ja so Leute, die da nachts auf dem Klo können ohne Brille, aber das Ja. wird bei mir dann auch schwierig. Also wahrscheinlich renne ich dann irgendwie gegen die Schlafzimmertür oder so. Das ist, wenn das immer so ewig lang dazwischen ist, ist Ja, immer das. schlimm. Das ist echt nicht schön. Vor allem, ich werde da jetzt wahrscheinlich radikal. Das sind sicherlich auch gute Themen dabei, aber hallo, es sind 86 drin. Die können wir auf gar keinen Nee, Fall, das geht nicht. können wir die Also das reinnehmen. können wir schon machen, wenn du mir ein vernünftiges Gehalt bezahlst, dann mache ich gern mit, aber. Ganz ehrlich, da hätte ich auch gar keine Lust, so die jetzt unbedingt. So was haben wir denn? Deswegen nehme ich die mal mit nach hinten. Die Umfrage der Woche, das können wir ja dann am Anfang machen, aber die Zuschauerfragen, die hauen wir dann mal hinten hin. Das ist eigentlich auch eine Frage. Was haltet ihr vom 9-Euro-Ticket im ÖPNV? Das haue ich auch mal mit hinten ran. Darunter, so rein. Kerngedanke rein. So. Der gute, vom guten Herr Knabe, ne? Kein Gedanke rein. Genau. So. Bei mir ist ja egal, bei den meisten Fragen immer eher Kerngedanke nein, aber ich habe schon gedacht, hier Stern, was hast du nun Sternhagel voll. mit dem. Ja, ich habe jetzt eher gedacht, du meinst irgendwie hier der Stern, also die Nee, Springer-Zeitung, aber da habe ich Gottes dann Willen. einfach gedacht, so, Steffen, machst mir Jetzt geht's Sorgen. los. Jetzt Du geht's los. machst mir Sorgen. Das ist. Ja. Haben dich deine Eltern nie geliebt?
So, ach ja, das nehme ich noch mit rein, weil das Video ist wirklich cool. Dieses von der Gigafabrik, diese Drohnenaufnahmen, falls du das noch nicht gesehen Nee, hast, habe ich noch nicht gesehen. das ist sehr geil. Ja, werde ich mir das wohl mal bei Gelegenheit anschauen müssen. Ja, ist auch nicht lang, aber das ist echt beeindruckend gut geschnitten und alles. Also das ist wirklich geil gemacht. Und David kennt diesen Drohnenpiloten, weil der ist in irgend so einer Gruppe, wo er drin ist mit Ja, wollte so gerade sagen, aber der David Drohnenmenschen. kennt doch eh irgendwie alle Drohnenmenschen in dem Forum, weil das irgendwie doch ach nur so eine inzestiöse Gruppe ist, bei der sich irgendwie jeder jeden kennt. Ich hoffe jetzt nicht, dass der David jetzt den Podcast hört. Ja, Ja, wenn doch, schöne Grüße. das hätte ich nachher so gesagt, Leg wenn dich er wieder da hin. gewesen wäre. Ja gesagt, wenn er da Okay, gewesen wäre, gut. du kennst mich doch, ich kenne da gar nichts. Ja, okay. So, was haben wir hier? Nee, Veraltete nee, das Technik. ist doch genauso wie beim Arbeitskollegen, der hat sich so ein Velomobil-Liegerad-Ding gekauft, das ist auch irgendwie so kleine Foren, da kennt sich auch irgendwie jeder jeden und Ja. es ist halt nun mal so bei so Nischenzeug. Und ja, Drohne, also wenn du es halbwegs professionell machst, ist es Ja. halt nach wie vor noch Nische. Auch das mit Ankerkraut, das Fass möchte ich jetzt gar nicht noch aufmachen, weil wenn das Ja, Fass gut, noch aufmacht. wenn ich damit anfange, ich halte von so Kaufgewürzmischungen eh nicht viel, aber. Ja. Aber das soll, also wir hatten das auch mal hier und ich fand das jetzt nicht mal so schlecht, aber ich bin jetzt auch niemand, der sich so ultra krass mit Gewürzen auskennt. Deswegen würde ich mir da jetzt auch kein Urteil erlauben Ja, ich wollen. auch nicht, aber das ist jetzt nicht sonderlich schwer, da sich vernünftig selber was zusammenzurühren. Ja, okay. Also zumindest für mich nicht, aber ich koche halt auch gerne, deshalb wird das andere. Ja, gut, das ist ja, Kochen und ich ist eher so Zweckgemeinschaft. So, was haben wir hier? Auf Windows gehe ich nicht mehr zurück. Ja, gut. Und wenn du mal Windows brauchst, es gibt genügend Eben. Virtualisierungsmöglichkeiten, also. Ich glaube, ich habe es auch schon mal mit David geschrieben, weil der jetzt dasselbe Linux hat wie ich auf dem einen Laptop. Ja. Irgendwann will ich mal, wenn ich nochmal Zeit und Lust habe, mir eine KVM so bauen mit Grafik durchreichen, dass ich praktisch dieses ganze Proton-Zeug nicht mehr brauche und nativ auf dieser KVM das Ganze dann laufen lassen kann. Ja, dann. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber bei Proton wird also mit jeder Iteration immer wieder besser. Und warum mir dann noch ein zusätzliches Microsoft-System drauf bügeln, wenn ich es so nutzen kann? Ja. Ja, ich muss echt Ja, jetzt frag mich. gnadenlos mit dem Rotstift hier durch. Das ist Zensur. Ich lasse mir von Ihnen das Wort verbieten. Sie haben mich ins Gesicht Gesicht gefilmt. gefilmt. Das ist illegal. Sie haben mich direkt ins Gesicht gefilmt. Ja, Fendt hat sie ja auch ordentlich erwischt mit der Ransomware. Wobei da, was auch witzig war, ich weiß nicht, hast du das mit drin, dass teilweise von Russland geklauten Traktoren John Deere, ja. von dir einfach ihren Master Switch umgelegt haben und Ja, das ist die geil. kompletten Geräte gebrickt? Ja, das habe ich jetzt nicht mit drin, aber das habe ich mitbekommen. Ja, das kann man ja dann noch erwähnen. Das ist so. Tja, das Dann. ist halt mal der einzige Vorteil an proprietärer Steuersoftware. Ja. Du kannst die Dinger zwar nicht selber warten, aber wenn sie der Russe klaut, hat er halt nur eine Tonne Metall. Ja. So. Ja, das ist auch was, wo ich neidisch so ein bisschen zu Apple schaue, weil es ist immer schwieriger möglich, ein geklautes iPhone oder irgendwie sowas zum Laufen zu bekommen. Das ist schon geil. So, was haben wir noch? Ach ja, Stream On, das mache Sag mal, ich, würde ich sagen. bin ich jetzt gerade komplett am Wahnsinn oder ist das ein Renderbild auf Heise von dem Fendt-Traktor? Es sieht doch aus wie Farming Simulator. Ja.
Ja, oder ein Marketingbild Ja, von das ist ja von Fendt, also, aber ja. das sieht halt arg nach Render aus, ich weiß halt, Ja. also irgendwie. Ja, das ist mir, also das fällt mir auch immer mehr auf, dass Firmen Das ist ja irgendwie. Pressebilder gerendert irgendwie Es raushauen. ist ja eigentlich nichts Verwerfliches, aber man sieht es halt, ne? Also wenn man es weiß. Ja, vor allem, aber wenn ich mir halt ein Produkt wirklich angucken will, finde ich das halt auch scheiße, ne? Also, warum kann man sich da nicht die Arbeit machen und das ordentlich irgendwo Ja, fotografieren lassen wollte gerade von einem. sagen, du musst ja nicht mal unbedingt, wenn du da irgend so ein Feld hast, kannst du das Ding ja mal draufstellen. Ja, eben. Also, und kannst du mir glauben, Fendt hat mit Sicherheit ein Testgelände, wo die ihre Ja, Traktoren klar. testen. Also. Die haben jetzt sogar, wie gesagt, die Nachbarn von unserer Firma, das ist SRAM, wenn dir das was sagt, die machen Ja. so, die haben ja sogar eine Teststrecke hinter ihr, also bei uns hinten im Hafen. Das ist jetzt Ja, keine macht große ja Test, Sinn. das ist jetzt keine große Teststrecke, da haben sie halt irgendwo beim Bauhof mal, keine Ahnung, 400 Kubik Schotter und Erde geholt und haben halt da irgendwas aufgeschüttet und fertig. Ja. Ja gut, du brauchst jetzt für ein Fahrrad kleinere Testgelände als für solche größeren Landmaschinen, aber trotzdem. Das ist auch was, da kann ich, also das kann ich nicht wirklich nachvollziehen, warum David so viel und so gern bei eBay Kleinanzeigen kauft. Das ist irgendwie ein Rätsel für mich, aber gut. Also ich habe mal ganz früher bei eBay halt, wie ich noch jung und kein Geld hatte, halt gebrauchte Spiele gekauft, wie das noch ging. Gekauft, aber verkaufen. Auch, also habe ich auch schon gemacht. Ach Also so, ja. das war ja noch die ganz große Anfangszeit von eBay. Also da konntest du ja auf eBay ja gar nicht ohne PayPal bezahlen. Da war das ja alles noch, Naja. also war das ja Aber komplett. das ist ja die normale eBay-Plattform. Aber Kleinanzeigen ist ja Nee, nochmal eine da. andere Nummer. Das ist ja. eBay Kleinanzeigen hat nun mal meine Mom für Dings für Wohnungsvermietung mal gemacht, aber da hat sie auch gesagt, das ist, da kriegst du relativ viel fragwürdige Leute. Also Oh ja. da haben dann auch schon, also da hast du dann Leute, die nicht mal einen grauen deutschen Satz Satz rauskriegen. rausbekommen. Ja, genau. Na gut, stimmt, ich habe die eine Wohnung, wo ich mir angeguckt habe, habe ich auch auf eBay Kleinanzeigen den Makler angeschrieben. Ja. Aber das war auch ein, also das war ein offizieller Makler. Also jetzt nicht, da hat es halt nur über eBay Kleinanzeigen mitverwertet. Ja, also wir haben ja versucht, das Haus von meinem Opa auf eBay Kleinanzeigen anzubieten. Das war Also Katastrophe. Haus würde ich da gar nicht, weil da würde ich mir dann Das, schon eine vernünftige Plattform suchen. ja, wir haben das dann, wir waren ja auch auf anderen Plattformen letztendlich, aber kam auch über mobile Immonet und so, ImmoScout, ja. kam so viel Dreck rein, wo wir dann irgendwann gesagt haben, ey, kein Bock. Und irgendwann ist es dann einfach auf eine Maklerin hinausgelaufen. Das war dann okay. Das war, also, da waren auch Leute, das war halt auch ärgerlich. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, weil der wohnt ja jetzt oder hat nicht um die Ecke gewohnt, sondern schon 50 Kilometer entfernt. Dann bist du da für Besichtigungen hingefahren. Also, wir hatten an einem Tag, hatten wir eingeplant, 4 oder 5 Besichtigungen. Gekommen ist einer. So, dann fährst du da hin. So, dann teilweise rufen die dann an, ja, wir stehen jetzt vor der Tür, hä, und niemand macht auf. Wir so, ja, wir hatten vor 2 Tagen den Termin. Ja, aber ich stehe jetzt vor der Tür. Wirklich so am Telefon. Und ich so, ja, aber, ne? Wir können ja jetzt mal eben schnell hinfahren und. Beziehungsweise der Termin war gestern, wenn der jetzt, das Ding kann jetzt theoretisch schon weg sein. Ja, eben, naja, gut, ich meine, bei einem Haus, das dauert schon, bis Ja, du aber du das weißt, was ich wegkriegst, meine. aber Also ja, die Sache ist genau. ja, der Kaufvertrag ist ja in dem Sinn theoretisch schon mündlich geschlossen, wenn dann der eine sagt, keine Ahnung, kommt, sagt, ja, ich nehme die Bude, dann ist es ja im Grunde Es ja war auf die jeden Fall, Formalität halt noch. also es war auf jeden Fall ultra dreist und ultra frech und also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Und da waren Leute halt vor Ort gewesen, das war absolut, also ich war so froh, wie das dann weg war und die Maklerin sich gekümmert hat, das war einfach eine absolute Erleichterung. Auch wenn du denen unverschämt viel Geld gibst für gefühlt kaum Arbeit, aber einfach dieses mit den Leuten sich da auseinandersetzen und dieses, wo halt, da waren halt Leute dabei, die haben halt versucht, das für ein Appel und ein Ei zu bekommen, das Haus. Na, also das war halt einfach nichts. So, und dann ging das zum Glück über die Maklerin dann relativ entspannt.
Und aber die hat natürlich auch ordentlich was bekommen, das ist klar. Ach ja, ich habe mir mal nur die Videobeschreibung von dem Funkding durchgelesen, also der Halleluja. Wenn du das mit der Reporterin meinst jetzt, ey, wenn du dir das Video auch anguckst, also ich weiß ja nicht, ich bin jetzt nicht so in dem Studentengame drin und in dem, ich bin jetzt auch kein klassischer junger Erwachsener, ne, deswegen kann ich vielleicht vieles nicht nachvollziehen, aber also bei der war es ja wirklich so, die hat es ja so dargestellt, wie wenn das einfach normal ist, dass man sich zwei, dreimal die Woche wirklich die Kante gibt. So, zwei, Also und es da. ist jetzt nicht unüblich, dass du dich im Studium mal zusammenlässt. Also so ist es nicht, aber. Das meine ich ja, da bin ich ja wahrscheinlich auch der falsche Adressat, aber das war halt so, also für mich eine völlig skurrile Also Welt. wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt halt kenne, ist von den ganzen Verbindungsheinis, dass die sich halt da durchaus öfter mal Druck betanken. Und das ist, ich rede jetzt von Studiengängen, die dafür bekannt waren, dass sie Cuba Libre aus dem Maßkrug trinken. Also das ist, der Informatiker und Elektrotechniker feiert schon mal gern, aber meistens halt nicht. Also zumindest jetzt die sagen, wo ich dabei war, haben sich jetzt eigentlich, sind eigentlich nie ausgeartet. Ja. Nee, also bei der, und dann war halt so die Aussage, ja, also sie kann sich kaum, also nee, warte mal, was war die Aussage? Sie hofft, dass sie, dass ihre Freunde sich nicht von ihr abwenden jetzt, weil sie dieses Experiment macht, 30 Tage ohne Alkohol, wo ich mir denke, was sind das für Freunde, wenn praktisch meine Freunde sagen, ey, du trinkst kein Alkohol mehr, jetzt können wir mit dir nichts mehr anfangen. Tja. What the fuck? Oder ja, sie können sich da nicht, oder was war noch eine Aussage? Ich Hat versuche mir das jetzt irgendwie mal gemeint, eigen. sie ist irgendwie unleidlich dann oder Ja, auch. oder Oder dann die beziehungsweise Aussage. die sind sie sind nur ist nur irgendwie mit Alkohol ertragbar oder irgendwie sowas? Ja, dann war noch die Aussage gewesen irgendwie, ja, ich treffe mich mit meinen Freundinnen und Freunden irgendwo in der Bar und vermutlich ohne Alkohol wäre der Abend schon nach ein, zwei Stunden vorbei gewesen. Wo ich mir so denke, also wahrscheinlich wäre es bei mir umgekehrt gewesen, wo ich sage, okay, ohne Alkohol hätte ich mich ultra verquatscht mit meinen Kumpels und Freunden und so. Und mit Alkohol wäre es wahrscheinlich schneller zu Ende gewesen. Aber so können sich halt die, also so anders sind halt die Leute, ne? Muss man halt wirklich mal sagen. Ich bin da halt auch, oder wir sind da keine Prototypen für die meisten jungen Erwachsenen, muss man halt mal ganz Na klar gut, ich sagen. bin eh Und komisch, also von daher, das ist ja, ich auch, aber das ist, wir sind halt Informatiker, das. kommt noch erschwerend hinzu, ja. So, jetzt bin ich richtig ausgestattet. Eine Tasse Kaffee, einmal Wasser. Jetzt kann da nichts mehr schief gehen. Ich habe hier noch das gute Zirndorfer Brauschankbier, Landbier alkoholfrei. Sehr schön. Und noch eine Flasche kalten Tee. Aber der ist nur, wenn ich da noch Jetzt durchstehe. überlege ich, ob ich hier mal ein bisschen noch verdunkle. Verdunkeln Sie, Herr Kolbe. Ja, dann ist es nämlich nicht mehr so von der Seite so. Ja gut, bei mir geht's noch, ne? Oder geht's hinten Ja, das ist ja, das ist völlig vom okay. Balkon. Also mich wundert es ein bisschen, weil es ist ja eigentlich Gegenlicht, das ist ja eigentlich maximal schlecht, aber das ist okay. Also kann man nicht meckern. Wie gesagt, ich kann immer Okay. noch ein Rollo runterlassen. Das, Ah, lass mal stecken. Ich denke, das passt. wo war denn das? Das gibt, musst du mal gucken, es gibt so einen Internetrechner, da kannst du, egal was, ich glaube. Also es gibt verschiedene, da kannst du einen Namen eingeben oder eine Zahl und der rechnet dir immer auf 666 aus. Ich glaube, das hast du mir oder David schon mal geschickt. Also irgendwo Der, in unserer ja, Bubble hier ist es auf jeden der, Fall schon mal das ist so aufgetaucht. ein dämliches Teil, aber halt witzig. Ja. Ich glaube, das habe ich schon mal rumgeschickt, weil ich sowas sehr Wahrscheinlich. feier. Ja, also irgendwie kommt mir das auf jeden Fall gerade sehr bekannt vor. Und sowas, jetzt ist gerade, glaube ich, der Streaming-Server weg. Okay. Hoffen wir, dass alles geht. Ja.
Also im Moment sieht es gut aus. Ich höre uns noch. Ich hoffe, dass ich dran denke, das dann rauszuschneiden. Ja, mach mal dann mit dem Cloudfiller weiter, ne? Ja, machen wir gleich weiter. Ich wollte jetzt irgendwie noch einen Satz rausbringen, aber Ja, jetzt weiß ich dann nicht. machen wir noch einen kurzen Satz, dass wir jetzt weitermachen. Und Ja, genau. Warte mal, schreibe ich noch schnell mir eine Notiz rein. So, dann habe ich das auch drin. Ansonsten, wenn ich es vergessen habe, dann können sich die Zuhörer und Zuschauer freuen. Technische Probleme. Ja, genau. Nee, ich glaube, wir haben jetzt auch alles zum Finn Kliman gesagt. Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Also. Oh Gott, meine Augen sterben. Warum habe ich auf einmal allergische Reaktionen, Steffen? Ich will nicht. Das ist eine gute Frage. Warum ist Natur scheiße? Ja, zu viel Natur tut auf Dauer nicht gut. Ist Elbersdorf irgendwas am Eskalieren? Ja. Ja, da eskaliert's. Steffen, ich komme dich abholen. Na gut, jetzt können wir sowieso noch nicht aufnehmen, weil ich schätze mal, das wird nicht das letzte Fahrzeug geblieben sein. Ja, einfach mit rein. Live und ungeschnitten. Live ist live. Na, 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 na. Ja, so Bild habe ich immer noch nicht bei YouTube. Er sagt zwar hier sehr gute Verbindung, aber davon kann ich mir natürlich jetzt auch nichts kaufen. Stream PN. Ja, aber ist ja Exposure. Aha, da ist er. Der Lichter, der Dichter. Egal wie krass du bist. Goethe war Dichter. Goethe war Dichter. Ja, so ist es. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt habe ich schon so viel Kaffee gesoffen durch die ganze Aufregung. Tja, Steffen, das wird im Alter nicht besser. Da musst du die grausame Macht des Arzneikürbis. Ja, Grano Fink macht's möglich. So. Regie-Tablet. War das nicht irgendwie von eurer Mütter, dass ich abends gern was trinke, ist kein Problem, dann Grano Fink? Ich glaube schon, ja. Es kommt mir auch so bekannt vor. So. Haben wir auf dem Stream Ton? Wahrscheinlich schon, oder? Wir haben für Ton bezahlt. Haben wir auf dem Stream Ton? Wahrscheinlich schon. Oh. Wir haben für Ton bezahlt. Gut. Ton ist da. Das heißt, ich gehe jetzt mal kurz ums Eck und dann bin ich wieder da. So. Läuft der Stream noch? Das ist jetzt die Frage. Schaut gut aus. Ja. Okay. Da würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Und was haben wir denn noch alles? Ja, geht schon. Wie viel haben wir noch? Ich habe heute überhaupt kein Gefühl, wie viel, weil wir jetzt hier nichts weiter haben. Zeitmäßig. Ja, weil. Wie viel erstmal, netto? Ja. Erstmal, weil wir es zeitmäßig nicht mehr haben und zweitens mal, weil das ganze Ding komplett ins Abgeraucht ist. Ja. Anyway. So. Um Gottes Willen, ich glaube, die Schneidearbeit, um die beneide ich echt nicht. Nee, vor allem nach dem Ausfall, das ist schon. Ja, ich hoffe mal, ich habe mal vorhin in die Datei geguckt, die auf YouTube noch da mit rumgeflackt ist. Jetzt zum Glück haben wir einen Backup-Stream. Ja, also ich bin echt froh, dass ich das mal gemacht habe. Die war aber danach irgendwie mal kurz abgerissen. Also es war dann irgendwie so, also es war irgendwie alles drauf, aber irgendwie hat gefühlt was gefehlt. Dann waren mal drei Sätze wieder da mit dem, wo wir uns dann gesagt haben, ja, hoffentlich geht's wieder. Und dann war es Ende.
Okay, also ich habe den Stream ja hier unten laufen, also der lief eigentlich jetzt immer Na, flüssig. jetzt nicht, also vorm Big Reset. Also vom Great Ja, genau, Reset von Great der Reset. Cloud. Genau, Ich habe übrigens, bevor sie die Matrix, die Simulation umgeschalten haben. genau, ich habe übrigens jetzt eine Rückmeldung bekommen vom Support. Was sagen sie? Die sagen jetzt, es gab ein Netzwerkproblem am Router, Nürnberg Core 11, also Core-Router von denen. Und alle Systeme, ja, also, und ich weiß ja, die haben ja Juniper im Einsatz. Und wenn du so einen Juniper durchfährst, das dauert ein bisschen. Ja, ich sag doch, Und da hat ein Azubi einen Kaffee reingekippt. oder die Putzfrau den Staubsauger angesteckt. Und ja, das, man muss ja auch dazu sagen, also ich meine, ich weiß ja, dass die jetzt nicht irgendwie das vorsätzlich irgendwie, Wollte gerade weißt du, sagen, das ist ja Kaiser Wald- und Wiesenbetrieb. genau, richtig. Also ich meine, jetzt irgendwo bei so einer 2-Euro-Hosting-Bude, da würde ich sagen, okay, aber bei denen, da kannst du von ausgehen. Ich war ja schon mal zweimal in ein Rechenzentrum von denen drin, wegen Führung und dann auch für unsere Co-Location. Und da ist alles redundant, alles sauber verkabelt und so. Also ja, mei, also Fehler passieren den besten. Wenn ich mitkriege, wie oft AWS irgendwo mal Schluck auf hat oder bei AWS dann auch mal Daten hinten runterfallen und dann einfach weg sind, ja, das, da glaube ich, da ist es noch das kleinere Übel. Gerade sagen, also ich bin gerade überlegen, wer von uns hätte eigentlich schon mal irgendwann wirklich zum Saufurlaub aufgerufen. Also fällt mir jetzt auch niemand ein, auch aus dem ehemaligen Team. Ja, es ist halt, ich habe es ja auch schon gesagt in Bezug auf diesen Beitrag, wir sind halt jetzt auch nicht der Otto-Normal-Verein hier oder die Ja, Otto-Normal-Leute. Es ist halt dann bei wir uns. sind, wollte gerade sagen, wir sind halt irgendwelche komischen Nischeninformatiker. Ja, und bei uns sind halt auch weniger Leute, die halt einfach so mal eben nach Malle fahren und da die Sau rauslassen oder so. Das ist halt dann eher eine andere Zielgruppe. Und Ja, ja. aber selbst in der Metal-Zielgruppe sind wir jetzt auch nicht so die Fraktion, die sagt, ich schirme da auf jedem Festival irgendwie drei Flaschen Doppelkorn und so ein Liter Met Nee, rein. nicht wirklich. Also Also. wenn die da teilweise mal so, wenn du so weißt, was abgeht, so die Besäufnisse auf manchen Festivals. Ja. Ja, wobei Metalcore-Leute, die sind ja dann Straight Edge und so weiter, da ist ja sowieso dann nichts mit Alkohol und Drogen. Also, Langweilig. ja, mei, also ich meine, man kann nicht überall spannend sein, sage ich immer. Es ist, ich habe dafür andere spannende Eigenschaften. Ja, Da muss ja. ich nicht mit Alkohol und Drogen irgendwie. Ja, das ist auch irgendwas, weiß ich nicht, das hat mich nie wirklich fasziniert. Und für mich ist halt auch so das Thema, die Kontrolle über sein eigenes Leben komplett zu verlieren. Jetzt Ja, das bei Drogen ist. oder so, das ist halt was, das finde ich halt auch Man nicht geil. wollte gerade sagen, man Das muss tört mich halt nicht schauen, an. was und wie. Genau. Das ist halt, aber es gibt halt Leute, die brauchen das und die haben vielleicht auch einen anderen Freundeskreis. Das ist halt eine der Sachen, wo ich sage, da bin ich voll bei dir mit der Legalisierung. Ich meine, ansonsten finde ich Cannabis trotzdem immer noch teilweise. Also ich habe neulich auch einen Beitrag von jemandem aus einer Suchtklinik gesehen, wo man halt Ja, sagen muss, das. also es ist immer noch kein, es ist keine Schokolade. Nein, Es ist das. auch, also man muss halt schon damit wirklich umgehen. Aber es gibt halt Leute, die können halt wirklich damit Na. umgehen, muss man halt ehrlich sagen. Und im medizinischen Bereich ist es halt echt eine Chance, muss man ganz ehrlich Na sagen. Es ist klar. eine Chance, Leuten ein besseres Leben zu Also gewährleisten. ich weiß es auch von Leuten, die halt wirklich chronische Probleme mit Schmerzen haben. Ja. Und bei denen ist halt auch, hilft es halt teilweise auch richtig gut. Das glaube ich aufs Erste. Also Also. auch zum Beispiel auch so bei so Sachen, wo klassisch schlecht therapierbar sind, wie Spastiken und so weiter, was halt auch Ja. hauptsächlich Verspannungssachen sind, Ja. ist das Zeug halt extrem gut. Ja. Nee, das glaube ich. Also. Ja, also, weil ich Ja, habe halt dann auch wieder. es ist halt nach wie vor immer mit Maß und Ziel und Übertreiben. Das ist genauso, weil wir es ja auch mit der Funkreportage haben, dass in der deutschen Gesellschaft leider Alkohol immer noch viel zu verharmlost wird.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist allein schon, wie du ich meine, das spricht schon Bände, wie du angeguckt wirst irgendwo, wenn du sagst, ja, ich trinke keinen Alkohol. Das Gefühl, dass da außen noch die Vögel in der Luft stehen bleiben und dich angucken. Und dann hier mach mal die Bühne frei, wir müssen jetzt mal kurz eine Rede halten hier, der trinkt keinen Alkohol. Das ist echt krass. Und man kriegt es ja auch von Influencern mit, die dann sagen, hey, wenn ich jetzt so irgendwie auf Events, auf Galas, auf Partys von irgendwelchen Agenturen bin und so weiter, da kann schon echt auch passieren als Influencer, dass ich irgendwann Alkoholiker werde, auch Politiker, Ja, die von Empfang zu wollte gerade Empfang sagen, gehen. der klassische Sektempfang, ne? Genau, der gehört überall dazu und dann wirst halt blöd angeguckt, wenn du dann als Politiker da kein Sekt trinkst und im Endeffekt bist du dann relativ schnell, wenn so ein Politiker drei Termine am Tag hat, dann bist du Na, relativ das schnell dabei. wollte gerade sagen, das ist, da bist du schon mal ordentlich im Drehen. Genau, und das ist halt was, das hat sich so eingebürgert und Alkohol überall, das ist unglaublich. Und da muss man wirklich sagen, da kann ich jeden verstehen, der halt sagt, ja, da muss er aufpassen, weil es halt überall präsent ist und auch völlig normal ist für viele Leute, dass halt überall Alkohol am Start ist, ne? Tja. Vielleicht noch was zum Schmunzeln. Heutige Traffic-Statistik für den Podcast: 119 Gigabyte hat das Streaming jetzt durchgehauen, durch den Backbone. Der Backbone freut sich, hat er mal ein bisschen Arbeit gehabt. Ja, Sonntag ist in der Kurso4U Cloud relativ wenig los, weil ja die ganzen Firmen Die, nichts ja, wollte gerade reinpumpen. sagen, die Aktion mit dem, wo ich noch in der Hochschule war, wo sie rausgekriegt haben, wir haben die Hochschule Coburg hat einen eigenen Backbone an die Coburger Leitung, habe ich schon mal erzählt, oder? Ja, die sind ja über Darkcore am Genau, Glasfaser. die haben ja dann eine Glasfaser-Backbone, wo das dann die Informatikstudenten rausgekriegt haben. Das kannst du meinetwegen aber damit reinschneiden. Da haben sie sich dann teilweise in die Vorlesungen geguckt und haben halt die komplette Steam-Bibliothek runtergezogen, weil halt das Internet Wollte geben. Ja. an der Hochschule relativ gut war, anstatt halt im Studentenwohnheim oder daheim irgendwo Nö, das. in Dings. Und da haben sie halt dann mal die ganze Steam-Bibliothek auf ihr Laptop, weil. Das habe ich immer noch nicht verstanden, warum sich der Informatikstudent einen Gaming-Laptop mit in die Hochschule schleppt. Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt nichts, was jetzt Coburg exklusiv ist. Also Nee, ich glaube aber auch, halt so wo die. Felix ist in Frankfurt an der Ja, Goethe-Uni, die sind das ja ist der auch Klassiker. super angebunden und ich könnte mir vorstellen, dass auch der ein oder andere dann sagt, naja, dann lade ich mir halt mein Zeug dort runter. Ich meine, wir sind in Deutschland, ne? Also wir sind nicht in Wieso Schweden, wo jeder zu net, Hause ein net, net, Gigabit net, hat oder in Netzwerktechnisches Schweiz. Entwicklungsland. Genau, oder in der Schweiz, wo halt es völlig normal ist für was weiß ich, für 1.000 € im Jahr 10 Gigabit Internetanschluss zu haben. In der Schweiz, das muss man sich mal überlegen. Also von daher, ja, das ist, und ich habe ja jetzt erst, also das ist ja auch öffentlich, das ist ja auch kein Geheimnis, dass die Darkcore dort Versorger ist, weil die waren erst in der Zeitung gewesen, weil die jetzt für die Hochschule noch Gebäude irgendwie über Glasfaser anbinden und da von der Deutschen Bahn eben Glasfaserstrecken gemietet haben, um dort ein anderes Gebäude noch mit anzubinden. Ja, das ist ja, für eine Hochschule ist es ja Haben die wichtig, jetzt Internetanbindung. den Technikbau oben, den Informatikerbau dann wahrscheinlich fertig, ne? Weil den haben sie damals angefangen, wie ich noch Ja, oben war. genau. Da geht es aber jetzt, glaube ich, um eine Anbindung zu einem Standort irgendwie Burgkunststadt oder irgendwas. Also, muss ich gerade mal raussuchen. Darkcore. Burgkunststadt? Nee, also irgendwas. Irgendeine Anbindung war das. Also, es geht um Landkreis Coburg-Lichtenfels und Kronach. Und wie gesagt, das sind 60 Kilometer Glasfaser, 66 Kilometer Glasfaserkabel, die eben von der SYK Darkcore bei der DB Broadband, das ist scheinbar eine Tochter von der Deutschen Bahn, die Glasfaserkabel vermietet, ja, angemietet wurden. Und da geht es scheinbar auch um die Verbindung nach Lichtenfels und neue Hochschulstandorte in Kronach und Lichtenfels, die sollen damit verbunden werden. Und das macht halt eben die SYK-Darkcore mit Hilfe von diesen Backbone von der DB und macht ja Sinn. Die DB hat ja überall Glasfaser an den Wollte gerade sagen, Strecken die haben liegen. ja, da, die haben ja, wenn sie neue Strecken bauen, glaube ich, legen die ja gleich Glasfaser mit rein, ne? Ja, überall.
Und was auch in Nürnberg ganz interessant ist, das habe ich vom Rechenzentrum in Nürnberg erfahren, dass dort die Berufsfeuerwehr sehr viele Glasfaserleitungen verlegt hat und natürlich auch Okay. Stadtwerke und so weiter. Und davon profitiert dort halt der Rechenzentrumsstandort. Also Nürnberg hat ja, ja, die, wie heißen sie alle, zum Beispiel die Noris Network oder auch dann die Hetzner natürlich, aber auch dann noch ein paar andere Firmen, die, Mensch, wie heißt denn die andere Bude? Da hat Gronkh früher gehostet. IP Networks? Nee. IP Exchange, aber ich glaube, die heißen mittlerweile anders. Die sind ja auch in Nürnberg. Also Nürnberg hat einige Rechenzentren. Und ja, und Contabo zum Beispiel auch noch. Und davon profitiert halt dieser Standort, weil eben die Feuerwehr so viele Glasfasern dort verbuddelt hat. Ah, interessant, da bist du gegenüber von einem sehr guten Weinhändler gewesen. Ja, gut, als jemand, der keinen Wein mehr trinkt, ist es. Wobei es soll ja auch alkoholfreien Wein mittlerweile geben. Aber das habe ich jetzt noch nicht wirklich Ich habe es ausprobiert, ob man ausprobiert. Ich das. habe hier, glaube ich, schon so. Also ich kann dir sagen, ich habe so zumindest mittlerweile schon großteils alle von alkoholfreien Plörren, die es in Deutschland so als, dass du so Alibi-Alkoholiker sein kannst, ausprobiert. Ja. Und ich habe bisher nichts gefunden, was schmeckt außer alkoholfreies Bier. Und selbst das ist, wenn du mal wieder ein echtes Bier getrunken hast, ich habe bei meinem Vater seinen Geburtstag einen Schnitt, also aus einem kleinen Bierglas, einen Schnitt getrunken, mal einfach nur einen halben Schluck um, Ja. dass du mal sagst, okay, ich. Die Geschmacksknospen mal wieder zu Genau, mal stimulieren. reaktivieren. Ja. Und es kommt nicht dran. Also es ist, da fehlen einfach gewisse Nuancen. Ja, das glaube ich. Ja, das ist auch wie entkoffeinierter Kaffee, ist ja ähnlich. Ich habe jetzt mal einen guten gefunden, wo man dann halt auch, ja, sich auch mitten in der Nacht nochmal ein Tässchen gönnen kann. Aber ich sag mal so, das ist jetzt trotzdem, also ich würde jetzt nicht immer diesen Kaffee trinken, aber manchmal hast du halt so das Bedürfnis, aber du weißt, rational gesehen, wenn du jetzt einen Kaffee trinkst, hast du ein Problem. So, und deswegen habe ich mir sowas mal gegönnt. Das ist auch so ein, was ich glaube, bei DM oder so. Das ist irgend so ein Okay. Bio-Fairtrade Woker-Kaffee, den ich mir da gekauft habe, aber nicht von Finn Kliman. Und der schmeckt tatsächlich nicht wie die hinterletzte Plörre und der kommt sehr nah ans Original ran, an so einen schönen Kaffee. Ja gut, da bin ich aber dann auch verwöhnt, weil ich kaufe mir ja meistens nur, oder ich kaufe mir viel, wie gesagt, in der örtlichen Rösterei. Das Ja, ist ja dann auch die, nochmal. ja, genau. Ja, ich habe jetzt mal, weil ich bei denen schon mal was im Urlaub mitgenommen habe, von dieser Kaffeerösterei in Hamburg, von der Speicherstadt, da habe ich mir mal was bestellt. Die haben einen Online-Shop und das ist halt wirklich auch gut. Schweinfurt, da werde ich mich auch noch mal durchtrinken durch den Kaffee von denen, Ja, definitiv. also es, die ich meistens trinke, oder die ich habe, die sind südamerikanische, die sind eher so ein bisschen nussig-schokoladig, weil die Ja, das anderen. ist gut, weil ich mag es jetzt nicht unbedingt, dass der. Also Dahlmeier ist so ein Kaffee, der. Also meine Eltern mögen den, ich mag den überhaupt nicht. Da fehlt mir so ein bisschen dieses Nussige, dieses Aroma einfach oder die. Also das ist einfach nur bitter. Einfach nur bitter und keine Ja, Aromastoffe, das irgendwas. geht gar nicht. Das mag ich überhaupt nicht. Während so Lavazza ist da schon besser, wenn wir Aber jetzt bei der den Lava, also großen. ich sage jetzt mal, für Kaffee von der Stange ist Mainstream-Kaffee Lavazza. ist Lavazza echt gut, finde ich auch. Aber das ist auch wieder so Geschmackssache. Es gibt Leute, die finden Dahlmeier wirklich geil, aber Welcher ich auch kann das gut nicht empfehlen. ist der Illy oder wie der heißt. Wo gibt's den? Was ist das für Den einer? kriegst du meistens nur in entweder ganz, also bei Italienern. Okay. Oder wenn du im Süden unten bist, das ist so Das einer. muss ich mal abchecken. Also der, ich weiß jetzt nicht, wie heißt denn der? Also ich glaube irgendwie Illy oder Lilly. Lilly, ja gut, warum nicht? Also das Logo ist so ein Typ mit einem Fes. Mit Y kann das Ja. sein? Ah ja, ja doch, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Tatsache. Bombe. Naja, was halt auch cool ist, einmal natürlich das oder Zubereiten ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Kaffee zuzubereiten.
tut ja nicht jeder einfach wie ich die Bohnen in den Vollautomaten kippen und mach ich aber ja wobei, auch nicht. da Ich kannst habe du auch ja. sehr viel falsch machen beim Vollautomaten, also kann man auch sehr viel reintanzen. Und dann ist ja noch das andere Thema, was ich halt auch geil finde bei einer Kaffeerösterei, einfach mal vor Ort probieren. So, wenn ich jetzt Das irgendwo was ist, online wollte gerade kaufe, sagen, das ist bei dann. denen ja auch so. Wenn du fragst, die machen dir vom kompletten Kaffee, den sie da haben. Also wenn du hingehst, sagst, Tests, Proben, nee, nicht ja. mal Test. Also du kannst normalen Ladenbetrieb, die haben halt vorne Kaffee. Kannst du hingehen, kannst dich reinsetzen, wenn du weißt, welchen Kaffee sie da haben, kannst du sagen, okay, ich möchte eine Tasse Tunki oder Monatskaffee und den machen sie. Und du Ja. kannst theoretisch, das hatte ich auch schon mal, fragt sie dich dann, oder du kannst auch sagen, welche Zubereitungsart. Also du Ah ja. kannst dann theoretisch sogar sagen, ich möchte ihn aus der French Press. Das ist geil. Ja, okay, das hat was. Ja. Abhängigkeit viel, viel eher, als dass du die physische hast. Ja, klar, ich meine, Kaffee verbindest du halt auch damit hier, was Ja, weiß ich, als Wachmacher, als früh zum Aufstehen. früh zum Aufstehen. Das ist ja auch, also das ist ja wirklich so, ich wenn früh aufstehe, auch Homeoffice, gerade im Homeoffice, der erste Gang, also nach Toilette, Dusche und so, ist dann zur Kaffeemaschine und vielleicht davor den PC noch einschalten, aber nichts großartig anrühren. Bevor die erste Mail geöffnet wird, steht hier eine Tasse Kaffee, schön. Das ist so, das gehört bei mir einfach dazu. Das ist für mich einfach, ja. Das ist Leben, so und auch am und auch am keine Ahnung, im Urlaub auch mal abends noch eine Tasse Kaffee. Gibt nichts Geileres, als auf der Terrasse zu sitzen im Sommer und noch eine Tasse Kaffee abends zu trinken. Das ist geil. Das mag ich einfach. Das ist einfach. Oder irgendwo im Urlaub. Bin irgendwo im Urlaub und war abends gut essen und dann noch schönen Kaffee. Die einen trinken einen Schnaps noch hinterher, ich trinke eine Tasse Kaffee. Ist nachweislich besser. Also wenn du zur Verdauung hilft ein Espresso mehr als ein Schnaps. Genau, ja, das ist natürlich auch wahrscheinlich die gesündere Variante für die Leber und so. Wobei ich glaube, bei zu viel Kaffee ist, glaube ich, für die Leber auch nicht so geil. Ja, zu viel nicht, aber Kaffee, In also Maßen. wurde mir zumindest erzählt, hilft sogar bei Leberproblemen. Echt, okay. Also mir haben sie, also mir wurde gesagt, weil ich hier, wie gesagt, mit der Leber Probleme hatte Ja. oder habe. Dass du bei. Lass es raus, Steffen. Ja, das ist, ich glaube, ich habe auch irgendwie Allergie-Scheiß. Habe ich sowieso, aber Dass ja. du halt, wie gesagt, mit. Also mit Kaffee, das eher so ein bisschen von durchblutungsmäßig und so weiter hilft. Ja, gut, das kann gut sein. Das ist genau das Thema auch mit Sport bei mir, ne? Wo ich dann jetzt auch sage, okay, ich habe jetzt die letzten Tage jetzt auch wieder regelmäßig jeden Tag ein bisschen Sport gemacht. Ich fühle mich gut. Ich bin wirklich fit jetzt. Also was heißt fit? Also ich fühle mich besser als davor. Und ich habe jetzt auch durch Corona habe ich auch echt viel zugenommen. Also es sind fast 7 Kilo gewesen Ja, jetzt siehst du, die in habe ich den 2 Jahren. abgenommen. Ja, also ich müsste Ich habe jetzt. sogar mehr, ich habe sogar mehr abgenommen. Ich muss mal schauen. Ich muss mich mal wieder wiegen, weil ich hatte letztens sogar schon Untergewicht. Okay, krass, ja. Also ich bin im Moment wirklich dabei und ich hoffe auch jetzt, dass ich es wirklich durchziehe jetzt. Und ich habe jetzt da auch. Ja, was ich gemerkt habe, ist, es ist wirklich, also zumindest war es bei mir 100% Willen. Ja, also ich muss halt jetzt wirklich schauen, weil wenn ich es jetzt nicht mache, Es das wird nicht wird von besser. Jahr zu Jahr schwieriger. Das wird von Jahr zu Jahr schwieriger und wer weiß, was man sich da noch mit einfängt dann. An Krankheiten, deswegen, das muss nicht unbedingt sein. Ja, deine Knie freuen Und sich. ja, und ich Knie, merk's, Bandscheiben. ja, und ich merk's halt auch jetzt so Sachen, wo ich halt merke, okay, du bist dann halt viel schneller außer Puste als früher. So, wenn ich jetzt überlege, so nach den 2 Jahren ohne Messe, ohne alles, wo man halt viel unterwegs ist, ob ich jetzt nochmal eine komplette Gamescom-Woche von 2013 durchstehen würde, körperlich. Man weset nicht. Also das. Ja, du bist alt, also von daher, Steffen, du musst du mal Naja, wieder aber ordentlich joggen gehen. man muss. Ja, Joggen ist halt genau das Falsche bei Übergewicht. Ja, freilich, Genau das Falsche. weil es komplett auf die Knie geht. Genau, also ich bin jetzt hier am Heimtrainer am Fahren und halt Kraftübungen, weil Muskeln verbrennen Kalorien und gut. Und das ist, glaube ich, der bessere Weg. Und natürlich ein bisschen auf Ernährung. Wobei ich sagen muss, da bin ich eher bereit, mich zu bewegen und dafür normal zu essen und auch mal mir was zu gönnen. Und
da bewege ich mich dann lieber dafür und Ja, siehst du, bevor ich da auf Essen was ich verzichte. halt gemacht habe, ich habe halt mittlerweile Fleisch komplett weg, aber es hat bei mir noch Oh, andere, okay. oder fast komplett weg, halt jetzt, es sei denn, du bist halt, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt niemand, der sagt, wenn ich jetzt irgendwo zum Grillen hingehe, Ja, okay. mache jetzt extra oder was, aber jetzt hat bei mir ja noch Also du zu. bist kein ideologischer Nee. Vegetarier, sondern du bist ein zweckgebundener. Ja. Nee, bei mir hat es auch den Grund, weil, habe ich auch so nicht gewusst, aber wenn du dich mal ein bisschen darüber informierst, wenn du Entzündungskrankheiten hast, Okay. ist Fleisch das Schlimmste, was du machen kannst, weil also Ah, Fleisch in okay. der Verdauung eh schon leichte Entzündungen immer im Körper herauf. Also das ist jetzt nichts, was im Gesunden Probleme macht, es sei denn, du haust dir halt wirklich 7 Tage die Woche mehrmals Steak rein. Oh, ich habe da so einen Kollegen, also der frisst auch zum Frühstück 7 Rostbratwürste, wo ich Ja, mir auch gedacht das habe, wie wollte kann gerade man sagen, sowas das wird bringen? auf Dauer gefährlich. Also da hast du Ja. dann wirklich Probleme, dass Ja. ich also Entzündungskrankheiten bilden könne. Ja. Und bei mir ist halt so, weil eh schon Muskelentzündungen da sind. Und also ich weiß nicht, inwiefern das damit noch zu tun hat, aber wird besser. Echt okay, Also cool. zumindest so so Sachen wie jetzt, wo ich es an der Haut sehr merke und so weiter, wird wesentlich besser damit. Das habe ich auch gemerkt, dass ich jetzt durch mehr bewegen und bewusster ernähren, dass ich halt auch weniger Hautprobleme habe und dass Ja es gut, besser bei geworden mir ist. siehst du es halt direkt, also zum Beispiel jetzt hier, weil ich ja immer so rote, also weil diese roten Stellen, das Ja. kommt ja bei mir von der Grunderkrankung und das ist je Ach so, nachdem, ja. also sind die auch schon viel besser geworden, die Ja, sind je nach cool, sehr gut. Tagesform. Nee, das ist gut, ja. Naja, ich meine, Fleisch allgemein und vor allem wahrscheinlich also was ich so gelesen habe, Rind und Schwein ist ja so das Schlimmste, was du deinem Körper antun kannst. Und was für mich, ich habe jetzt auch zum Thema Jod einen Beitrag gesehen, dass halt wir jetzt wieder in den Jodmangel so langsam reinrutschen durch die ganzen Veganer und alles und dadurch, dass halt auch immer weniger Hersteller Jodsalz verarbeiten. Und ich esse ja auch Deswegen, gerne mal einen Fisch. So, das ist da für mich wieder zutragend. was du da zum Beispiel auch machen kannst, ist Algen. Ja. Also musst du aber aufpassen, weil wenn du eh schon wenig Jod hast, ist der Körper nicht dran gewöhnt. Es kann ihn dann ganz schön zusammenhauen. Ne, du Ja. lachst, also wenn du es damit anfängst, so Kombusalat und so weiter, also Kombus sind so asiatische Ja, Algen. kenne ich, ja. Musst du aufpassen, also aufpassen, ich gehe jetzt von Leuten, die jetzt wie du und ich relativ gern Fisch essen, Ja. ist es jetzt kein Problem, aber wenn du halt wirklich jemanden hast, der wirklich viel Fleisch gegessen hat und Zeug, der kann dann damit Probleme bekommen. Okay. Ja. Nee, also ich sag mal so, wenn ich die Wahl habe zwischen einer Currywurst und eine richtig gute, was weiß ich, Nudeln mit Lachs oder so, würde ich Nudeln mit Lachs auf jeden Fall vor der Currywurst essen. Definitiv. Oder was weiß ich, irgendwas mit einem guten Fisch, Kartoffeln und einem guten Fisch dazu. Da holst du mich auf jeden Fall mit ab. Ja, ist so von so einem Ami-Koch-YouTuber. Da bin ich ja. Was du so in der Heimwerker-Ecke DIY, bin ich ja. so in diese Koch-Ecke abgerutscht. Ja, das kann sein, ja. Das ist. Und also das ist von so einem witzigerweise Texaner, der erstmal überhaupt nicht aussieht wie Texaner. Und Okay. der, also der, der. Ich kann ja mal einen Link, aber das Link schicken, den muss ich nochmal. Hier, wie heißt es? Ich bin dann eher bei den YouTubern, die Essen bestellen und darüber Review machen. Ja, wobei das ist bei dem auch witzig, der kocht teilweise Essen also von so amerikanischen Nach. Großlieferdiensten nach und halt in besser. Das ist ja wie der, wie heißt der, Sebastian Lege, wenn der was sagt. Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört. Der so Fertigprodukte entlarvt, wie die halt zubereitet Ah, werden. Und dann okay. mit den, das ist auch irgendwie, das ist einer der guten Funkformate oder guten öffentlich-rechtlichen Formate. Und der ist halt irgendwie Ja, Lebensmittelchemiker oder und sowas. der Typ, den ich dir gerade geschickt habe, der ist ausgebildeter Koch. Ah ja, okay, ja gut. Der hat aber auch schon ein paar Abos, also so Ja, unbekannt ist der der ist gar nicht. relativ bekannt. Also das ist Ja. Ja, das ist halt, wie geil. gesagt, das ist so ein bisschen diese Food-YouTuber-Richtung, die halt irgendwie wahrscheinlich, wenn du auch wieder nicht drin bist, komplett an dir vorbeigeht.
Also ich kenne, was ich da noch kenne, das sind dann diese YouTuber, die sich halt wirklich vollfressen, die halt so Ja, die, also diese, Massen an. man hat mal gehört, aber das ist ja was, also da kriege ich ja, da kriegt ja der linksgrün Versiffte in mir schon wieder, also da will ich ja die Strumpfmaske und die Antifa-Flagge rausholen, wenn ich mir sowas anschaue, aber ich Ja. bin, was so Zeug angeht, eher etwas arg, na, konservativ nicht, aber was so Empfindlich. empfindlich. Ja. Ich bin Ja. ja auch so jemand, der kein Suppengemüse wegschmeißt, sondern es dann bei mir einfach in einen Eintopf mit reinpüriert. Egal, also was so Essensverschwendung angeht, Triggert dich. das triggert mich. Ihr müsst aber, glaube ich, demnächst mal die Mayo weg, und ich glaube, die habe ich gestern schon immer so gut vertragen. Ja. Ja, das ist, da muss ich auch sagen, da gehe ich leider auch nicht immer mit gutem Beispiel voran. Ich habe mir schon so oft Sachen gekauft, wo ich halt mal probieren wollte und dann hat es halt nicht so geschmeckt. Dann stand es im Kühlschrank und irgendwann guckst du drauf und ach, seit 3 Monaten abgelaufen. Ja, Schmeiß es weg. ich bin ja dann also jemand, ich schaue drauf, ach, seit 3 Monaten abgelaufen, aufmachen, ist Schimmel drauf, lass mal probieren, erstmal diese Sinnesorgane. Ding 1, aufmachen, ist Schimmel drauf. Nein, okay, reinriechen, wenn es dann schon nach, beziehungsweise, oder wenn, also das ist eigentlich die eine Chili-Soße, glaube ich, kann ich einmal wieder weg tun. Das ist, wenn die sich schon so verfärbt, obwohl sie im Kühlschrank gestanden hat. Solltest du dann langsam aber sicher mal weg. Ja. Wobei dann ich auch jemand sowas bin, wie zum Beispiel, ich ignoriere konsequent Mindesthaltbarkeitsdatum von Soja- und Worcestershire-Soßen. Das Zeug ist eh fermentiert, also von daher. Ja, gut, dann. Ja, bei manchen Sachen, also auch so bei Pulversachen, ganz ehrlich, wenn da keine Feuchtigkeit Mein Gott. rangekommen ist, was soll denn da schlecht werden? Das Beste Weil. ist immer Salz oder Zucker, wenn da irgendein Haltbarkeitsdatum draufsteht. Ja, oder gut, bei Mineralwasser macht es mittlerweile bei Plastikflaschen Sinn, aber gut, mittlerweile, ich habe jetzt auch, war zwar jetzt eine PET-Flasche, aber die war mit Leitungswasser gefüllt, weil ich jetzt aktuell keine Glasflasche da hatte und ich wollte wegen jedem kleinen Scheiß zum Wasserhahn rennen. Aber ich bin mittlerweile jetzt seit 2 Monaten auf Leitungswasser umgestiegen, Absolut weil keine ich mich eben. Probleme. Bitte? Absolut keine Probleme. Ich bin jetzt die Nö. 3 Jahre, seit ich umgezogen bin. Ja. Ich habe das einfach nicht mehr eingesehen und nachdem ich mich jetzt damit auch für den Beitrag so ein bisschen damit noch mehr intensiver beschäftigt habe, habe ich gedacht, eigentlich, ich meine, du wusstest die ganze Zeit, dass es einer der bestkontrolliertesten Lebensmittel und so weiter ist. In der Theorie hat man es ja drin. Aber ich habe gedacht, warum hast du es noch nicht probiert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich es nicht probiert habe. Und jetzt habe ich es gemacht und ich vermisse nichts. Das Einzige, was ich in Anführungsstrich vermisse, ist das Schleppen von irgendwelchen großen Packungen von PET-Flaschen irgendwo durch die Gegend, was unnötig ist, brauchst du nicht. Und ich trinke sowieso hauptsächlich stilles Wasser. Ja, also warum so ab und zu mal gesprudelt, wenn ich irgendwo essen gehe oder so, aber sonst immer stilles Wasser und das kriege ich aus dem Hahn und fertig. Wieso, das Und Einzige, es ist billig. was ich halt hier in Schweinfurt echt das Problem habe, ist halt kalkig wie Sau. Ja. Und das kannst du mir erzählen, was du willst, wenn du das pur aus der Leitung trinkst, schmeckt's nicht so gut Schwierig. wie Okay. gefiltert, weil du da wirklich, also es schmeckt nicht metallisch, aber also du schmeckst dieses Kalk, weil das Wasser hier ist so abartig kalkhaltig. Ja gut, wenn man das natürlich dann nicht mag, dann filtert man es halt Aber es hat raus, dann einmal schmeckt's. durchgefiltert, kein Problem. Genau. Und wenn du deinen Filter regelmäßig auch durchspülst und dann nicht Na klar. sich Ja, das sind irgendwie eh in der Kartuschen, die Sonne du. stehen Das lässt. Ach sind so, eh also so Kartuschen, die du okay. wechseln musst. Ach so, nee, dann ist es ja alles gut. Und Anders kriegst du das Kalk ja nicht, in dem Sinne nicht raus. Du musst genau. hier chemisch filtern. Also. Nee, aber hier in Ebersdorf Nee, hast Ebersdorf du geht. keine Probleme. Also das Wieso sehe ich ja bei der hier. Kaffeemaschine. Ich habe jetzt auch einfach um Geld zu sparen, weil ich das nicht einsah bei der De'Longhi beim Vollautomaten, diesen Filter habe ich einfach weggelassen und jetzt entkalke ich halt öfters mal mehr, sag ich mal, als sonst. Aber diesen Filter zu kaufen, die 2 Stück Nee, irgendwie also 10 € kosten. du siehst es bei mir, da hast du es in meiner alten Wohnung gesehen, 3 Jahre. Und also der Duschkopf hat wirklich teilweise an diese Gumminöppchen, wo halt,
hat sich wirklich eine Kalkschicht außenrum Kruste, gelegt. ja, das kenne Also ich auch das ist hier, den Pflanzen tut's gut. Also Das glaube ich. das Ja. ist vor allem dann hier noch das mildere Wetter von dem Maintal. Ich Ja. habe draußen eine Fleischtomate stehen. Die ist gut Die geht ab. 10 cm, die ist gut 10 cm höher wie die bei meinen Eltern. Das ist cool, ja. Nee, also da, gut, Pflanzen ist ja hier sowieso Ja Wissenschaft, gut, das weil ist meine Mutter hatte ja wollte gerade den sagen, grünen Daumen. ihr habt da oben ja eher komischen Boden. Ja, und ich sag mal so, bei uns ist ja auch mit Wasser, wir fangen das Regenwasser ja auf. Wir haben da so IBC-Tanks uns gekauft, haben die miteinander verbunden mit so einem Hauswasserwerk. Das ist schon eine geile Sache zum Gießen. Vor allem musst du halt dann mit Gießern nicht drum hantieren. Und bei dem großen Garten, da bist du froh, wenn du mit dem Schlauch die Beete gießen kannst und so weiter. Und was ja so absolut, was ich irgendwann mal vorantreiben werde, ist so das Thema automatisierte Bewässerung mit so einem Bewässerungssystem. Meine Mutter ist da natürlich, ja, nix, das ist doch nix und bla. Aber ich finde es halt geil, wenn du dann halt so ein Bewässerungssystem hast, du Was ich musst dich ja, um nichts kümmern. wenn ich die Zeit und die Zeit hätte, was ich mich mal mit beschäftigen wollte, ist Hydroponics. Okay. Also du kannst ja so gewisse Pflanzen komplett ohne Boden züchten. Ja, stimmt, ja. Aber okay. Ja, aber da beschränkst du dich ja trotzdem dann auf bestimmte Ja, also Pflanzenarten. wie gesagt, das ist rein so hobbywissenschaftlich, aber Einfach mal gemacht. das ist aber dann auch wieder was, wo ich dann wirklich Zeit bräuchte, weil ich danach jemand bin, der sich dann nicht in den Laden gehen würde und so ein Kit kauft, sondern halt die Dinger selber bauen. Das geht. Also es ist nichts, nicht die Überwissenschaft. Also du brauchst halt ein paar Sachen, musst du freilich kaufen, also so PVC-Rohre und Steinwolle und so Zeug. Also das Ja. ist was, wo du halt selber nicht machen kannst. Aber bevor mir jetzt dann irgendwie da so ein Ding, wo Löcher drin hat, ich habe eine Bohrmaschine und keine zwei linken Hände und ein PVC-Rohr kann ich immer noch selber bohren. Das stimmt, ja. Also es Naja. ist. So. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn ich die. Wenn es so ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte, wäre ich eh so ein Bekloppter, der irgendwo an der Waldgrenze leben würde und irgendwie. Dann nach Lappland, wobei da reicht es dann halt nicht, das Ja, Geld ja. dort zu wohnen. Ne? Das ist aber, ja, ich Also nicht fühle wirklich komplett Selbstversorger, aber halt so Zeug, wie gesagt, nahe dran. dann. Ja Na, gut, und das. beziehungsweise wenn es halt noch vom Körperlichen besser wäre, dann auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, das ist, ich bin da eh, was das angeht, ein bisschen komisch so. Naja, ich kann das teilweise schon nachvollziehen. Also, Also ich muss sagen, nicht mal wirklich Prepper-mäßig, sondern einfach nur, um es halt zu machen. Ja, es hat halt auch was irgendwie. Das ist schon irgendwie was Geiles, auch so was Eigenes zu haben. Oder ich feiere das ja jetzt auch mit dieser eigenen Wasserversorgung für den Garten. Das haben wir irgendwann mal angefangen. Jetzt mein Vater hat sich da halt auch reingesteigert. Der ist auch für sowas empfänglich als Heimwerker. Und der hat dann halt, jetzt haben wir dieses Jahr nochmal aufgerüstet. Jetzt haben wir 4 IBC-Tanks, also insgesamt 4000 Liter, die wir da auffangen können und mit Filtern drin und geht dann in dieses Wasserwerk, wo man dann den Schlauch anschließen kann. Ist schon eine geile Sache, muss man ehrlich sagen. Jetzt hat er da so eine Einhausung rumgebaut. Das sieht aus wie so eine Bushaltestelle aus Holz, diese Holzbushaltestellen. Und da sind halt jetzt 2 solche Tanks drin und gegenüber nochmal 2. Und das ist schon eine feine Sache. Also da angeblich ist, also sagt meine Mutter, für die Pflanzen ist das Regenwasser viel besser als das aus dem Hahn. Und auch weil die Temperatur passt, weil es halt jetzt Ja nicht gut, Hahn hast du halt, soweit ich weiß, immer nur das Problem, dass es immer leicht geklort ist, ne? Ja. Und Das ist ja, ja du zum soll. Beispiel, deswegen darfst du es ja in ein Aquarium nicht reinmachen. Ja. Und dann hast du ja auch noch das Thema, sollst du auch immer wegen abstehen lassen und so. Das hast du ja bei dem IBC-Terminal-Dinger. Musst halt auch, also das haben wir auch gemerkt, du musst sie halt auch reinigen. Ne? Also wenn du die Ja, das jetzt, ist klar. wenn du die Dinger so stehen lässt, irgendwann hast du da drin auch Algen. Das. Kannst du die Algen sammeln, wenn du die richtige hast, kannst du Potassiumnitrat raus und dann hast du die eine Komponente, die in Deutschland reguliert ist für Schwarzpulver. Sehr gut. Ja. Ist aber Naja, muss. langweilig, du kannst damit nur Schwarzpulver. Na gut, wobei du brauchst noch Schwefel. Naja. Ich Wobei, da weiß kannst noch. du dir einfach Hühner halten.
in dem einen, also der eine Sommer, wo es mal, da war es ziemlich warm und da haben wir das Ding nicht richtig durchgespült. Da hast du echt gedacht, du bist auf dem Fischkutter, wie ich das Ding dann Da hast du dann sofort Wasserpest und Zeug drin. Ja, ne, und das habe ich dann halt ausgekerchert, das Ding. Und die Teile, die sind super. Also da verstehe ich, dass die in der Industrie gerne benutzt werden. Und ja, also diese, ich meine, du kannst ja auch für viel Geld so einen Bodentank versenken, aber das Geld musst du erstmal haben. Ne? Also genau, und das Geld musst du erstmal haben. Und wenn du den Platz hast, aber kein Geld, dann tust du halt von Kläranlagen, kannst du die Dinger günstig erwerben, musst dich halt irgendwo auf eine Warteliste schreiben. Oder wenn du halt viel Geld hast, dann kaufst du die halt für 500 Euro solche Teile. Und dann kannst du dir da was Lustiges bauen. Dann tust du die miteinander verbinden. Wir haben Überlauf noch drin. Tust die Dachrinne rein. Mhm. Und wenn das der Überlauf halt kommt, dann geht's in den Kanal. Optimal. Ja. Naja, so. Ja, dann haben wir es wieder geschafft. Ich wollte gerade sagen, ich muss mich dann einmal hinlegen, weil... Ja, ich werde jetzt auch offline gehen. Morgen muss ich wieder raus. Genau. Und bevor also dann irgendwie jemanden auf dem Weg in den Hafen überfahre. Was ist im Schnitt wird? Schneiden. Ja, den werde ich haben, aber heute nimmer. Okay. Jo, bis dann. Servus. Ciao.